Hallo und herzlich willkommen zum BAFTcast Nummer 532. In dem Sinne erstmal frohes neues Jahr. Frohes Neues. Frohes Neues. Das wünscht neben mir noch der Matze Hallo. und der Zamperator. Moin, moin. Ich hoffe, ihr hattet alle eine ruhige Festzeit, schöne Feiertage. Meinst du jetzt die Zuhörer oder uns? Ja, generell so die ganze Welt. Ich hoffe mal nicht zu ruhig. Ein bisschen Action soll schon sein. Echt? Also ich habe gerade noch mal Revue passieren lassen. Ich glaube, ich habe mich zwischen Weihnachten und jetzt Arbeitsbeginn nicht wirklich viel bewegt. Ja, Warum auch? ich glaube, ich habe jetzt auch cooler klingen wollen, als es eigentlich war. So. Also vom Bett auf die Couch, an Ja, PC, ja. zurück, mal in die Küche. Ab und zu mal aufs Klo. Wir waren tatsächlich einen Tag in Ab Frankfurt und unterwegs, zu. waren wir den ganzen Tag im Zoo mit meinem Neffen. Oh. Da haben mir auch die Füße danach wehgetan. Ich habe auch tatsächlich nicht viel unternommen. Ich war auch nicht bei meinen Eltern dieses Jahr, weil Osten ist langweilig. Aber mein Bruder und mein Neffe haben mich besucht für Star Wars. Das ist ja ein späteres Thema heute. Jawohl, ja. Ja, wir haben auch Familienfeier gemacht. Ich kann dir sagen, Heiligabend mit drei kleinen Kindern, alle so Stoppelhopser-Größe. Außerdem gibt es Ist echt, heutzutage. das war sehr vorteilhaft. Wir haben die Bescherung gemacht und ich habe Noise-Canceling-Kopfhörer gekriegt. Die sind Yes. direkt zum Einsatz gekommen. Aber War wofür sehr gibt es heutzutage praktisch. Discord und Skype und so? Also, da hast du ja immer noch Familienkontakt. Wenn nicht direkt. Ja, Das mit Geschenken ist ja schwieriger, ich aber. überlege gerade, ob irgendjemand aus meiner Familie in der Lage wäre, ein Discord oder ein Skype zu bedienen. Wissen Sie Also überhaupt, abgesehen von mir und meiner Frau. was Discord ist? Nee, Discord wahrscheinlich nicht. Skype Skype, glaube ich dürfte den schon. meisten ein Ja. Begriff sein, aber ja, weiß nicht. Wenn ich meinem Vater auf dem Handy die App installiere und sage, hier musst du draufdrücken, Naja, meine jüngeren dann Geschwister vielleicht. wohnen noch bei meinen Eltern. Noch. Sind ja noch in der Ausbildung und deswegen Ja, ist okay, da deine Verwandtschaft ist auch jünger. Meine ist etwas. ja grundsätzlich, bis Ja, auf ich. meine Neffen und Nichten, die halt alle Ja, noch das nicht stimmt, auf ich der habe einen älteren Grundschule sind. Bruder. Ich bin ja auch der Jüngste, also entsprechend war ich dann auch bei meinen Eltern alleine eigentlich, weil viele Ich bin dann das halt doch Mittelding. an anderen Tagen bei ihnen waren oder so. Hat aber auch was Angenehmes, wenn man dann so die komplette Aufmerksamkeit bekommt von den Eltern, mit niemandem sich prügeln Oh, muss um das irgendwas. Genau, Nesthäkchen. genau. Einzelkind. Ja, und Silvester ordentlich krachen lassen? Überhaupt nicht. Ob durch Krachen ist viel zu teuer. Ey, ich habe ungelogen einfach nur was Schönes gekocht mit einer Freundin und wir haben uns hingesetzt und einen schönen Film angeschaut. Also ich habe bis Dann, 22 Uhr irgendeinen ja. Kram gestreamt und bin danach zu, die Leute kennen es vielleicht noch, zu Marcel, zum Crowley. Da war auch der Björn, der Wetzhunter und der David war auch noch da. Und Praktischer ist so. bei mir auch, aus Ja. dem Fenster kann ich das Fürther Stadtfeuerwerk einfach anschauen. Okay. Da Das gab ist es ganz eins. relaxed. Ja, wird. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob die Stadt angestellt hat oder einfach die Leute halt auf der Fürther Ich Freiheit glaube eher wieder die Leute. ja, aber es alles gibt ja hochgehen tatsächlich lassen. Gemeinden, da ist es Böllern verboten. Da macht das die Gemeinde oder der Kommune, Landkreis, Stadt, was weiß ich, machen Es organisiert. Finde ich fast gab besser, dieses muss ich Jahr auch sagen. im Vorfeld Ja. tatsächlich, nicht in Fürth, glaube ich, aber in Nürnberg gab es Verbotszonen Okay. dieses Jahr. Wenn du auf Twitter Polizei Mainfranken und so folgst, die haben das vorher angekündigt. Die hatten auch irgendwas vorher von Fürth geschrieben und haben es dann zurückgezogen. In Fürth noch nicht. Okay. Alles Ja gut, klar. es macht tatsächlich in manchen Gebieten macht's, Ich finde es finde ich, auch wirklich, Sinn. also es gibt keinen Grund, warum jeder sein eigenes da hochjagen können muss. Ja, wir haben dieses Jahr Silvester wie immer in Mannheim, ne, nicht in Mannheim, in Ludwigshafen, direkt nebendran, aber es ist sehr strikt getrennt. Bei Bekannten verbracht haben wir wie immer einen schönen Spieleabend oder Spielenacht bis morgens um 6, 7. Mit Twister? Nein, wir haben erst Game of Thrones Monopoly gespielt. War Gibt es Game of eigentlich Thrones irgendwas Monopoly? nicht als Monopoly? Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt irgendwo zusammen das Wir sollten vielleicht Monopoly-Spiel. auch, wir sollten vielleicht das BAFT Monopoly einführen. Ja! BAFTcast wird die Schlossallee. Ganz Na, auf klar. jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, erst das. Und dann haben wir tatsächlich, als der Pegel dann hoch genug war, haben wir Kampf gegen das Spießertum ausgepackt. Oh, da wird sich der Uli freuen. Ja, das ist ein großartiges Spiel. Er hört bestimmt wieder zu. Der ein oder andere kennt vielleicht Card Against Humanity, das ist so der inoffizielle Vorbild davon. Und das ist jetzt halt die deutsche Oh. Variante, die per Kickstarter. Geil. Ich glaube, die war. Das war Zuerst war die Kickstarter. Schweizer Variante, glaube ich, Ja. ne? Kampf gegen das Büzi. Ich kann es nicht Bizertum? aussprechen, ich lass es lieber. Und dann kam dann noch die deutsche Variante und die haben wir unseren Bekannten zum Geburtstag geschenkt und haben die jetzt gespielt. Großartig. Da haben wir damals die Beta da gehabt zu meinem Geburtstag, als kurz, ich glaube, kurz vor Launch
kurz bevor es rausgekommen ist. Ja, wir hatten es damals, ich weiß nicht, ob du da auch dabei warst, auf der letzten oder vorletzten RPC. RPC war es auch dabei, Waren die Jungs auch da und haben das uns vorgestellt und haben hinter den Kulissen eine Runde gespielt. Aber da kam das nicht so gut rüber, weil man natürlich auf der RPC gearbeitet hat, nicht betrunken war. Also mitten im Chili's, während die anderen Leute da halt normal zum Essen sind, ein Haufen etwas angeheiterte Leute, die laut losgrölen wegen den dämlichen Sachen. War großartig. Ja, uns ist so schön, unsere Bekanntengruppe, die ist altersmäßig relativ unterschiedlich von Mitte 20 bis sehr viel älter. Und da waren dann halt Begriffe dabei, die musste man dann dem einen oder anderen auch mal erklären. Und das ist ja nicht so, aber das Lustige sind dann die Erklärungen davon. Ja. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt deinen Eltern erklären, was ein Dirty Sanchez ist. Oh Gott. Oder was Smegma ist. Oh Gott. Das, wenn ihr es wissen wollt, googelt selbst, aber macht Safe Search an. S-M-E-G-M-A. Oder holt euch einfach das Spiel. Also ich verlinke euch das auch mal in den Shownotes. Ein großartiges Spiel, wenn man es mit den richtigen Leuten in der richtigen Atmosphäre spielt. Die den gleichen Humor level. Genau. Ja, das ist ganz wichtig. Ich muss auch sagen, bei uns dieses Weihnachten, das war auch irgendwie voll das Brettspiel Weihnachten. Also ich habe fettes Brettspiel, so ein Star Wars Rebellion von meiner als Freundin. Als Brettspiel, cool. Ja, habe ich geschenkt bekommen von meiner Freundin. Das Spiel selber war kacke, aber das Brettspiel klingt dann schon interessanter. Ja, ich muss es noch ausprobieren, weil drauf steht halt Spielzeit 3 bis 4 Stunden. Wenn es schon auf der Schachtel drauf steht, dann bin ich schon ein bisschen zurückgeschreckt. Ja, und wahrscheinlich erstmal noch 2-3 Stunden Anleitung lesen und so. Ja. Das gibt und dann haben wir noch irgend so ein Getränkebrauspiel gespielt, das ist irgendwie so ein Lieblingskenner-Spiel des Jahres 2018, irgendwie über Quacksalber heißt es. Okay. Oder von Känguru-Chroniken gibt es auch Spiele, wo du halt deine WG verwaltest und du gewinnst, wenn du eine Runde lang in der Hängematte bist. Also, das klingt nach einem Spiel für mich. Ja. Ja, du musst erstmal genug Schnapspralinen sammeln, bis du in der Hängematte hängst. Aber 3 bis 4 Stunden klingt ungefähr nach der Zeit, die man braucht, um das Warcraft-Brettspiel überhaupt erstmal zu verstehen. Das ist tatsächlich auch so fürchterlich bei den Spielen. Wir haben ja, als wir damals, als um den Geburtstag von unserem Bekannten ging und wir das Kampf gegen das Spießertum geholt haben, habe ich gedacht, okay, holst du mal noch irgendwie noch so ein oder zwei andere kleine Spiele, weißt du, was du so zwischendurch an Silvester spielst. Da habe ich mit dem Verkäufer hier bei uns in Nürnberg im Ultra Comics mit dem Verkäufer geredet und da hat er eine ganze Kiste voll guter Brettspiele für solche Gelegenheiten gekommen. Und da habe ich gesagt, und welches davon kann ich innerhalb von 3 Minuten angetrunkenen Menschen erklären? Da musste er halt alles wieder wegrollen. Ja. andere Spiele geholt. Wir haben dann noch eins geholt, dazu sind wir jetzt leider nicht mehr gekommen, weil uns das Kampf gegen Spießertum zu viel Spaß gemacht hat. Das war Don't Drop the Soap. Das Spiel, bei dem es keine Gewinner, nur einen Verlierer gibt. Ist das nicht ein Gefängnisspiel? Nein, weiß ich nicht. Das klingt irgendwie nicht. Aber es klang nach unserem Humor, deshalb haben wir es mitgenommen. Aber ich merke schon, Cards Against Humanity, Don't Drop the Soap. Cards Against Humanity, großartig. Einfach nur großartig. Es fehlen nur tatsächlich, bei Cards Against Humanity, was mir fehlt, da müssten noch so 30, 40 leere Karten dabei sein, die man selber sich selber beschriften kann mit, keine Ahnung, deinem Namen, meinem Namen. Schreibst du dir selber? Aber du brauchst halt die Karten und die Karten sind echt gut, also es sind nicht so Skat-Spielkarten. Ach so, das sind, sehr hochwertige. Sagen wir mal bierfeste Karten, wenn das Bier über den Tisch geschüttet wird. Also schön wasserdicht und man so. Man muss aber für eine Warnung aussprechen, es ist nichts für Menschen mit wenig Humor und feinfühlig oder Social Justice Warrior. Ja, also politisch absolut nicht korrekt. Ja. In keinster Der Art Humor und Weise. Humor entsteht nur dadurch, dass du halt einfach die schlimmsten Sachen sagen kannst, die du dir vorstellst. Ja. Schaut es euch an, falls ihr Bock habt. Falls nicht, auch nicht schlimm. Dann kommen wir mal zu dem, weswegen wir hier eigentlich hier sind, und zwar dumm rumreden. Nein, das haben wir geschafft. Was geht's heute in dem Cast? Wir switchen ganz kurz zu WoW. Da gab es in den letzten Wochen nicht so besonders viel, aber eine relativ interessante Neuigkeit. Und dann besprechen wir hier heute den Witcher. Und zwar nicht die Spiele, sondern die Serie. Die kam ja Ende letzten Jahres auf Netflix. Und mich hat es überrascht, muss ich ehrlich sagen, dass die tatsächlich am Stück da war. Ich dachte eigentlich, das würde schon eine von den Serien werden, wo sie dann wirklich pro Woche eine Folge bringen. Okay, und im Nachhinein bin ich sehr froh, dass sie am Stück liegen. Weil du nicht aufhören konntest. Nein. es war die richtige Entscheidung, sie an einem Stück zu machen, aber dazu kommen wir später. Und wenn wir mit The Witcher durch sind, gehen wir noch das andere große Thema für heute, ist nämlich der neue Star Wars Film. Weil wir haben, wie wahrscheinlich viele tausend andere auch, die Zeit zwischen den Jahren mit Urlaub verbracht und hatten Zeit, haben
The Witcher durchgeguckt, waren das eine oder andere Mal im Kino und haben auch den Star Wars Film geguckt. Das eine oder andere Mal, ja. Du hast ihn wahrscheinlich wieder 27 Mal oder so geguckt? Nicht ganz. Jeden Abend. Ja, genau. Wenn Kino nicht so teuer wäre, nein. Ja, stimmt, das ist in der Tat. Günstig ist was anderes. Aber was soll's. Ja, wir fangen mit The Witcher an. Beziehungsweise, nein, wir fangen erst mit WoW an, gehen dann zu The Witcher und dann sprechen wir über Star Wars. Die Serie, die Besprechung vom Witcher und vom Star Wars Film werden wir die ersten paar Minuten relativ spoilerfrei halten, falls jemand noch nicht gesehen hat. Nur so über unseren Gesamteindruck sprechen und so weiter. Und dann gehen wir aber in den Spoiler-Teil, weil man kann darüber nicht wirklich sprechen, ohne Inhalte. Ja. Wir können da ja so verraten. Timestamps dann geben zu, genau. Hier wird Spoiler sein. Genau, das machen wir. Ja, fangen wir mit WoW an. Patch 8.3 hat ein Release-Datum bekommen. Zumindest seit unserer letzten Aufnahme vom letzten Buffcast. Die großartige Weihnachtsfolge, falls ihr sie noch nicht gehört habt, unbedingt hören. Großartig hören, wie viel Ahnung wir eigentlich wirklich über WoW haben. Es war überraschend, ich hätte mit maximal einem Punkt gerechnet, aber... Ja. Ja. Alles zwei. Für alle, die letzte Folge nicht gehört haben, wir haben WoW Trivial Pursuit quasi uns die Fragen rausgesucht und haben uns mal auf die Probe gestellt. Und wussten doch erstaunlich viel. Wobei ich muss sagen, ich hab echt Glück gehabt, dass ich meine Fragen hatte, weil von den anderen Fragen, da hätte es nicht so gut ausgesehen. Und ich hatte immer Fragen, ihr hattet Fragen, die ich beantworten hätte können zum Teil. Ja. Tatsächlich. Was mich überrascht hat. Aber es war auch dann alter Kram. So wie du es im Vorfeld schon gesagt hast, für Zam nehme ich Classic. Nee, nehme ich nicht Classic. Ich wollte eigentlich für Zam nur die aktuellen, also das Spiel, die aktuellsten Fragen aus dem Spiel waren Legion-Fragen und ich wollte ihm eigentlich nur die Legion-Fragen stellen. Das war sogar so neu. Aber das wäre dann ein bisschen gemein. Das wäre echt fies gewesen, ja. Ja, und meine ganz viele Fragen, Gebiete und keine Ahnung was, das hat sich ja in den Jahren nicht wirklich geändert. Ja. Von daher. Ja, Release-Datum, 15. Januar. Ist, wenn ihr den Buffcast hört, in einer Woche quasi. Ja, bisschen weniger sogar. Ja, oder? Mittwochs kommt er raus, Mittwochs ist Ach so, der Patch. Ich hatte es gerade mit. Ich hoffe, ich habe 15. Januar, ich hoffe, das ist der Mittwoch. Ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht das amerikanische Datum aufgeschrieben. Mhm. Aber unsere Zuhörer sind schlau genug, dass sie wissen, dass unser Patch in Europa mittwochs kommt. Eine Woche später kommt dann schon der Raid. Das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil normalerweise ist ein bisschen mehr Zeit dazwischen. Beim letzten Mal hatte ich nachgeguckt, waren es zwei Wochen zwischen Patch und Raid. Ich hatte für frühere Patch-Zyklen sogar 3 Wochen in Erinnerung. Ja. Mir wurde dann aber gesagt, das war immer nur beim Start von der Erweiterung. Vielleicht meinen sie halt einfach so, es gibt dann vergleichsweise nicht so viel zu tun vor dem Raid, wie jetzt bei den anderen Patches. Böse Zungen könnten sagen, der Patch ist so klein, dass man den nach einer Woche fertig hat. Oder man sagt halt, gut, du hast ja diesmal keine Gebiete, die storymäßig auf den Raid hinarbeiten. Ja, du hast diese Vision, du hast sie gespielt auf dem PTR. Ich weiß nicht, wie lange die dauern, um dich storymäßig also dahin zu bringen. Okay, jetzt greifen wir. Die Intro-Quest, die ist so 2 Stunden, 3 Stunden, wenn du dich langsam, glaube ich, anstellst. Also zügig. Gut, und in Najatar war es ja der Fall, dass du dich dann lange da durchgearbeitet hast und mit den Rufstufen und so weiter wurden dann neue Events, nicht, aber dieser Mittelteil wurde freigeschaltet und dann hieß es, okay, und jetzt geh und greif Ashara an. Und das ist jetzt, gibt's ja hier nicht. Also macht storytechnisch eigentlich keinen Sinn, da besonders lange zu warten. Mhm. Ja, 22.01. geht der Raid auf, 29.01. geht dann der Mythic Raid auf und der erste Flügel vom LFR öffnet. Dazu passend kommt am 15. Januar auch die neue PC Games More in den Handel, die sich unter anderem auch zum Beispiel mit dem Raid beschäftigt. Da haben wir alle Bosse einmal relativ knapp vorgestellt, was die können, auf was sie achten müssen. Also keine ausführlichen Raid-Guides, die man neben der Tastatur liegen hat und die einem jeden Knopf und jede Bewegung vorgeben, sondern aber ihr, so, okay, ihr geht dadurch das sind, nicht an. Das sind die Hauptpunkte des Kampfes, hier müsst ihr drauf achten. Sondern stattdessen ist der Bot auf Diskette beigelegt. auf Wunsch steht Zams Telefonnummer dabei. Den könnt ihr dann anrufen, der spielt dann für euch. Ihr könnt ihn dann bei Tipps einfach anrufen und der wird euch jedes Mal einfach nur sagen, geht gut. Und zwar per Teamviewer und bitte irgendwo in der Textdatei die Bankdaten hinterlegen. Auf dem Desktop. Ja, oder per Teamviewer erstmal Amazon Auto eingeloggt und so. Zam braucht neue Hardware. Nee, Zam hat sich ja neue Hardware gekauft. Ja, habe ich tatsächlich. Mal kurz abschweifen, wie läuft's? Aber ich sage nicht, wie viel es gekostet hat. Das wollen wir das auch gar nicht. Das war teuer genug. Wollen wir auch gar nicht wissen, so viel Geld haben wir alle nicht. Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, woher das kam. Falls ihr wissen wollt, wer die Bank in Fürth vor einigen Monaten überfallen hat.
War nicht erst vorgestern irgendein Überfall von dem Casino? Nee, von dem. Ist egal. Da weißt du anscheinend besser drüber Bescheid als ich. Ich sag ja, ich folge auf Twitter bestimmten Profilen. Der läuft super. Der ist nämlich fast komplett wassergekühlt. Und das Einzige, was man hört, ist der Lüfter, der hinten raus die Luft rausbläst am Ende noch. Und es ist eine kleine Powerkiste. Okay, und zwei 2080er drin. Nice. Nee, wofür? Also ich bin ein tatsächlich ein für Verfechter von Quest, Star Citizen ein Verfechter so? Von SLI ist für den Arsch. Okay. Ist es auch, weil es gibt ja kaum irgendwas Optimiertes dafür, aber es ist eine 2080 Ti drin. Okay, immerhin schon. Eine sehr gute sogar. Läuft das Star Citizen? Ja, tatsächlich. Nein. Und zwar bis auf die Bugs, die das Level, die Level sowieso überall haben, tatsächlich sehr flüssig. Star Citizen wird niemals released und deshalb nirgendwo laufen. Dieses Jahr. Viel wichtiger ist, Squadron 42, ob der Flugsimulator da drauf läuft. Oh, wahrscheinlich. Yes. Also Moment, der muss ja auch auf der nächsten Xbox laufen. Der wird wahrscheinlich drauf laufen, aber die Frage ist, wie gut er läuft. Ja. Ich glaube eher, dass du, viel Festplatte, ist. Dass du viel Festplatte für das Ding brauchst. Nee, nicht mal so. Weiß ich nicht. Weil ich, also klar, du, ich weiß nicht, ob ich alles gestreamt haben möchte, was die da an Daten naja, du hast ja, du kannst ja vor, also du kannst sagen, den Flug, den ich jetzt mache zum Beispiel, der wird dann runtergeladen und der wird auch nicht gelöscht. Also wenn ich im Flugsimulator in Frankfurt einsteige und fliege nach Nürnberg, alles, was gestreamt wird, bleibt auf meiner Festplatte. Ja, eben. Und das wird und nicht das, weniger. Wie viel ich dafür freigeben möchte, kann ich als Limit machen. Und im Interview hatte ich mit ihm gesprochen, was hat er gesagt? Von London nach München, glaube ich, weil wir waren in London bei dem Event, bräuchtest du ungefähr 4 Gigabyte. Das geht sowas? Echt klar. Das ist eine ich Strecke, so. Du überfliegst ja nicht alle Bundesländer. Ja. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber es ist tatsächlich, es war deutlich weniger, als ich vermutet hatte. Das muss ja wie gesagt auch auf den nächsten Konsolen, auf der nächsten Konsole laufen, auf der nächsten Xbox. Series X. Und du hast immer noch eine Basiswelt, wenn das Internet weg ist oder so. Stimmt. Die auch immer noch deutlich besser ist als alles, was Flugsimulatoren bis jetzt haben. Man muss natürlich auch Bock auf Flugsimulatoren haben. Ja. Klar. Ich glaube, das wird eh laufen. Der Rechner ist, wie gesagt, auf 4 Jahre mindestens auf High-End bis dann Mid-End ausgelegt. Okay. Nicht ja, schlecht. Bin sehr zufrieden. Schlecht. 12 Kerne. Ja. Sollte reichen. Ja, genau. PC Games More, die 320. Nee, ist die 220. Ich habe es mir falsch aufgeschrieben. Ich wollte nämlich vorhin schon fragen, wir sind doch noch gar nicht im Februar. Ja, kommt denn die 03? Ich habe es mir nur falsch aufgeschrieben. Es ist die 0220. Ab dem 15. Januar für euch im Handel dreht sich natürlich viel um den Patch, viel um den Raid. Ja. Alles Weitere zum Patch findet ihr natürlich auf buff.de. Da haben wir einen großen Patch 8.3 Sammelartikel, wo nochmal alles verlinkt ist. Ja, so viel soll es dann auch sein zu WoW Patch 8.3. Und jetzt kommen wir mal zu den interessanten Sachen. The Witcher-Serie wurde angekündigt irgendwann vor elend vielen Monaten. Halbes Jahr oder sowas? Ich glaube, Anfang letzten Jahres. Okay. Ich glaube, schon ein bisschen weiter her. Und da hat man erstmal lange nichts davon gehört. Und dann kamen die großartigen Bilder von Henry Cavill als Witcher, wo die ganze Welt geschrien hat, um Gottes Willen. Ah, du meinst diesen Kostümtest oder was das war? Ja, das ist aber auch nochmal ein krasser Unterschied. Warum haben sie das veröffentlicht? So im Nachhinein, das hat halt auch mit seinem Aussehen in der Serie so gar nichts zu tun. Nee, das ist halt der Sinn von so einem ersten Dingstest. Ja. Aber ich weiß halt auch nicht, warum man den öffentlich macht. Ja, keine Ahnung. Da war ich übrigens auch dann weniger euphorisch, was die Serie angeht, als ich das gesehen habe. Und dann kam ein paar Wochen später kamen die Bilder von den Nilfgaard-Rüstungen, wo ich persönlich, oh Gott. Man muss sagen, ich habe die Spiele nicht gespielt. Ich habe jetzt über die Feiertage, weiß ich nicht, 10 Stunden oder sowas im Zuge der Serie Witcher 3 noch reingespielt. Ja. Und ich sage, okay, sehen seltsam aus, aber die Spiele-Leute halt alle, boah. Es gibt da, genau, das ist nämlich ein Problem. Es gibt da einen ganz wichtigen Punkt bei der Serie. Die Grundorientierung ist nicht das Spiel. Genau, sondern die Bücher. Bücher. Ja. Und man muss dazu auch sagen, der Schöpfer der Bücher hat mit den Serienmachern zusammengearbeitet. Und der kann die Spiele nicht leiden. Der findet die Optik und das Setting der Spiele. Deshalb kommt die ist aber auch ein so getroffen Kriegskrams von dergleichen. Also wirklich, wenn du dich mal reinliest, wie der schreibt, das ist einfach ein richtiger, grummeliger, alter
Boomer, der immer nur sagt, ja Leute, die Videospiele spielen, sind voll Idioten. Und der hat ja sogar gemeint, die Videospiele schaden den Büchern, weil Leute jetzt denken, das sind Bücher, die auf Videospielen basieren und deswegen werden sie weniger gekauft. Und er quasi will nicht einsehen, dass einige Leute diese Bücher in die Hand nehmen, also einige mehr Leute diese Bücher in die Hand nehmen. Die vorher damit überhaupt nichts zu tun haben. Ja, genau. Ja. Der wäre immer noch irgendein unbekanntes polnisches Buch, das außerhalb halt was für Kenner ist. Mit einem ultra schlechten Film. Ja, der alte Film. Ja, aber nichtsdestotrotz hat natürlich das Videospiel seinen Büchern ein Bild gegeben, Optik für die Figuren. Die man jetzt im Kopf, die viele Leute haben. Es ist sehr schwierig auszublenden. Ich glaube auch für die Macher war es schwierig auszublenden, weil die können ja auch nicht völlig, keine Ahnung, Akkubohrer in den Kopf alles entfernen, was sie über die Spiele wissen. Klar. Und das führt halt auch zu so Sachen, zu dieser Vorstellung, dass das die Serie so auszusehen hat wie die Spiele, was nicht der Fall sein wird. Das spielt zum Beispiel rein, ich habe dann Bilder, Fotogalerien und Bilderstrecken gesehen, wo es dann darum ging, so unterscheiden sich die Charaktere in der Serie von denen in den Büchern. Mhm. Da waren dann teilweise gemalte Figuren der Bücher und da waren Bilder von den Videospielcharakteren. Ja, das finde ich gut. Ich habe keine Ahnung, ich habe die Bücher nicht gelesen, aber dann standen halt drunter, sorry, aber so wie in dem Spiel sieht die halt in den Büchern auch nicht aus. Ja, das muss ich eben auch sagen. Also zum Beispiel Triss, die wirst du noch nicht getroffen haben in den Spielen, die hat halt wirklich neonrotes Haar in dem Witcher 3 Spiel. Das war das, wo sich alle drüber aufgeregt. Ja, ja. Und wo ich aber auch sagen muss, ihr Haar wird halt als Auburn, also so Kastanien, so leicht rotstichig braun beschrieben in den Büchern. Also wenn du dich darüber aufregst, dann bei der Serie, dann reg dich auch drüber auf, dass er in den Spielen nicht so aussieht. Weil, ja. Das ist das. Die Menschen haben sehr, sehr vermehrt die Bilder der Spiele im Kopf. Und also wie gesagt, ich habe Kritikpunkte zu manchen Casting-Entscheidungen, aber ich versuche dabei immer auszublenden das Spiel. Das ist mir wichtig, wenn ich irgendwas kritisiere beim Casting. Aber ist halt schwierig. Man könnte jetzt natürlich kritisieren, so, jetzt sitzen drei Typen. Ach, hast du die Bücher gelesen? Ich habe die Bücher gelesen und die Spiele gespielt. Okay, da sitzen zwei von drei Typen hier, die Bücher nicht kennen, nur die Spiele und die Serie. Können die überhaupt legitim drüber diskutieren? Aber ja, also ganz ehrlich, die meisten Leute, die es schauen, werden nicht die Bücher gelesen. Genau. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass wir hier eine Mischung haben. Ich würde fast sagen, dass wir eher die Zielgruppe sind. Mhm. Also natürlich die Leute, die Spiele gespielt haben, sind ganz klar eine der Zielgruppe. Aber das kann es ja nicht sein. Ja. Also wenn du nur die als Zielgruppe nimmst, dann kannst du die Serie halt von vornherein wegschmeißen, weil dann wird die nicht erfolgreich. Du musst auch Leute ansprechen, die vielleicht die Marke The Witcher kennen und im Ohr haben. So wie ich zum Beispiel. Da gibt es Spiele, die sollen ziemlich gut sein. Das Setting hat mir nie so wirklich zugesagt. Deshalb habe ich sie nie gespielt. Und die dann jetzt sagen, okay, Millionen Leute auf der Welt haben dieses Setting, dieses Spiel gemocht. Mhm. Also kann die Serie, give it a chance. Bei dem Spiel habe ich mich durch eins gequält, wegen der Steuerung. Ich bin so froh, dass ich den Einser gespielt habe, schon, weil heutzutage könnte ich ihn nicht mehr spielen. Du musst in einem gewissen Zeitraum gelebt haben, um den Einser zu spielen, ohne wahnsinnig zu werden. Inhaltlich geil. Inhaltlich ein tolles Spiel, aber die Steuerung war einfach die Hölle, ohne jetzt weiter drauf einzugehen. Teil 2 war cool, aber da fehlte immer noch so ein bisschen die Freiheit in der Steuerung und so weiter. Ja, es war halt ein bisschen schlauchig dann doch, die Gebiete nicht so groß. Und Teil 3 habe ich dann angefangen, fand es einfach großartig, bis auf die Musik, die mich irgendwann mal depressiv runtergezogen hat, über die Welt hinweg. Falsche Serie. Aber ansonsten war es cool. Aber ich bin tatsächlich auch an die Serie eher rangegangen als Spieler, statt ich kannte die Bücher auch nicht, aber ich habe halt viel vorher auch gehört von Leuten, die Bücher kannten, mit, ja, dann musst du dich damit abfinden und das wird nicht so sein und das wird nicht so sein. So, ja, warte mal einfach mal ab. Und ich hatte, wie ich schon sagte, nach diesen tollen Fotos im Vorfeld gar keine große Hoffnung, dass das was wird. Und dann liefen halt die ersten Folgen und ich habe das gebinged. Tatsächlich. Okay. Ja. Klären wir mal, wie gefällt uns die Serie? Ja, vorher wollte ich schon mal sagen, meine Erwartungen waren halt tatsächlich inhaltstechnisch, storytechnisch so gar keine, weil ich keine Ahnung von dem Setting und keine Ahnung von der Geschichte habe. Ich hatte die Hoffnung, dass die Spiele nicht irgendwie als Story dann durchgezogen werden. Gut, das haben sie ja gemacht. Großteils basiert diese Geschichte auf Kurzgeschichten, die der Autor geschrieben hat, nicht auf den Romanen, wenn ich das richtig erinnere. Die ersten Bücher sind mehr so Kurzgeschichten und dann später so ab Band 3 oder so. Genau, so wirkt die Serie auch wie viele kleine Geschichten, aber da kommen wir dann später noch zu.
Ich hatte tatsächlich die Erwartung oder die Hoffnung, dass es zumindest optisch und CGI-technisch eine opulente Serie wird, weil das Budget war jetzt 80 Millionen Euro oder sowas. Keine Ahnung. Also es war für eine Serienproduktion gigantisch. Nicht ganz Game of Thrones Ausmaße, Nicht aber. ganz Herr der Ringe von Amazon mit irgendwie eine halbe Milliarde oder so. Ja, aber Oder so, war es sogar also eine Milliarde? für eine Serie mit 8 Folgen war sie, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, prügelt mich jetzt nicht fest, aber sie war riesig für eine 8-Folgen-Serie, die, weiß ich nicht, 7 Stunden Spielzeit oder sowas hat. Und bei der man ja tatsächlich sagen muss, dass nur ein bekannter Charakter, ein wirklich bekannter Schauspieler irgendwie bezahlt werden muss. Also Cavill wird mit Sicherheit ein paar Kröten gekriegt haben, aber Ich ich. meine, er hat ja auch sehr, sehr Bock drauf. Ich glaube jetzt auch, der hätte wahrscheinlich normalerweise mehr verlangen können, aber hat halt. Ja, aber die anderen Schauspieler haben keine Millionen Es Gehälter könnte natürlich auch gekriegt. Marketing-Blabla sein, aber er hat auch gesagt, er hat das Spiel zweimal durch, im dritten Teil. Also bei all dem, was der von sich gibt, glaube ich schon wirklich. Also der Der ist ja auch hat. WoW-Nerd. Also wie PlayStation oder Xbox? jeder kennt ja die Sie Story, sehen. dass er den ersten Anruf für Superman verpasst hat, weil er irgendwie im Raid, Zitat, er war dabei, Leben zu retten. Also entweder Heiler oder Tank, schätze ich mal. Es gibt halt Leute, ich hatte nämlich das auch gesagt, ich finde es ziemlich cool und dann so, ah, das ist doch alles nur PR und bla und blub und nicht so. Naja, bei vielen Schauspielern und überhaupt Stars ist es so, dass eher das Management keinen Bock hat, dass die Leute sagen, dass sie zocken, weil das irgendwie komisch wirkt für viele da draußen. Wunderbar fand ich auch letztens, als man ihn gefragt hat, ich weiß nicht, irgendeine Gaming-Seite oder so hat ihn so gefragt, Xbox oder PS4? Und er sagt, PC. Wirklich so Großartig. mit so Mit einem so einem Ekel. angewiderten Gesicht. Und das ist definitiv keine Marketing-Sache, weil das ist schon eher nischig zu sagen, PC Man, statt. du meinst, man merkte, dass er wirklich In dem Gamer ist. Moment war ihm scheißegal, ob ihm das jetzt vielleicht Ja. Fans Also einbüßt. entweder ist er wirklich Gamer oder er ist Oder er ist auch verdammt abseits gut. der Leinwand ein sehr guter Schauspieler. Und auch die anderen Fragen deuteten eigentlich eher darauf hin, dass er Gamer ist. Ich meine, man muss ja als Gamer jetzt auch nicht so hardcore sein, dass man irgendwie 16 Stunden am Tag irgendwie was zockt. Gerade The Witcher haben ja auch viele Millionen Leute gespielt, die sich 3 Spiele im Jahr kaufen oder so. Von daher Das halte klingt ich. gerade so abfällig. Die Spiele sind teuer. Es ist Ich hab mir jetzt zwischen den Jahren The Witcher gekauft, die Trilogie, alle 3 Spiele für Gab es sehr günstig? 10? 10 Euro, Bei 11 GOG Euro. gab es die komplette Reihe für ich glaube, ein 20 oder so. Ja, ich habe die komplette Reihe auf Steam mir geholt. Ich glaube, 12,99 Mensch, dann alle kannst du drei ja mal Spiele. den Einser spielen, Ja, Philipp. ich war dann tatsächlich auch im Überlegen, okay, spiele ich jetzt The Witcher 3, um zu gucken, wie das Universum so im Spiel Brauchst du nicht. aufgebaut wird, oder starte ich mit dem Einser? Nö, du kannst sogar einen Dreier spielen, weil der Dreier versucht ja auch die Sachen, die vorher passiert Ja, sind, zu die wollen ja erklären. jeden abholen. Genauso wie der Zweier versucht hat, jeden abzuholen und so. Aber mein Bruder ist ein ultra krasser Witcher-Fan. Also der hat halt wirklich auch den Dreier halt mehrmals durch, auch auf so höchsten Schwierigkeitsgrad. Jetzt noch nicht das, wo du nur ein Savegame hast, aber halt schon Hardcore-Schwierigkeitsgrad. Und der hat halt auch wirklich im letzten Jahr hat er nochmal die komplette Reihe durchgespielt und nochmal die Bücher gelesen. Oder was noch seine Freundin, die die Bücher gelesen hat. Jedenfalls halt alles nochmal durchkonsumiert und hat sich halt auch wirklich fest vorgenommen. 2 Tage sind gebucht, da schauen wir die Serie durch und sowas. Also Ja, warum nicht? gibt's auch. Bei mir war das Bingen nur zufällig, weil ich gleich von Anfang an so gehookt war. Also nicht so super hype-mäßig, sondern ich wollte einfach Wissen, wie es gucken, wie sie es weitergeht. umgesetzt haben, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich kannte ja die Bücher oder kenne die Bücher ja nicht und ich wusste, dass da viele Elemente davon drin sind und fand es sehr interessant. Ich fand auch, was du vorhin angesprochen hast, so dass die Optik und das Setting, was heißt das Setting, die Optik, die Darstellung, die Atmosphäre gut getroffen. Ich war unglaublich positiv überrascht, wie Cavill dann aussah. Also für mich ist er mittlerweile tatsächlich sogar ein Witcher-Gesicht. Ich Ja, würde gut, ihn damit dann kommen identifizieren. wir doch mal dazu. Die Serie kam jetzt raus, wir haben sie alle geguckt. Wie fanden wir sie? Du fandest sie dementsprechend. Ich fand sie, also ich sage ja nicht, ah, super geil, das Geilste, was ich je gesehen habe, aber ich fand sie sehr unterhaltsam. Ich will wissen, wie es weitergeht. Okay. Wie geht's mit dir, Matze, als absoluter Also, Kenner ja, der also, Materie? okay, als ich fertig war und final, also die finalen Credits liefen, war ich schon so ein bisschen so. Also, die haben halt dann doch schon ein paar Sachen geändert von den Büchern, wo ich dann so schon Stirnrunzeln hatte. Und ich muss jetzt sagen, ich werde mir die zweite Staffel auch geben. Also, ich kann jetzt nicht so tun, als würde ich sagen, nee, schau ich nicht weiter. Aber ich zähle jetzt nicht die Stunden bis Nee, das dahin. nicht. Aber ich würde es mir deutlich lieber angucken als Star Trek Discovery Staffel 3. Das stimmt, das So. stimmt. Weil das können sie von mir aus auch streichen und die Kohle da reinstecken. Direkt im Picard. Oder, ja, Staffel 2 direkt Picard. Picard. Das Ja, wissen wir ja noch das nicht. finde ich aber schön. Du bist hooked, dir geht's nicht Ne. ganz so. Und ich fand es tatsächlich fürchterlich.
Also ganz, ganz schöne eindeutig. Mischung. Also ich habe die Serie natürlich alleine schon aus arbeitstechnischen Gründen durchgeguckt und muss sagen, für mich waren es 8 Stunden verschwendete Lebenszeit. Das ist schon hart. Ja, also fängt schon an. Also ich könnte bei einer Sache könnte ich dir zustimmen, wenn da nicht die Witcher-Lizenz dahinter wäre, wäre es eine 0815 Fantasy-Serie. Gott, ja. Ganz genau. Ja. Sie sieht, fangen wir mit der Optik an. Sie sieht nicht gut aus. Der Witcher, Geralt als Witcher, sieht großartig aus. Und er ist auch der einzige Schauspieler in dieser Serie, der ansatzweise schauspielern kann. Die Optik, wir fangen jetzt noch nicht an zu spoilern, aber die Serie eröffnet mit einem Kampf er gegen ein Monster. Ja, das sind die erste Minute oder so. CGI-Sachen, das Monster könnte aus den 80er Jahren stammen. Nicht ganz. Es gibt Schlimmeres. Guck dir zum Beispiel die Mumie-Filme an. Gut, die habe ich nicht gesehen, aber für eine Serie mit... Meinst du gerade die Brandon Fraser? Ja, natürlich. Den ersten verteidige ich bis zum Blut. Dann wirst du gleich bluten. Aber für eine Serie mit dem Budget und deren Hauptkern Magie, Kreaturen, Monster sind, war das nicht gut. Das CGI war nicht gut. Szenen, wenn du gesehen hast, irgendwie Hintergrundlandschaften, die zum Beispiel in Herr der Ringe so großartig waren, weil es halt echte Landschaften waren, die in vielen Serien mit CGI umgesetzt wurden und jetzt hier auch, waren unscharf, geblurrt. Vielleicht brauche ich nicht das den ist aber auch so ein Netflix. Das mag sein, dass das als Stilelement gedacht war. Das ist, glaube ich, so ein Netflix-Problem. Dann fand ich es kein gutes Stilelement. Ja. Oder es sah aus wie... Weiß ich nicht. Okay, dann müssen wir. Was hast du für einen Fernseher? Ich habe nur 42 Zoll Full HD-Klotze. Ich habe es auf dem Monitor geguckt. Also, 55 Zoll? Ich weiß nicht, wie groß mein Monitor ist. Vielleicht sind das auch noch Unterschiede. Genau. Mir ist das gar nicht so aufgefallen, tatsächlich. Doch, weil ich da drauf. Gerade nach dieser Eröffnungsszene, wo ich gedacht habe, das. Ja, die CGI-Monster sah nicht gut aus. Ich habe es mir angeguckt und habe gedacht. Aber es gibt deutlich Schlimmeres. Es gibt deutlich Schlimmeres. Das sieht jetzt aus, als wäre es noch nicht fertig bearbeitet. Übrigens, es gibt deutlich Schlimmeres mit bedeutend höherem Budget. Und ich sag nur Aquaman. Der Film? Ja. Was das CGI angeht, das war aus dem Uncanny Valley von Anfang bis Ende. Ja. In allen Belangen. Da hast du recht. Und ich sage nicht nur Haare, sondern wirklich alles. Es ist gerade dieses Uncanny Valley, gerade wenn halt Menschen CGI bearbeitet werden müssen. Bei Kreaturen fällt einem das... Ah, meinst du jetzt so Verjüngungseffekte und so? Nicht nur, alles. Ja, wenn die da so im Wasser geschwebt. Es ist ein undankbares Setting, muss man natürlich auch sagen. Also ja, und Menschen in CGI hergestellt sind... Ja, und Aging-Effekte, was ja auch bei Aquaman einiges vorkommt. Das kann nur Marvel gut. Anti-Aging-Effekt. Stimmt, da war's. Aber bezüglich CGI von den Kreaturen muss ich halt auch sagen, vielleicht war das dann auch so eine Sache von, wo stecken wir jetzt unser Geld rein? In mega geiles Kreaturendesign von dem Monster, das du halt siehst für 2 Minuten oder so. Ja, aber dann muss ich sagen, das kann ich vollkommen verstehen und da habe ich auch mit Leuten schon drüber gesprochen, dann ist es schlecht gemacht. Weil ich muss wissen, es kommen ja später noch andere Kreaturen vor, die wahrscheinlich, wenn man ins Detail guckt, auch nicht besser aussehen, aber die dann halt im Gott, mir fällt gerade ein Monster ein, das vorkommt in der Serie. Im Halbdunkel ist, immer nur für kurze Schnitte gesehen wird, aber hier dieses Eröffnungsmonster ist halt bildschirmfüllend groß, in Standbild, langsam sich bewegend und ich muss mir als Macher... Zu gut beleuchtet, als dass man kaschieren kann. Genau, ich muss mir als Drehbuch, als Regisseur oder wer auch immer dafür zuständig ist, doch bewusst sein, dass das nicht gut aussieht und muss das anfangen zu kaschieren. Die hätten einen Sumpf dunkler, düsterer machen können. Ja, ich meine, der alte Jurassic Park. Die Effekte sind geil gealtert, weil sie A, Regen benutzt haben und B, Nacht genutzt haben. Und C, echte... Also abgesehen das darf man auch nicht unterschätzen. Wie heißt das? Animatronics? Oft. Ja, also sehr viel Animatronics. Es ist gar nicht so viel CGI, wenn man rückblickt. Genau. Sorry. Etwas vor der Kamera funktioniert deutlich besser als CGI. Ist meistens so. Ja. Außer der weiße Hai. Genau, und das hat mir, also nur jetzt mal so die reine Optik, hat mir nicht gefallen. Jo. Du hast bei den Sets, hast du gesehen, dass sie relativ klein sind, dass da waren keine großen, opulenten Sets dabei, die irgendwie Eindruck auf mich gemacht haben. Das Größte war, glaube ich, noch der Thronsaal. Ja, auf den sind sie sehr stolz. Der schaut eigentlich ganz okay aus. Ja, es haut ja jetzt nicht um. Ein nicht sehr detailliert ausgestatteter... Aber was war ich meine, die Serie muss erstmal anlaufen, dann kriegen sie auch mehr Kohle dafür. Game of Thrones, erste Staffel, frage ich mich halt auch gerade. Du willst gar nicht wissen, was das alles kostet, vor allem, wenn die Schauspieler auch immer teurer werden. Ja. Aber wenn die Schauspieler teurer werden, brauchen sie ja
doppelt mehr Geld, damit es besser wird. Aber dafür muss erstmal laufen. Und so wie ich das mitbekommen habe, war das die erfolgreichste Serie jetzt im Ende Dezember. Ja, damit habe ich tatsächlich auch schon, also das hätte ich schon unterschrieben, bevor die erste Folge online gegangen ist, dass das die erfolgreichste ist. Aus Neugier Frage ist halt, von vielen Leuten. Genau. Frage ist halt, wie viele Leute haben die komplette Staffel geguckt, wie viele Leute schauen die zweite Staffel? Gut, das weiß man nicht, weil tatsächlich Netflix, diese Zahlen, die Netflix veröffentlichen, bedeuten, dass du 2 Minuten gesehen hast. Ja, das finde ich so geil. Das ist wirklich, ich bin auf der, das ist wirklich, ich bin auf der Tastatur ausgerutscht, Tastatur ist hinter das Sofa gerutscht und ich versuche hinterm Sofa wieder die Tastatur raus. Nicht Tastatur, Fernbedienung. Laufen nicht einige Trailer sogar 2 Minuten? Ich weiß nicht, ob die dann funktionieren, ob die dann auch zählen. Aber ja, tatsächlich 2 Minuten, dann zählt Netflix das, als du hast die Serie angefangen zu schauen. Lässt Netflix nicht die Folge starten, wenn du einfach nur drauf bist, gerade auf dem Ding? Na, kommt auf den Inhalt an, kommt drauf an, was du da gerade hast. Okay. Ja, gut, aber ich meine, 2 Minuten versehentlich. Obwohl, mit dem Monster ist ja ein gehuckter Einstieg. Ja. Ne? Wir wollen uns jetzt auch nicht an dem Thema aufhängen. Die wird schon auch finanziell für Netflix erfolgreich sein. Keine Frage. Du hast ja noch den Punkt Kämpfe. Die fand ich sehr gut choreografiert. Kämpfe waren richtig geil. Da kommen wir zu dem für mich positiven Ding. Sobald Geralt das Schwert in der Serie in die Hand genommen hat, das hat er für meinen Geschmack viel zu selten gemacht. Weil für mich sind die Spiele immer so, auch die paar Stunden, die ich jetzt gespielt habe, ist eigentlich nur Schnetzelei. Ja, sagen wir so, das ist natürlich eine Sache, ein Spiel. Ja. Du musst ja auch irgendwas machen, außer sonst hast du wieder so ein komisches Japano-Ding, wo du die ganze Zeit nur zuguckst, was echt langweilig ist. In Spielen. Also keine Ahnung, Red Dead Redemption war auch mehr als nur Ballerei. Ja, war auch schon. Kommt drauf an, wie du spielst. Man kann es schon machen. Aber das Spiel soll jetzt sobald das Schwert in die Hand genommen hat. Genau, sobald der das Schwert in der Hand hatte, von dem er übrigens nur eins auf dem Rücken hat, ne? Nicht wie in der Serie 2. Er trägt aber 2 Schwerter mit sich herum. Ja, genau. Aber er hat. Das war, ist ja immer das so war im Vorfeld nämlich auch eine Kritik, weil man auf den Bildern immer nur ein Schwert gesehen hat. So. Das war wahrscheinlich einfach 2 Schwerter auf dem Rücken, hat in der Realität wahrscheinlich einfach nicht gut ausgesehen. Ja, du schaust halt einfach nur aus wie das entsprechende von mittelalterlichen Waffen nach. Genau, und dann stell dir mal vor, er hätte diese Kampfszenen machen müssen, während noch 1,60 Meter Schwert auf seinem Rücken montiert ist. Das hätte halt, glaube ich, nie so gut funktioniert. Ja. Aber ja, die Kämpfe, man hat ja direkt auch in der ersten Folge, ist das noch die erste Folge, das Ende, glaube ich, wo er zum Butcher wird. Ja. In dem Dorf da, wo die Typen, da bin ich mir auch gerade nicht sicher, ob es die erste oder zweite Folge schon war. Ja, auf jeden Fall relativ am Anfang der Handlung und ja, das sieht halt tatsächlich echt gut aus. Also das ist gut choreografiert. Ich muss sagen, es sieht auch einzigartig aus. Das ist wirklich, finde ich, so vom Gefühl her, so auch dieses Gefühl von Geschwindigkeit, was sie aufbauen bei ihm, dass er eben übermenschlich und so. Es ist wirklich geil in Szene gesetzt. Was ich auch schön finde, auch wenn das sehr selten ist, ich mag das, wie er seine Zeichen einsetzt. Mm, ja. Sehr subtil, mal so dieser, nebenbei. Dieser Machtschub quasi, oder den er auch so spielen kann. Versuchen, wo er den überredet, weißt du, unten. Ja, genau. Da hat sich die Bewegung angeschaut von Geralt im Spiel. Ja. Tatsächlich. Ja. Da können wir, denk dran, da kommen wir gleich noch zu diesem Dingsbums, das war nämlich, ist für mich noch ein großer Negativpunkt. Aber ja, die Kämpfe, gut, auch wenn ich wie immer nicht verstehe, warum man in Kämpfen Szenen einbaut, die ganz offensichtlich nicht funktionieren können. Du hast dieser wunderbare Kampf am Anfang, der endet damit, dass ein Kämpfer festgenagelt an einem Holztor ist, in einem Torbogen, rechts und links vom Kopf, gegen 40 cm Tor und Torbogen nach vorne, Geralt schwingt sein Schwert mit einer großen Ausbewegung und trennt den Kopf ab. Nein, das funktioniert nicht, da ist ein Torbogen. Das ist jetzt aber sowas, das ist mir dann... Das ist ein Puppeldetail. Ja, aber das ist sowas, da sitzen, doch mal da sitzen Choreografen, machen das vor der Kamera, dass da nicht einer mal sagt, Jungs, ihr wisst schon, da ist ein Torbogen, das geht so nicht. Das ist halt Kino, in Anführungszeichen. Ja, genau. Das sind so Kleinigkeiten, da... Da gibt es schlimmere Sachen. Werden wir halt heute nicht mehr fertig. Das sind halt echt Sachen, das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, kein Atem drauf verschwenden. Du guckst bestimmt oft bei YouTube Everything Wrong With. Nee, tatsächlich gar nicht. Das müsstest du echt mal machen. Du würdest dich nur noch über Filme aufregen. Mich ärgert es halt einfach, da stehen 40 Leute an diesem Set und der schwingt ja auch für die Aufnahme irgendwas, wahrscheinlich kein Schwert, sonst wäre der Schauspieler auf der anderen Seite ein bisschen, oder beziehungsweise wäre das Schwert kaputt wegen dem Torbogen. Aber dass da halt nicht einer mal sagt zum Regisseur, das geht nicht, du weißt schon, okay, wir ignorieren es. Ja, sag das mal, dann hier ist deine Kündigung und tschüss! Weiß ich nicht. Aber ja, er setzt dann auch seine Magie ein, die wir aus den Spielen kennen. Hier sein, genau. Die Zeichen. Art. Aber er setzt nur 2 ein, glaube ich, in der ganzen Serie. Ja, in der ganzen Serie setzt er nur 2 ein.
Wirst Art ein und Axie. Axie ist das, womit er eben Leute Digital überreden kann. kontrollieren kann, ja. Dann gäbe es noch Igni, setzt aber nie ein. Das ist Feuer. Diese Gwen gibt es noch, Falle. das ist das Schutzschild. Und Jörden ist noch die Falle, setzt da alles nicht ein. Aber er setzt auch in den Büchern sehr selten Magie ein. Ja, Genau. wofür sollte er auch bestimmt einsetzen? Es gibt keine Situation so richtig dafür. Es gibt so, Ah. gab schon so eine Szene später, wo er von sehr vielen Monstern übermannt wurde, wo ich mir auch Wo so ein im Schild Nachhinein hätte er denke, zumindest nehmen da können. hätte er echt irgendwas machen können Das eigentlich an seinem Schild kann man Zauberzeug. immer nehmen. Aber Ist das ist nie dann halt verkehrt. Oder kurz irgendwie in die Viecher reinjagen. Genau, Ja, das aber. meinte ich. Er stößt die Leute zurück, er setzt seine Jedi-Kräfte ein. Die kräftig. Das Was Handtuch. mich störte, ich habe das geguckt, bevor ich angefangen habe zu spielen, ich kannte die Bücher nicht. Es wurde mir nicht erklärt, mit keinem Wort, was macht er da, was kann Geralt überhaupt? Er ist ein Witcher, er ist ein Mutant, super. Da kann ich mir jetzt viel drunter vorstellen. Du möchtest also Ich hätte gerne ein bisschen, Explanations drin genau, haben. ich Also hätte gerne jemand, der am Anfang dieser Serie da ist und durch möchtest langen du ein Textscroll Thrall dir haben wie erklärt, bei was er Star tun Wars? Nein, muss. ich hätte gerne einfach nur Charakterbuilding, Mhm. in dem Sinne, dass ich mir vorstellen kann oder dass ich schon erklärt bekomme, was er da macht. Das muss nicht so ein stupides am Anfang, okay, Anfangssprechertext, Witcher können bla. Da reicht voll und ganz, dass er, wenn er die Leute zurücksteckt oder wenn er einen irgendwie mit seinem Axi-Zeichen da rumdreht und Ich fand es dass eigentlich das schon irgendwie ganz gut, erklärt immer wird, wieder in durch die kleinen Momenten Reaktion. geben. Das Ach. Ding ist, dann bist du nämlich jetzt wieder bei der Diskussion. Was heißt bei dem Thema, was du am Nee, Anfang aber hattest, pass für auf. wem ist denn die Das Serie eigentlich? mit dem Finger, das wusste ich auch nur aus Vorkenntnis. Ich habe mir die Szene ein paar Mal angeguckt und habe Ja, gedacht, und jetzt okay, nochmal, für wem ist denn die Serie? ich habe mir die Szene ein paar Mal angeguckt und wenn du nicht weißt, dass er sowas kann, würdest du überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass er den gerade beeinflusst. Und Dieses. jetzt nochmal, für wem ist denn die Serie? Ja, Für alle, die noch nie was damit zu tun hatten oder es für soll Leute, schon für alle funktionieren. Ich bin schwer der Meinung, eine Serie sollte für Ja, und du alle siehst doch, wenn funktionieren. er was macht, was passiert. Und er ist ein Hexer. Und Ja, Hexer, ich aber weiß nicht, was für die Leute da wenn sie draußen Hexer meint dann bedeuten. auch, Nein. your magic doesn't work. Also, als Ja, er also diese es, Bewegung ja, macht. das sehe ich Und jetzt er auch als kein währenddessen sagt, Grund, dass er irgendwie sowas. das ist ja erst die zweite Mal, wo er das macht. Das macht er Soll vorher er schon mal. Captain Exposition, heißt das so, sein und Ja, erstmal alles erklären, wer er nein, aber ist? Also. für mich als Schauspieler, als Zuschauer, nicht als Schauspieler, Schauspieler. ich weiß jetzt, okay, er ist ein Witcher, er kann zaubern. Ich habe keine Ahnung. Der könnte in der nächsten Folge mit dem Fingerschnippen die Welt zerstören und es würde mich nicht wundern, weil warum soll er das nicht können? Also Ja. Philipp, jetzt übertreibst du. Eben, also es ist, tatsächlich ist das kein großes Problem. Also ich fand Naja, eigentlich schon, es wurde gut, immer wieder. es Philipp, kommen jetzt lass mich später doch auch mal. Magier, die es nicht schaffen, ein Holztor zu verbarrikadieren, aber einen ganzen Wald mit dem Fingerschnippen abfackeln können. Dann sind wir jetzt noch nicht bei Siri. Warum kann die denn Sachen, die sie kann? Genau. Du kriegst. Das sollst du auch gar nicht erklärt bekommen in dem Moment. Das stört mich aber. Ja, dann Und ist das nicht die Serie für dich. ja, ganz offensichtlich. Du Podcast zu Ende. Nein. Nee, ich verstehe Ich schon, möchte das was. halt rausstellen, falls uns Zuhörer zum Beispiel die Serie noch gucken möchten, wir sind ja noch nicht im Spoiler-Teil. Wenn euch so Sachen gestört haben, wie zum Beispiel in den vergangenen Game of Thrones Staffeln, in den The Walking Dead Staffeln, wo Sachen passiert sind und du da gesessen hast, wieso macht der das jetzt? Was ist denn das für ein Dick-Move? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und das Ganze dann 4 Folgen später erklärt wurde. Wenn euch sowas stört, dann ist The Witcher absolut die falscheste Serie auf diesem Dann bist du Planeten. ja noch gar nicht beim großen Problem von der Serie, wenn Und man. deshalb bin ich auch der Meinung, war es eine gute Sache, dass sie es an einem Stück gemacht haben. Hätte ich nach der ersten oder nach der zweiten Folge aufhören müssen und eine Woche warten müssen, dann hätte ich 2 Wochen gedacht, so, Jetzt hä? eine Woche gehabt, Sachen zu googeln. Das macht über, das macht Und überhaupt. das Spiel zu spielen, Das hallo? macht überhaupt keinen Sinn, weil es halt erst sehr viel Ich später verstehe, erklärt was wird. Philipp sagen will. Es ist ein bisschen ein schizophrenes Verhältnis. Einerseits betonen sie immer wieder nur Bücher und so, aber andererseits hast du so einen immensen Vorteil, die Welt zu verstehen. Ich finde teilweise sogar besser, als wenn du nur die Bücher gelesen hast, wenn du die Spiele gespielt hast. Aber dann tun sie halt wieder so, als ob es die Spiele nicht gibt, aber. Ja. Das tun sie nicht, das ist eine Mischung auf jeden Fall. Ja, sie können es ja nicht komplett Das kriegst ausblenden. du nicht komplett raus, keine Chance. Aber das sind also gerade die Zeichengeschichten ist jetzt wirklich kein großes Problem, weil du ja die Reaktion siehst, was passiert. Ja, du weißt dann nicht, was er vollständig kann, aber soll er
seine Biografie mitbringen und dann jedem zeigen. Ich verstehe schon, was Philipp meint. Er meint halt, es sollte schon so irgendwie in Nebensätzen besser mal rüberkommen oder erklärt werden in der Welt. Ich fand es eigentlich genug, aber natürlich kann ich jetzt nicht einschätzen, wie es für jemanden ist, wie Philipp, der halt. Das heißt, die Serie müsste eigentlich mit der Kindheit von Geralt anfangen. Nö. Müsste es nicht. Ich denke, man wird in Staffel 2 mehr drüber erfahren, weil da will er ja. Wir haben ja, aber du wir hast haben zum Beispiel, wir kommen später noch auf einen Film. Wir diskutieren ja später noch den Star Wars Film. Da passiert was mit Lichtblitzen, wo ich ungefähr 100 Mal gelesen habe, warum kann der das? Ja. Ja, es wurde nie erklärt, dass er es nicht kann. Warum soll er es nicht können? Punkt. Star Wars hat aber auch nochmal einen krasseren Problem. Ja, genau, aber da wird sich drüber aufgeregt und hier halt nicht. Mhm. Verstehst du? Mhm. Obwohl es mehr oder weniger dasselbe. Moment, und das, mich da wird sich drüber aufgeregt von Leuten, die mir scheißegal sind. Ja. Das ist jetzt natürlich auch wieder die. Hier wird sich ja aufgeregt, jeder, da wird sich nicht drüber aufgeregt. Ja. Ja, wer jetzt Quelle. Genau, ich wollte es halt nur einmal. Also ich verstehe deinen Standpunkt, aber ich finde es nicht schlimm. Ich finde aber, wir sollten jetzt wirklich nicht an solchen Kleinigkeiten uns aufhängen, weil wir wollen heute einen Podcast hier aufnehmen und irgendwann fertig werden. Wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit, wir sind im Buffcast. Ja. Dann die Erzählweise der Serie. Das ist was ich kritisieren würde. Nicht stringent. Es fängt nicht vorne an und hört hinten auf. Das hat mich auch aufgeregt. Und meine Freundin, die halt auch nicht die Bücher gelesen hat oder so, die war auch sehr verwirrt. Die hat gemeint, warum packen sie nicht mal eine Jahreszahl? Genau, wir haben nicht nur verschiedene Handlungsstränge, die auf den ersten Blick parallel laufen, dann sie laufen nicht parallel, weil wir haben, ich bin mir nicht sicher, als jemand, der keine Ahnung hat, ich habe 3, 4 und 5 Zeitlinien genannt bekommen, die parallel laufen. Ich habe keine Ahnung. Könnte hinkommen. Eine Zeitlinie macht halt sehr, sehr krasse Sprünge auf jeden Fall. Aber die dreht sich auch um denselben Charakter, wo es aber, finde ich, schon suggeriert wird, was für eine Zeit vergangen ist. Ja, man kann scheinbar anhand der Klamotten immer mal wissen, in welcher Zeit man. Aber sorry, das ist auch was, nee, wo ich denke, gemacht. Das war schlecht. Das ist einfach. Das ist keine gute Erzählweise, genau, stimme das ich ist zu. Nicht vor allem, ich möchte nochmal übrigens für euch beide klarstellen: Witcher-Welt hat Jahreszahlen. Das ist jetzt nicht sowas, was vage ist. Es gibt klare Jahreszahlen, die befinden sich irgendwie im 8. Jahrhundert in den Spielen und sowas. Also, du könntest schon sagen, wir befinden uns im Jahr so und so. Aber sie wollten halt verwirren oder sowas. Aber ich finde, es geht halt nach hinten los. Oder gib ganz klare Anzeichen. Ich meine, Geralt wird auch in den Zeitlinien hin und her gesprungen. Ja. Dann gib mir doch, andere Filme und Serien machen es halt ganz subtil, dann gibt Geralt halt in der, wo er älter ist, ein Bart, wie im Film, wie in den Spielen, und in dem anderen nicht. Ja. Oder gib ihm zwei verschiedene Rüstungen, die sich so krass voneinander unterscheiden, dass du es halt sofort siehst. Und lass ihn nicht in Unterwäsche durch die Gegend laufen. Ich war am Anfang auch verwirrt und habe dann irgendwann tatsächlich auch erst verstanden, dass es jetzt gerade um eine Vorgeschichte geht zu dieser Situation und das ist jetzt gerade die Situation und dann sagst du, okay, und das läuft gerade parallel. Ja. Das ist halt scheiße, wenn du es selber herausfinden musst, das stimmt schon. Mhm. Da steigt man dann auch nicht so wirklich, ab irgendeinem Punkt steigt man auch nicht so ganz durch, so, okay, wo sind wir jetzt und warum ist das jetzt an dem Punkt? Genau, ich habe irgendwann Folge 4, 5, habe ich für mich selber kapituliert und habe gesagt, weißt du was, fuck that shit. Ich muss halt im Normalfall hätte ich mit der Serie aufgehört an dem Punkt, habe ich auch bei ganz vielen Serien, höre ich dann einfach auf. Die wollte ich, weil ich ja wusste, dass wir drüber sprechen oder das Gesprächsthema in unserer Branche auch ist, natürlich fertig gucken. Und habe dann einfach gesagt, weißt du was, ich lehne mich jetzt einfach zurück, höre mir das an, verstehe kein Wort, wird schon irgendwie zusammenkommen am Schluss. Ich so finde halt, die hätten doch, wie es jeder fucking Film macht, macht doch einfach Dings. So einen kleinen Texteinblendung, wenn die Szene wechselt zu Zintra, das Jahr, bla bla bla. Und ja, genau, die Location wäre vielleicht auch noch nicht richtig. Ja, also gewesen. Location, genau, da kommen wir jetzt. Wir befinden uns in Zintra, wir befinden uns in Nilfgaard. Das Ganze spielt in einer ausgeklügelten, gut aufgebauten Welt, die über mehrere Romane und Spiele wahrscheinlich gewachsen ist und ein kompletter Kontinent. Ja. Ich als Zuschauer, der weder die Bücher kennt noch die Spiele kennt, habe keine Ahnung, wie diese Welt aussieht. Ich weiß, Nilfgaard greift aus dem Süden in den Norden an. Und da liegt irgendwie Zintra an der Grenze. Genau, die sind quasi die Ersten, die angegriffen wird. Später geht es dann noch weiter. Da geht es dann noch über wollen die Nilfgaardier über so eine große Brücke. Ich kriege in der ganzen Serie, ich weiß nicht, wer Nilfgaard ist. Ja. Ich weiß nicht, warum Nilfgaard angreift. Das Einzige, was ich implementiert bekommen habe, ist, dass sich die Königin von Zintra an einer Stelle über Nilfgaard lustig macht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist für einen Feldzug über den ganzen Kontinent. Nee, warte.
Ich weiß, ich krieg eine Magierschule präsentiert, weiß nicht, wo die ist. Das stimmt. Ich krieg diverse Königreiche genannt, weiß nicht, wo die sind, was für eine Rolle die spielen. Orte genannt, von denen ich keine Ahnung habe, okay, wo die sind, was mit denen. Abgesehen von dem, wo das ist, hättest du bei Game of Thrones auch das Problem mit zu vielen Namen und zu vielen Locations. Aber Game of Thrones bei Witcher habe ich nicht das Problem gehabt, im Gegensatz zu dir, weil ich kannte das. Kanntest. Genau. Genau, bei Game Deswegen of Thrones. Sehe ich das, ich habe mir das dann auch nochmal nachher habe ich auch versucht, die Vergleiche zu Game of Thrones zu ziehen. Bei Game of Thrones ist aber der Fall, wie viele Orte. Häuser hast du in der ersten Staffel? Vor allem Game of Thrones macht es ganz brillant. Sie kommen in jeder Staffel, wird es immer ein bisschen mehr. Ja, das Intro, aber das... Das Intro von Game of Thrones gibt dir immer jedes Mal die Info, da ist die Mauer. Aber du kriegst zumindest schon mal beim Intro... Ich meine damit nur, der Umfang ist da halt, da wirst du auch zugeballert und wenn du nicht irgendwie... Nee, wirst du aber tatsächlich nicht. Guck, wie viele Häuser und Orte gibt es denn in der ersten Staffel? Es gibt die Wall, es gibt King's Landing. Es gibt Winterfell. Ich war überfordert und ich musste mir was aufzeichnen, damit ich die Häuser kannte und welche Gebiete es gibt und welche Figuren es sind und so weiter. Das war mir auch zu viel. Und ich will das hier gar nicht verteidigen, damit ich meine nur, es gibt noch andere schlimme Punkte. Und hier hatte ich halt nur im Gegensatz zu Game of Thrones den Vorteil, dass ich das da ja schon kannte. Für mich gibt es jetzt... Und so ging es Game of Thrones Buchlesern ja auch vor der Serie. Für mich wirkt es jetzt halt so, als ob das in der Serie oder in der Welt keine Rolle spielt. Irgendwie, ja, von der Darstellung her nicht, ja. Info noch, vor den Witcher-Spielen gab es, glaube ich, auch keine richtige Karte von der Welt. Also die Bücher zum Beispiel hatten keine Karte. Okay. Also es ist jetzt nicht so, als ob sie da auf was direkt zugreifen können. Aber was ich halt wirklich nicht verstehe, ist, warum sie nicht halt, wie gesagt, einfach mal Ortsangaben reingepackt haben. Und Zeiten. Ja. Ja, und gerade wir sind ja in so einer mittelalterlichen Fantasy-Serie. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht mehr, in welcher Serie, war das in der Serie, im Spiel, in einem Film, ich kann's, weiß es nicht mehr, auf jeden Fall gab es das. Am Ende einer Szene zoomte die Kamera quasi nach oben raus und du hattest auf einmal so eine gezeichnete Karte, von wo du gerade warst und die switchte dann wieder in die gezeichnete Karte rein, da wo die nächste Szene ist. GTA 5, wenn du einen Charakter wechselst. Da war es auch so, aber das war hier, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber es war eine gezeichnete Karte. Sowas zum Beispiel. Der Punkt ist valide, weil mich hätte es oder hat es ja auch verwirrt. Und das ist kein guter Erzählstil. Ja, das war es wäre okay, dass die das so machen, wenn die ein bisschen mehr Grundinfo irgendwo gezeigt hätten. Ich meine, absichtlich verwirren zu wollen, ist halt scheiße. Vor allem, wenn du halt deine erste Staffel hast und eigentlich Leute gewinnen willst. Von aber ich mag es trotzdem. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß warum, weil ich wollte das auch mal wieder in einer anderen Form sehen, Witcher, weil ich habe Witcher 3 schon x-mal durch auf mehreren Systemen. Und das gibt mal eine neue Perspektive, gerade für jemanden, der die Bücher nicht kennt. Worauf ich noch eingehen wollte, du hast am Anfang gemeint, Henry Cavill ist der Einzige, der gut schauspielert. Das finde ich auch, ist ein Punkt, den wir mal noch vertiefen sollten, wie wir die Schauspieler fanden. Weil ich fand, es gab schon ein paar Charaktere, die haben Spaß gemacht zuzuschauen. Zum Beispiel. Welchen denn? Stregobor zum Beispiel, der hat Spaß gemacht zu hassen. Das ist dieser Zauberer von der Bruderschaft. Ja, ich weiß. Also der zum Beispiel, der ist, den kennt man aus House of Cards, da spielt er diesen Putin-Verschnitt. Okay. Dann die Magier-Anführerin, diese Lehrerin was es war, die hat Spaß gemacht. So diese Mischung aus kalt, aber doch irgendwie hat sie eigentlich auch eine warmherzige Seite und sowas. Das fand ich eigentlich ganz gut. Gut, mit der könnte ich mich tatsächlich noch antworten. Aber wer mich halt wirklich angekotzt hat, was mich halt stört, ist halt Yennefer. Und man muss auch sagen, zu der Schauspielerleistung, da hatte ich auch eine Diskussion, kommt natürlich auch noch dazu, dass so viele Sachen auch durch diese Erzählweise nicht emotional greifen kannst. Noch relativ am Anfang stirbt eine Figur auf dem Totenbett und trauert da. Und ich sitze als Zuschauer da und denke mir so, ich kenne dich nicht. Hier ist gerade eine traurige Szene, wo sich Leute verabschieden, weil ganz offensichtlich jemand stirbt. So what? Ihr geht mir alle am Arsch vorbei. Ich habe euch 3 Minuten gesehen. Ja, die Erklärung kommt dann hinterher in so einen Zeitsprung. Ja, vor allem einige Folgen später. Eine 10-minütige Szene, die mich emotional packen soll und null Auswirkungen hat. Da ist jeder Bauernopfer, der in dem Krieg vorher fällt, ist
Mir vielleicht genauso ist ja wichtig. Das Material vom Cuttertisch gefallen und sie wussten nicht, musste dann zusammengefurchen. Welche Rolle jetzt zurückgehört. Und sie dann nur später, das war bewusst, wir wollten das. Genau, und da war ich dann tatsächlich auch im Überlegen, weil ist es jetzt schlecht geschauspielert oder ist es dem Schnitt zu verdanken, dass ich da null. Hast du es auf Deutsch oder Englisch geschaut? Auf Englisch. Okay. Du auch? Ich habe es am Anfang auf Deutsch geschaut, aber da gab es ein, zwei Stimmen, die mir auf den Sack gegangen sind, habe es nur auf Englisch geschaut. Es war. Nee. Ja, und also gesagt, Jennifer war mein Siri, die Schauspielerin von Siri, die war macht unter halt 18, nichts. Die war halt unter 18, als sie die Serie angefangen hat, sage ich mal, okay. Für das, was sie. Da war ich übrigens verwirrt mit ihrer Mutter. Da dachte ich so, Moment mal. Da bist du nicht der Einzige, das habe ich dir mal gelesen. Ja, also okay. Im Netz, die sehen sich zu ähnlich aus, wenn sie okay, ihre Mutter mal Familienabstammung. Wo wir halt auch wieder bei den Zeitsprüngen genau, sind. Genau, weil schlechte Zeitsprünge. Plus Mutter, die man im Alter der Tochter mal sieht, plus sehr, sehr ähnlich gehaltene Schauspieler sorgen für was? Warum ist die da? bei Jennifer ist mein großes Problem, das ist kein Spoiler, wir lernen Jennifer kennen, noch als sie sehr jung ist. Und die Schauspielerin bleibt aber auch dieselbe für eine Jennifer, die mehrere Dekaden älter ist. Und das hat für mich kein bisschen funktioniert. Dann hast du die letzten X-Men-Filme nicht gesehen, oder? Das ist zum Beispiel was ich tatsächlich erst irgendwann in der letzten Folge gerafft habe, als sie dann sagt, du bist schon so alt. Hm. Und ich gedacht habe, naja, in der Kutsche sagt sie, I spent the last decades wiping up political mayhem oder sonst wie. Wo ich mir denke, okay, wir haben jetzt einen Sprung, wo es heißt, sie war jetzt schon mehrere Jahrzehnte am Hof. Genau, der ist mir das aber ist so tatsächlich in meinem Gedankengang. Das ist halt dieses, man muss aufpassen. Ich habe sie sich selbst verzaubert, um jünger zu bleiben. Ja, das ist ja. Da sind das ja. Die Magier altern doch alle nicht, oder? Die altern alle nicht. Irgendwie, die altern alle nicht. 3 Milliarden, 1100 Jahre alt. Ja, nee, die altern auch nicht. So wie die X-Men nicht altern. Ja. Das ist halt einfach, weil Michael Fassbender zu gut ist als Magneto, als dass wir ihn ersetzen wollen. Also deswegen funktioniert es für mich nicht, weil was eigentlich dann irgendwie ein verbitterter Charakter sein soll, den so mal anmerkt, dass über die Jahre das Herz, was weiß ich, versteinert ist oder sowas, funktioniert nicht, wenn die Darstellerin, wie alt war sie? 23, glaube ich, ist. 23 für einen Charakter, der halt mehrere Jahrzehnte alt sein soll. Und da, weil dann wirkt es halt einfach nur wie ein bockiger Teenie teilweise, was halt wirken soll wie jemand, der halt so weiß, er ist schlauer als alle anderen, weil er die Erfahrung hat oder sonst wie. Nee, es wirkt einfach nur wie ein bockiges Mädchen. Ja, dann lass uns doch, kommen wir gleich darauf im Spoiler-Teil zurück, lass uns doch jetzt einmal ein kurzes Endfazit machen, bevor wir noch ein paar Sachen besprechen, die Serie nicht noch gucken möchten, vielleicht besser nicht hören. Würdest du die Serie jemandem empfehlen, der jetzt, ich nehme an, die Witcher-Spieler und die Fans des Franchises haben die alle schon geguckt, aber wenn jemand einfach nur Fantasy-Serie? Ganz ehrlich, wenn ihr einfach Lust auf irgendeine Fantasy-Serie habt, eine erwachsene Fantasy-Serie, gebt euch mal eine Folge, zwei, drei Folgen und wenn ihr dann einfach merkt, ihr seid überhaupt nicht gehuckt, es kotzt euch an, so wie Philipp ergangen ist und ihr nicht beruflich darauf angewiesen seid, es schauen zu müssen, dann lasst erstmal liegen, es rennt nicht weg, keine Ahnung. Wenn ihr dann irgendwann später erfahrt, dass Staffel 2 ganz toll ist oder sowas, dann könnt ihr ja nochmal einsteigen. Aber es ist jetzt, finde ich, meiner Meinung nach kein Must-Watch, es sei denn, man ist voll scharf auf die Materie. Oder es gibt gerade nichts anderes im Fantasy-Sektor. Das ist natürlich auch die Sache, wenn ihr voll ausgehungert seid nach irgendeiner Fantasy-Serie. Ja. Ja, aber ich fürchte halt, die Zeitsprünge könnten jeden Verwender überhaupt nichts mit der Materie anfangen können. Genau, das ist auch meine Meinung. Wer mit dem Witcher nichts anfangen kann und einfach nur eine Fantasy-Serie will, da gib mir 5 Minuten Recherchezeit und ich finde 10 bessere. Ja. Das ist halt. Aktuelle? Aktuelle? Ja, aktuell vielleicht jetzt nicht, aber. Weil ich meine eben Leute, die alles gesehen haben an Fantasy-Serien. Ja. Wer schöne Serien gucken will und offensichtlich Netflix hat, weil sonst kann er The Witcher nicht gucken, auch auf Netflix gibt's deutlich bessere Serien. Ich muss die neue Dracula-Serie noch gucken, die soll ziemlich gut sein. Ja. Jetzt gerade rauskam. Soll sehr durchwachsen sein. Carnival Row soll ziemlich gut sein, das gefällt mir auch. Ich habe einen wunderschönen Post gelesen. Während die erste Folge großartig war, ist die zweite durchwachsen und die dritte ist furchtbar. Es ist, als ob man an einem Abend oder so komplettes Game of Thrones in einem durchgeschaut hat, wenn man sich die 3 Folgen hintereinander gibt. Hast du das etwa nicht? Ja. Aber ja, dann würde ich mal sagen.
Es gibt ja doch Skip-Watching. Spoiler Alert! Spoiler! Ab jetzt wird auch die grobe Handlung, die feine Handlung von The Witcher gespoilert. Wer es noch gucken will, guckt es euch an, schaltet den Podcast danach wieder ein. Dann könnt ihr hier mitreden. Ja. Merkt ihr den Timestamp? Ja, ich höre das ja nachher nochmal und dann schreibe ich den rein. So. Du hast gerade Game of Thrones ins Spiel gebracht. Großer Kritikpunkt bei Game of Thrones war, dass die Charaktere total Banane handeln und sich um 180 Grad... Du musst keinen Game of Thrones Vergleich bringen. Man kann die Serie auch für sich kritisieren. 180 Grad drehen in lediglich 2 Stunden Screentime oder sowas. Mhm. Was soll das dann hier? Von einer Szene auf die anderen zu, juhu, ich bin Zauberin, ich bin die Tollste zu, oh, ihr seid alle voll, ich habe keinen blassen Schimmer von dieser Figur. Wovon redest du gerade? Von Yennefer? Oder? Ja, von Yennefer. Aber fangen wir doch mal ganz vorne an. Danach habe ich da gesessen, nachdem ich die Serie geguckt habe, habe ich gedacht, was soll jetzt eigentlich die Geschichte dieser Staffel gewesen sein? Was diese war Staffel die Handlung funktioniert dieser Staffel? Nicht allein. Ich weiß nicht, warum die Staffel dort endet allein, weil, ganz ehrlich, kann ich dir wirklich einfach nur sagen, Philipp, die funktioniert nicht also allein. Der Grundtenor war ja Geralt. Siri sucht nach Geralt und Yennefer hat eigentlich mit allem anderen, hat eigentlich damit gar nichts zu tun. So, wir sehen Geralt, der von Sidequest zu Sidequest wird halt später. Läuft. Das kommt nach der die Staffel. Die übrigens halt alle nicht während der Suche nach Siri stattfinden, sondern mal 100 Jahre vorher, mal 50 Jahre vorher. Ja, Yennefer fängt irgendwie, ich glaube, keine Ahnung, 70 Jahre fängt ihr frühester Punkt irgendwo an vorher. Bei Yennefer versuchen sie nur schon mal einzuführen, dass sie Siri später als ihre Tochter sieht, weil sie selbst keine Kinder haben. Yennefer wird viel, 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 viel mehr dargestellt als in den Büchern. Es gibt, ihr müsst auch bedenken, es gibt in den Büchern keine Yennefer-Kapitel oder so. Es gibt Geralt-Kapitel und es gibt Siri-Kapitel. Yennefer tritt nur auf in Szenen mit diesen Charakteren. Deswegen also haben wir ja die Spielemischung. Unfassbar viel mehr Screentime bekommen in der Serie. Was ich insofern eigentlich schon ganz gut fand, weil ich mir als Kenner der Bücher und der Spiele dachte, ich fand es gut, mal eine Yennefer gezeigt zu bekommen, bevor sie diese mächtige Magierin geworden ist, weil ich so ein bisschen mehr Sympathie zu ihr aufbauen konnte, weil ich konnte nämlich Yennefer nicht leiden in den Büchern und auch in den Spielen nicht. Da bin ich im Team Triss, also gegen den Kanon der Bücher quasi. Ich war übrigens im Team, wir wollen dich beide am Ende nicht mehr. du hast das versucht. Ja, aber wie gesagt, am Anfang fand ich sie noch sympathisch, aber dann ist sie halt zu diesem typischen, sehr arroganten, sehr herablassenden geworden. Entschuldigung, aber das ist übrigens ein Punkt, der mich gestört hat, den du gerade erwähnt hast, mit zur mächtigen Magierin. Das hat sich für mich nie so richtig ergeben, wann das passiert sein soll. Was ist mit Magiern in dieser Serie? Ich dachte die ganze Zeit nur, was seid ihr alle für Lappen? Wirklich, Magier sind ja furchtbar. Ich habe teilweise echt das Gefühl, ist es wirklich besser, Magier zu sein oder zu lernen, wie man ein Schwert oder einen Bogen benutzt, weil Das ist doch Klassenwahl bei jedem Spiel am Anfang. Klar. Wir haben ja auch relativ zum Schluss bei der Battle of Mages, wie ich es jetzt mal nenne, haben wir auch der eine Magier, dessen beste Aktion war halt Schwert ziehen und loskämpfen. Damit das war so furchtbar. Der Charakter ist so viel mächtiger und cooler in den Büchern. Ich dachte mir, was macht ihr mit dem, dass er jetzt irgendwie Leroy Jenkins macht? Genau, aber wir sind da wieder bei dem Problem, was ich am Anfang schon eingeführt habe. Wir kriegen keinerlei Beziehung erklärt, keinerlei Grundlage. Was können Magier? Wir wissen, Magie kostet. Ja. So, die kostet auch nur in einigen Szenen was, weil in sehr vielen Szenen wird Magie gewirkt, ohne dass es was kostet. Da läuft Yennefer mal vorbei und versteinert ein paar Zwerge. Mhm. Der eine beschwört irgendwelche Feuersteine, ohne vielleicht dass es irgendwas kostet. Ja, sagen wir so, ich glaube, dass am Anfang, wo der eine der Arm verkümmert, weil sie was hochhebt. Das soll halt einfach natürlich auch demonstrieren, wenn du keinerlei Ahnung hast von Magie und sie dann versucht hochzuheben, dann sollst du eben auf andere Sachen zurückgreifen. Ich schätze mal, wenn sie halt die Karten älter sind, haben sie das schon besser gelernt und dann können sie sowas vielleicht auch eher. Warum müssen sich die Magier von Nilfgaard dann das opfern, kann ich dir auch nicht sagen. Das ist völlige Bullshit. Ich dachte mir wirklich nur, wow, wir geben gerade ein komplettes Menschenleben dafür her, um Feuerball zu machen, den andere Magier einfach so joink, wie so ein Tennisball wegschmeißen kann. Dafür ja, vor ist allem, jemand do it again. Das ist aber auch eine Erfindung. Das ist auch eine Erfindung der Serie. Ich habe keine Ahnung, was diese Menschenopfer da sollen. Da sollen ja, gut, das hat halt für mich das Sinn ist halt gemacht, so, weil, oh, das sind die Bösen. Magie kostet so und der übermächtige Ultimate-Spruch kostet sich halt dein Leben. Ja, aber es war halt kein übermächtiger Ultimate-Spruch, das war ein Feuerball, den kannst du auch, keine Ahnung, zünd ein bisschen Stroh an. Auf jeden Fall ist Yennefer mir die komplette Serie über von vorne bis hinten ab dem Moment, wo sie Magier in der Magierschule war, auf den Sack gegangen. Mhm. Du hast zuerst dieses weinerliche Kind oder dieses Kind, was irgendwie was werden will. Ja, da hat man noch Sympathie, Mitleid, sonst die.
Genau, dann zwischendrin so dieses Selbstbemitleidende und Aufgebende, wo ich mir denke, so, ah, muss das jetzt sein? Okay, gut, Und ganz plötzlich Charakterentwicklung. dann doch auf einmal die Hinterhältige, die alles schon geplant hat, wie Genau, sie jetzt wollte. dann Ja. wird sie ganz offensichtlich vor die Wahl gestellt. Wir können dich reparieren, wir haben die Technologie. Es 6 Millionen kostet dich Dollar aber Yen. die Möglichkeit, Leben zu kreieren. Du Ja, du kannst kannst nicht mehr keine Kinder mehr gebären. kriegen. Dir wird deine Und Eierstöcke rausgenommen. sie natürlich mit voller Inbrunst ja, gefühlte 2 Minuten Screentime später Das ist halt das Problem. sitzt sie da, Es sind Jahrzehnte bemitleidet vergangen. sich selber und trauert und sagt ja nicht, ich habe die falsche Entscheidung getroffen, sondern stellt die Magierschaft an den Ja, Pranger, dass sie genau. ihr das weggenommen haben. Ja, Wo ich mir so denke, das habe so, ich auch nicht verstanden. bitte was? Deswegen Wie meine ich alt bist eben. du? Drei? Die Das Mama hat mir den Lutscher deswegen geklaut. meinst du, dass die erste Staffel jetzt alleine gar nicht funktionieren kann, weil Ja, einfach die doch zu viel funktioniert alleine fehlt. nicht. Ja. Ich meine, wie gesagt, es waren dann auch ein paar echt coole Dialoge dabei. Zum Beispiel einer meiner Favoriten war auch, als sie auf der Jagd nach dem Drachen sind und dann Yennefer und Geralt sich streiten. Wo sie dann halt wirklich, wo dann Geralt ihr auch sagt, dein fragiles Ego wird nicht gefixt durch ein Kind. Und so, das fand Bei der ich. Drachenjagd. Das, ja, genau. Deswegen sage ich, das war ein super Moment, weil ich halt dachte, da spricht mir gerade Geralt aus der Seele, indem er halt ihr sagt, ja. Ich verstehe auch nicht, was sie mit Yennefer immer wollten. I want everything und sowas. Und was mir gerade erst in diesem Moment eingefallen ist, was mich aufregt, erst jetzt kann ich es in Worte fassen. Yennefer wird am Anfang als Versager dargestellt. Versager dargestellt, Versager dargestellt. Dann irgendwie wird sie in die Akademie übernommen, nachdem sie nicht einmal geschafft hat, diesen Blitz einzufangen, ihn aber schleudern konnte. Was finde ich ganz gut gespiegelt wurde später mit dem Flammenangriff. Das war ja dasselbe. Du nimmst ein Element auf, du gibst es zurück. Und dann später ist sie halt plötzlich die allerkrasseste Fickerin. Und das wird nie erklärt, wie aus diesem Häuflein Elend, dieser Versagerin. Was hast du gerade für ein Wort benutzt? Haben wir ein Rating für unseren Podcast? Piep! Ja, Aber ich, aber, die geile das ist doch Flickerin. das, was ich gerade meinte. Es ist mir nie klar geworden, wie die denn auf einmal so mächtig wurden. Das ist nie wirklich aufgebaut worden. Ja, es ist halt Trotzdem will ich einfach die Serie weitergucken. innerhalb von 2 Minuten Screentime ist es passiert. Ja. So, sie übergeht den ganzen Magierrat, damit sie da eingesetzt wird, wo sie hin will. Nächste Szene: Ich bin jetzt seit Dekaden hier, es ist scheiße. Ihr seid schuld an allem. So, ich Ja. denke so, ey, sorry, aber da könnte man halt 3 Staffeln dazwischen machen, um das zu erklären. Statt einen Schnitt. Deswegen fand ich es auch so witzig, als der eine Magier dann bei diesem Konzil so kritisiert, ja, hätten wir nur Yennefer nach Nilfgaard geschickt, dann wäre Nilfgaard immer noch scheiße. Ja, und mir geht halt auch, mir geht das, mich, wir sind wieder da, wo wir vorhin schon waren. Mich stört es, dass ich nie erklärt bekomme oder nie einen Eindruck davon bekomme, was Magier können. Und das stört mich einfach. Du hast Wo sind die Limits? Wo sind was? Ja, die ja. rennen durch 26 Portale auf der Flucht, bla, dann lässt sie die Frau, dann ist sie bösartig und Ey, sagt, du da warst können wir gemein, jetzt zu Harry Potter gehen. ich lass dich jetzt einfach zurück, geh durchs nächste Portal, dann ist das Kind auf einmal tot, Ich warum auch verstehe immer. Phil Ja, ich glaube, jetzt. Ich ertrunken oder verstehe so. Phil jetzt, weil so ging es ja bei Harry Potter. Warum können die eigentlich Sachen mit Zauberstab und andere ohne? Ja. Ne? Ja. Das wurde Das ist genau tatsächlich das irgendwann mal gleiche erklärt, machte Prinzip. aber auch wenig Sinn, da gebe ich dir vollkommen recht. Das wurde mal relativ beiläufig irgendwann erwähnt. Ja. Ja, wie habe ich es hier aufgeschrieben? Yennefer, die alte Mimimi-Magierin. Das haben wir ja Triss gehabt. Fand ich ganz sympathisch, aber da war mein Problem einfach voll, wie alt sie aussieht, weil die wird eigentlich so als die jüngere Magierin gegenüber Yennefer eigentlich in der Geschichte dargestellt. Und die Schauspielerin ist halt auch einfach mal wieder 5 Jahre älter oder so als die Das ist, für mich hatte Yennefer-Darstellerin. die kein Profil, wie sagt man, also keine Präsenz. Genau, die Das war hätte für mich, irgendwer sein genau, können. die war für mich eine Nebenmagierin wie die anderen 30, die da Ja, zum wenn man Schluss überlegt, gestorben was für sind. eine wichtige Magierin sie eigentlich sein soll, so in den Büchern und sowas noch, ja. Und dann, oh Gott, wie sie versucht, dieses scheiß Dings zu bauen. Dieses Tor-Rankenzeug. Und dann halt wirklich einfach nur dieses wabbelige Netz aus Ranken. Du kannst noch durchgucken, du kannst noch durchschießen. Und ich denke mir, da habe ich meine Freundin im Moment so geliebt. Sie hat gesagt, warum machen Sie nicht einfach die Tür zu? Genau, das war, wo die ganzen Kämpfe mit Geralt halt echt großartig waren und echt gut aussahen. Dieser Magierkampf
Der war halt, sorry, der war von vorne bis zum Ende. Das heißt, wir sind uns einig, das Beste an der Serie ist Geralt. Ja. Ja, Geralt, ja. Henry Cavill als Geralt ist großartig. Wenn er rumgrummelt, wenn er wieder sein F-Wort sagt, wenn er wieder nur macht und wenn er kämpft. Wenn die Macher der Show jetzt sagen, weißt du was, wir schmeißen Yennefer aus der Serie, wir schmeißen Ciri aus der Serie, wir zeigen einfach eine 20-staffelige Serie, jede Folge der Serie ein Monster of the Week. Würde ich kaufen, wäre ich sofort dabei. Damit könnte man viel machen. Über wen wir nicht geredet haben, wie fandet ihr den Baden? Lustiger Sidekick. Ja. Der muss sich optisch mal ein bisschen verändern, finde ich. Danke, ich finde eben auch, dem fehlt noch sein schöner großer Hut mit Feder dran. Hat er in Büchern auch diesen Bart? Das weiß ich nicht, aber den Hut hat er auf jeden Fall. Kommt vielleicht noch. Und ich muss auch sagen, der ist so ein bisschen das größte Manko, was angeht die Zeitsprünge. Die Magier altern nicht, okay. Er auch der nicht. Geralt altert nicht, okay. Der Bade altert nicht. Ich dachte eben, am Ende geben sie ihm den Bart und dann hast du halt so, ach so, sie wollten erst den Jungen zeigen. Nö, er schaut genauso aus wie am Anfang. Wobei sie in den Büchern da auch mal einen Witz drüber machen. Du bist eigentlich 40, du schaust aus wie 30, denkst du wärst 20, führst dich auf, als wärst du 10. Stimmt, das fällt mir jetzt erst auf. Der ist bei der Szene im Thronsaal dabei, wo... dieses Bruder-Schwester-Inzest-Paar noch Kinder sind. Ja. Und dann ist er dabei, wo der Bruder schon alt ist und er die Hexe. Nee, das Bruder-Schwester-Inzest-Paar, das war bei dieser Magier-Versammlung, da war er gar nicht dabei. Ja. Warte, nein, das Bruder-Schwester-Inzest-Paar war jung und war im Thronsaal mit dabei, als hier... Wir sind im Spoilerbereich. Pavetta durchgedreht. Birth of Surprise, Dingsbums da. Law of Surprise angewandt wird. Da waren die klein. Die waren da? Die waren da auch. Das war nämlich das erste Mal, wo ich gedacht habe, oh, wir haben hier verschiedene Zeitsprünge. Mhm. Weil ich den Namen kannte und dachte, oh ja, die sind ja klein. Ach, du meinst den Igel und... Ja, und da war hier... Sir Urchion. Wie heißt das Inzestpaar denn, um mal einen Namen zu sagen? Voltest, genau. Der und die zwei waren doch als Kinder auch dabei. Kleine Stopplung. Das kann ich gerade nicht bestätigen. Ich weiß nicht. Und später, ich kann mich nur daran erinnern, dass die bei diesem Magier waren. Es wollte es ja erwachsen und die Schwester ist tot und wird von Witcher Bla gerettet. Keine Ahnung. Nee, und sie wird nicht gerettet, ihr Kind wird gerettet. Ja, genau, das Kind. Und da ist der Bade ja auch dabei, ne? Ja. Ja, dann macht es eigentlich wenig Sinn, dass der immer noch so aussieht. Bade da dabei? Jedenfalls. Doch, der steht doch dann draußen, weil Yennefer doch drin mit ihm dann in dem Haus irgendwie. Das fand ich eben auch blöd bei der Staffel. Das letzte Mal, wo du den Baden siehst, ist glaube ich in der vorvorletzten Folge, wo Geralt ihm sagt, dass er verschwinden soll. Wo ich wirklich sehr Mitleid mit ihm hatte. Es war wirklich, als ob er von Welpen getreten hat. Ja, bei dem Drachenzeug. Mhm. Die Story mag ich eigentlich auch sehr. Mit dem Drachen. Die Folge und die Story mag ich sehr. Aber ja, und dann siehst du ihn für die komplette Staffel nicht mehr. Das ist scheiße, jetzt muss ich gerade Phil recht geben, weil wenn ich an die Animation von den Drachen denke, das ist wirklich nicht gut gemacht. Denkst du an Dragonheart? auch diese ganz. Ich finde es halt, du hast in dem Film, in der Serie, du hast keine Story. Die Episode mit dem Drachen. So what, kannst du weglassen. Ist einfach eine der Kurzgeschichten. Die Episode mit dem Djinn. So what, lass weg. Die Episode mit dem Djinn ist damit wichtig. Damit hättest du aber gelernt, Monster of the Week mit diesen beiden Geschichten. Genau. Natürlich. Ja, er hat ja gemeint, aber wenn die Serie sowas einflechtet und versucht mir irgendeine Pseudogeschichte, ich sehe keine Geschichte in der, also ich sehe keine, das ist die Geschichte dieser Staffel. Sie haben aber schon erklärt, die zweite Staffel wird geradliniger. Da werden sie eine Story tatsächlich gibt es in der ersten Staffel nur so Andeutungen für bestimmte Sachen, die später erst passieren. Ja, es gibt keine in sich geschlossene Geschichte. Also aber gerade die Sache mit Ciri und Geralt, mit Jen und wegen keine Kinder bekommen und so weiter, das sind halt Sachen, die sich wirklich erst nach hinten raus dann auch zusammenführen. Für diese Charaktere später. Aber ja, die haben keinen Payoff in dieser Staffel, da gebe ich dir recht. Und ich muss aber nochmal sagen, das mit dem Djinn, wie gesagt, auch wieder was mehr später relevant erst wird. Das mit Djinn ist sehr wichtig, weil durch diesen ganzen Vorfall mit dem Djinn wird das Schicksal von Geralt auch an das von Yen geknüpft. Man weiß nicht genau, was er sich gewünscht hat, aber es hat irgendwie dafür gesorgt, dass er und sie sich immer wieder über den Weg laufen. Also das ist wirklich durch diesen Djinn-Wunsch entstanden. Wird aber nicht klargestellt, in der Serie natürlich People wieder. People linked with destiny. Genau, wobei sie es, glaube ich, suggeriert an diesem Berg.
Da regt sie sich ja dann drüber auf, das ist nicht Liebe oder so, sondern das ist einfach nur Magie, dass wir ständig wieder übereinander fallen. Ja, weiß nicht, also die Serie endet ja damit, dass Geralt Ciri findet und sie sich in die Arme schließen und dann ist es zu Ende. Und ich muss mir halt jetzt denken, die Serie wurde geplant, ohne das Wissen, dass eine zweite Staffel existiert. Wenn jetzt keine zweite Staffel gekommen wäre. Also es wurde, glaube ich, schon immer geplant, dass da mehr kommt. Also selbst wenn ich kann mir nicht vorstellen, dass Netflix es gecancelt hätte. Die haben zu viel da reingesteckt, um nicht eine zweite Staffel zu machen. Und die wurde ja auch schon bestätigt während dem Dreh. Weiß nicht, aber ich finde, wenn... Picard ist auch schon bestätigt, ist noch nicht mal raus. Wurde nicht während dem Dreh bestätigt. Picard Staffel 2 ist schon bestätigt, ist noch nicht mal raus. Also, genau, so war es ja bei Witcher auch. Aber da war die Serie ja schon gedreht. Ach, so meinst du das, ja. Genau, das heißt, der Plan, diese Serie so zu machen, stand. Ja, sorry, aber Netflix holt sich nicht die Rechte an The Witcher, verfilmt dann die Ereignisse von was weiß ich, ohne zu wissen, dass sie auch die zweite Staffel machen werden. Das ist ein zu großes Unterfangen. Bei dem ganzen Material frage ich mich, ob ein Film funktionieren würde. Ich glaube nicht. Nee, überhaupt nicht. Noch nicht mal als Trilogie. Das ist zu viel Gedöns. Nee, gut, du musst ja nicht alle Geschichten erzählen. Ja. Sollst du nicht, aber du hättest ja schon... Die haben ja schon Kurzgeschichten rausgelassen. Natürlich könntest du im Witcher-Universum wie jedem anderen Universum kannst du einen Film draus machen. Du meinst jetzt so wie Herr der Ringe-Trilogie oder so? Genau, nimmst dir einen Handlungsstrang und verfilmst ihn. Aber nee. Ganz ehrlich, wenn du einfach die Herr-der-Ringe-Bücher neben die Witcher-Bücher legst, das ist zu viel durch. Und jetzt nicht alles. Aber Herr der Ringe ist ja auch nur eine Geschichte in dem Universum. Ist ja nicht, dass... Ich sag jetzt nicht, dass du Hobbit und Silmarillion mit rein hättest packen müssen. Und ja, klar, bei Herr der Ringe wurde auch Zeug weggeschnitten, so verbrennen vom Ausland. Die Serie würde auch nichts mit den... Die Serie würde auch nicht... Nee, also ich fand die Entscheidung schon besser als Serie zu machen, muss ich jetzt mal sagen, weil auch wenn das CGI scheiße ist von den Monstern, es ist jetzt auch nicht so eine Serie, die jetzt unbedingt das Budget von einem Film, finde ich, braucht. Auch wenn das CGI scheiße war. Also ich weiß nicht, wo das Geld hingegangen ist. Vielleicht dann doch einfach alles an Henry Cavill. Aber ja. Vielleicht haben sie auch bei dem Budget den Kauf der Rechte mit eingebaut. Oh Gott, mir sind noch zwei Beispiele für CGI und Effekte eingefallen. A, diese große Schlacht, Syndra gegen Nilfgaard, da kam mir das Kotzen, das sah so furchtbar aus. Diese so reingeklebten, kopierenden Ritter, die aufeinander hauen. Drei Leute, und zweitens, wirklich eine Sache, die mich unfassbar rausgerissen hat, das schlimmste Uncanny Valley-Effekt, den ich seit langem gesehen habe. Dieser Satyr oder sowas, der bei den Elfen war. Ach, Alter, das wird mich noch in meinen Albträumen verfolgen, dieses Monster. War das ein... Aber ich konnte mich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Er hatte den lustigsten Spruch dabei bei seiner Szene. Did your mom have a snowman? You're intelligent, I give you that. Ja. Der hätte wahrscheinlich sogar besser mit Maske und Animatronik funktioniert. Ja, das war ja wirklich irgendwie eine Maske auf einem Gesicht drauf oder so. Es war so. Ja, einfach merkwürdig. Hier wie der Igelmensch, der hat, das war ja auch eine Silikonmaske. Wie fandet ihr diesen catchy Song, den der Bardi gemacht hat? Just going to your Witcher, oh Valley. Den habe ich übrigens erst nicht mitbekommen, deswegen habe ich es dann auf Englisch geschaut. Ah, singt der auf Deutsch was anderes, oder? Ja, auf Deutsch ist das furchtbar. Sein Gesang ist grausam. Okay, wirklich grausam. Gebt Gold eurem Hexer oder irgendwas. Ja, auch die Stimme dazu ist grausam. Es geht gar nicht. Ich will es gar nicht wissen. Nee, weil das Lied ist sehr, sehr catchy. Nennen Sie sich eigentlich auf Deutsch den Hexer oder den Witcher? Hexer. Hexer, ja. Okay. Hexer. Aber auch in den Spielen nennen sie immer Hexer, nicht Witcher. Genau. Auch die paar Stunden auf Englisch. Aber wir müssen langsam mal weitermachen, würde ich fast sagen. Ja, sind wir mal durch. Also, wie gesagt, mir hat es überhaupt nicht gefallen. Ich fand's. Gut, ich werde die zweite Staffel wahrscheinlich trotzdem gucken, aber... Immer noch lieber als Discovery, sag's gerne. So viel mehr. Ja, also ich habe schon wesentlich schlechtere. Und wenn sie ja jetzt mal, man muss ja auch sagen, wenn Netflix jetzt damit einen großen Erfolg hat und sie jetzt wissen, okay, wir machen jetzt Staffel 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder sowas und binden die Charaktere und dann hat man die Zeit, auch vielleicht auch mal eine Charakterentwicklung einzubauen, die nicht von einer auf die andere Szene um 180 Grad sich gedreht hat. Mhm. Vielleicht lernen sie auch darum, weil ich bin ja bei Gott nicht der Einzige, der diese CGI-Effekte fürchterlich fand. Ja. Vielleicht Vergleich mal Game of Thrones, die Drachen zum Schluss mit so den ersten Auftritten der Drachen. Da wussten sie dann einfach so, okay, wir haben jetzt eine Story, die sich komplett um Drachen dreht. Die müssen geil aussehen. Oder die hatten einfach kein Budget für bestimmte Firmen wie Vita und Industrial Light and Magic. So meinst du. Ja, aber wie bereits am Anfang gesagt, das weiß ich als Regisseur und ich sehe nachher im Schnitt diese Bilder und dann sage ich dem Cutter, ey, dreh hier mal den Lichtpegel runter, damit man das nicht mehr erkennen kann. Mach das mal weg.
Ich haben sie nicht gemacht. Weiß einer von euch, was für ein Budget The Mandalorian hat? Nee, keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, ob Disney das veröffentlicht. Aber wahrscheinlich wesentlich, wesentlich höher. Hm. Weil da muss ich jetzt dran denken, das ist ja... Das ist aber auch durchwachsenes Production Value. Es gibt auch einige diverse Sachen da drin, mit wo du merkst, okay, hier haben sie nicht so sich so viel Mühe gegeben mit Raumschiff. Aber im Schnitt schon wesentlich mehr. Natürlich, deutlich. Also, deutlich da gibt es sehr coole Kreaturendesigns und sowas. Also, ja. Ja, dann sind wir auch schon im richtigen Universum. Sprechen wir noch über Star Wars, der Aufstieg. Wenn wir schon bei Mandalorian waren. Genau, so der Aufstieg Skywalkers habe ich geschrieben. Wakers habe ich geschrieben. Skywalkers. Spoiler. Der Abschluss der Trilogie, der 9. Star Wars Film. Nee, nicht der 9. Star Wars Film, aber der 9. in der Reihe. Ja doch, das andere sind ja immer nur Filme, Star Wars Story. Also ja. die laufen nicht als Star Wars Film. Natürlich laufen die als Star Wars. Dritte, ja, aber nicht bei denen. Auf in der dritte Teil der dritten Trilogie. Episode 9. Genau. Sag einfach Episode 9. Die 9. Episode, ja genau, die 9. Episode. Viele haben ihn erwartet, weil der Vorgängerteil, The Last Jedi, kam ja bei einigen nicht so gut an. Mhm. Bei einigen, die sich sehr laut geäußert haben im Internet, dass der Film... Oder in bestimmten Räumlichkeiten hier. Dass der Film fürchterlich wäre und was hat man nicht alles gehört, vom absoluten Tod des Franchises bis zu... Da hat einer absichtlich sabotiert. Das Ding ist... muss ich jetzt gerade alle drei Filme zusammennehmen. Leider war das ein Redcon des Redcons des Redcons. 7, 8 und 9. Ja, was meinst du mit Redcon? Aufheben von bestimmten Sachen. Der 7er macht irgendwelche Sachen rückgängig. Das war wie ein Ausverkauf zwischen Johnson und JJ. Das war so, ja, deine Story ist scheiße. Ich mach's komplett anders als du, Aber was ich halt schön fand, und das habe ich auch geschrieben, als ich aus dem Film rauskam, ich fand es super, dass das ein dicker, fetter, doppelstinke Mittelfinger von JJ in Richtung Rian Johnson, Regisseur von Episode 8, war. Weil der auf vieles gar nicht mehr eingegangen ist von dem Bullshit, den Johnson ausgekotzt hat. Aber man merkt schon, ich gehörte zu denen, die den achten Teil nicht mochten. Okay. Was? Dann lass uns mal anfangen. Der 9. Teil, also bevor wir anfangen zu spoilern, jetzt noch spoilerfrei. Genau. Der 9. Teil steigt wo ein? Wir haben den 8., der endet damit, dass. Erklär, Mister, wo endet der 8., wo endet The Last Jedi? Ich glaube, der hat den 8. aus seinem Verstand verbannt. Ja, ich muss gerade rekapitulieren, aber der endet ungefähr damit, dass die sich Hoffnung machen, dass da draußen im Universum noch Leute da sind, die die Rebellion wieder mit aufbauen wollen. Genau, und Kylo Ren übernimmt als oberster Anführer. Supreme Leader, die Dings, First Order. Das mit mehr Leuten da draußen, die wieder aufbauen, behaltet das im Hinterkopf. Das ist eine der Punkte, zu denen es geht halt darum, dass dann die restlichen 5 Rebellen, die noch übrig sind, meinen, ja, lasst uns eine Nachricht da rausschicken in das Outer Rim und was auch immer. Die werden uns hören und uns unterstützen im Kampf gegen die First Order. Okay, bevor wir anfangen zu spoilern, würdest du denn sagen, dass der letzte Film jetzt die Trilogie rund macht, beziehungsweise zumindest würdig abschließt, auch wenn damit die Trilogie, nicht zu einem großartigen... Also die letzte, ja, aber nicht die komplette Skywalker-Saga. Ja, aber die wird ja damit, oder? Kommt ja, was? Natürlich, nee, es kommt nicht mehr. Skywalker-Saga also ist zumindest abgeschlossen, ja. Kommt offiziell nichts mehr. Ich sage ja auch nicht, dass es nicht so sein soll, sondern dass es das... Ja. Du weißt schon, es ist kein würdiges Ende für... Kein würdiges Ende für 9 Filme. Ja. Ja, das meinst du. Genau. Obwohl ich Episode 9 mag. Okay. Ja. Ich tatsächlich auch. Nach diesem Bullshit von 8 kann das auch gar nicht anders sein. Ich fand 8 nur ein bisschen verwirrend, ein bisschen dämlich? Nee, dämlich würde ich nicht genauso sagen. Genauso wie du Witcher-Serie fandest, ja, fand ich Episode 8. Ja, bisschen zu konfus und zu viel gewollt und zu wenig gekonnt. Genau. Jetzt hier, Episode 9 ist für mich, auch wenn ich sehr viele Star-Wars-Fans schon gehört habe, die das anders sehen, Episode 9 ist für mich von vorne bis hinten 100% genau typisch das, was ich von einem Star-Wars-Film erwarte. Ich bin kein großer Star-Wars-Fan wie Zam oder sowas. Ich lebe nicht diese Religion. Aber weißt du, da gibt's Leute, die sagen, wenn du nicht alles von Star Wars toll findest, bist du kein Fan. Und dann sage ich immer Bullshit. Ja. Gibt's die wirklich? Ja, die gibt's wirklich. Kann ich die mal auf den Maul hauen? Nein. Das sind auch sehr nette Menschen, normalerweise. Aber die Aussage finde ich total Bullshit. Darf ich mal ein ernstes Wort mit dann darf man ja, dann ist man ja von nichts Fan. Nee, aber ich finde... wir kommen ja nachher zur Handlung von dem Film im Spoilerteil. Es ist von vorne bis hinten genau das, was für mich Star Wars ausmacht.
quietschige Figuren, Schnitzeljagd quer durch die, durch den Weltraum, gigantische Endschlacht, gigantischer kitschiger Payoff. Und den kindischen Humor wieder zurückgefahren, nicht komplett gestrichen, aber wieder zurückgefahren. Ja, genau. Bullshit-Humor von dem Bullshit-Episode genau, 8. Wieder auf das Han Solo-Niveau. Was? Hatte der 8. Humor so viel? Ja. Das war Kindergarten-Humor. Luke Skywalker, der die Schwerter wegschmeißt. Auf niedrigster Ebene. Das aber ging ja schon am Anfang los mit Hux und den Anheben und durch den Raumschiff. Und diese Vögel mit Chewie und so. Das war der Versuch, Marvel-Humor in Star Wars zu implementieren. Den habe ich aber auch im Dings gesehen, im 9er. Echt? Also aber nicht Safe Liner. Aber nicht in dem Umfang. Deswegen sagte ich zurückgefahren und nicht gestrichen. Okay, ja. Weiß, was ich sage. Im 9er fand ich den Humor tatsächlich wieder auf dem Niveau, den Han Solo damals in der ersten Trilogie. Ich muss auch sagen, der Humor hat dann doch, bis auf diesen einen dämlichen Satz mit dem Safe Liner, im Deutschen, sie fliegen jetzt, fand ich ihn auch ganz gut. Ohne Spoiler jetzt auch, C3PO hat mich mehrere Male zum Schmunzeln gebracht, was mehr ist als in so manchen anderen Filmen dann. Ich meine, im 8er hat er ja auch überhaupt keine Rolle gespielt, oder war es 7er? Er musste ja auch ein bisschen die Rolle, wir haben ja natürlich, wir reden von Star Wars, natürlich haben wir einen neuen Droiden, weil man muss ja ein neues Spielzeug verkaufen. Natürlich. Der hat halt befloppt. Das hat C3PO. Ich weiß nicht, was der wollte, der kleine Droide. Spielzeug. Naja, er war der Check, das Check-off'sche Spielzeug. Ja. Er hat ja zum Schluss für die Handlung noch was beigetragen, immerhin. Echt? Ja. Ja. Tatsächlich. Der hat Finn die komplette Hintergrundgeschichte verraten, sozusagen. So, was? Aber ja, wo sind wir jetzt noch? Bei welchem Punkt? Immer noch spoilerfrei. Immer noch spoilerfrei. Spoilerfrei, immer noch, welche Punkte sind wir, wie wir es finden? Wir waren immer noch da, also ich war dabei, dass es für mich ein ganz typischer Star Wars Film ist, mit allen Stärken, die Star Wars für mich hat und allen Schwächen, die Star Wars für mich hat. Okay. Zum Beispiel eine Schwäche, Mark Hamill sollte einfach das Schauspielern verboten werden. Das sollte nur noch synchronisieren. Dieser Mann kann nicht Schauspieler. Er soll einfach nur den Joker spielen. Jede Bewegung, alles, was er in irgendwelchen Filmen macht, auch in der Originaltrilogie übrigens, da finde ich. Nein. Was machst du da? Das ist. Am Anfang funktioniert es noch, weil am Anfang sein schlechtes Schauspielertalent gerne verwechselt werden kann mit dieser Unsicherheit des jungen Skywalkers. Ja, ja. Aber jetzt funktioniert das halt nicht mehr. Seine Mimik ist. Für mich persönlich fürchterlich. Aber er gehörte rein. Ja, das war natürlich. Ein Skywalker-Abschluss, deswegen gehört er rein. Ja, natürlich. Skywalker, da muss er halt schon dabei sein. Und immer noch besser als ein Yoda. Wenn du dich an Episode 8 erinnerst und die Bücherverbrennung. Wo er plötzlich wieder wie ein Geist. Wo Yoda ganz plötzlich wieder da ist. Als Force Ghost. Ja. Ich hatte es gerade nicht mehr in Erinnerung. Ja. War ja auch Force. Ja, wir kriegen ja auch diesmal wieder jede Menge Force Ghost. Ja. Die von Red Letter Media, die haben es wunderbar kritisiert, Yoda in Episode 8. Yoda trifft, also erstmal, wo Luke auf Yoda trifft, tut er so, als ob er ein verrückter Einsiedler ist, und sobald es dann halt um ernstes Zeug geht, wird er, merkst du auch so den Charakterwechsel, so er lässt so die Fassade fallen, er ist eigentlich ein weiser Meister. Warum zur Hölle redet er dann mit Luke wieder, als ob er ein geisteskranker Einsiedler ist, wenn er ein Force Ghost ist? Weil er in Rente ist, Mann. Der kann jetzt machen, was er will. Shit. Ich bin jetzt Rentner, ich schmecke jetzt einfach ich nur. Ich verbrenne jetzt mal einfach diesen Baum da. Das können nämlich anscheinend Force Ghosts. Ja. Über Dinge, die Macht kann und nicht kann, oder was man damit kann oder nicht kann, sollte man sowieso nicht philosophieren, weil das kannst du abhaken. Da kannst du alles Neue hinzuerfinden, nachdem sowieso nur noch Classic Universe und ja, so. Ja, aber das ist halt auch kacke. Das ist übrigens ein Punkt, den ich cool fand, den sie da wieder reingebracht haben, zwei Sachen, aber da kommen wir später zu. Mhm. Dass die Macht jetzt noch ein paar mehr Sachen kann. Ja. Die entwickelt nicht, sich halt auch. Eben nicht. Was? Das halten halt bestimmte Leute, die sowieso keinen Plan von Star Wars haben, für was komplett ja, so Cooles, Neues. Ist es aber gar nicht. Ist tatsächlich aus dem Classic Universe. Also hat es in der ersten Trilogie Nein, schon. Nein, also Expanded. Ach, komm, expanded. Okay. Also kam es nach gerade um Filme. Uns geht es um Filme. Ja, dann seid ihr nämlich genauso wie Disney, die sagen, es gibt nichts mehr außer Filme. Ja, und ihre eigenen Nein. Sachen. Clone Wars und sowas. Ja, der Bullshit, genau. Ja, nee, nicht Clone Wars. Das Wort Bullshit wird noch öfter fallen, wenn ihr auf den komischen Kram zurückkommt. Der Rest ist natürlich. Ganz klar, Riesenbudget der Film, CGI-Effekte funktionieren. Ja. Ich muss aber sagen, die Sets sind relativ unspektakulär. Ja. Also das Rebellenlager ist. Oh, außer, ich weiß nicht, darf man das hier. Nee, wir sind noch nicht in der Spoiler-Sektion. Außer ein Du kannst Set. Das ja umschreiben. Das Ende.
Das ist nämlich basierend auf einer Zeichnung von Ralph McQuarrie, der damals die Ah, meinst du eine Originalkonzepte gemacht gewisse Sitzgelegenheit? Genau. Ja, und das drumherum, das ist tatsächlich echt okay. Ja, cool das, gemacht. das war schon ganz cool, wobei mich da Wobei das auch ein. CGI war, Da also hat mich natürlich, aber auch. Ganz trotzdem. ehrlich, mich hat da der Stroboskop-Effekt wahnsinnig gemacht. Ich wollte mal was sehen, aber die ganze Zeit blitzt und zuckt und sonst wie. Und du siehst halt nichts. Deswegen muss ich auch sagen, auch wenn der Zammel jetzt beißt, visuell fand ich Achter besser. Den Ich fand das Neuner. mit dem Stroboskop-Effekt tatsächlich überraschenderweise sehr gut, Ja. weil du hast das Gesicht von mehreren Charakteren in Ja. Strobolicht Ja. und dadurch hast du mit jedem Strobo, ob der von rechts oder von links kam, eine andere Mimik auf dem Gesicht. Ah, auf Und dem, von dem einen Charakter. genau, und das wechselte Das die war ganze Zeit hin interessant, und her ja. und ich war mir immer überlegen, Das ist das jetzt gewollt oder zufällig Zufall. oder Ja, das hat so ein ist es ein cooler Unsicherheitsgefühl Effekt? Ich gemacht. habe Das war dann auch so. versucht, darauf zu achten, ob das wirklich nur von dem Strobolicht kommt, von verschiedenen Winkeln, oder ob die da mit CGI Das nachgeholfen war ein haben. guter Effekt, Bin ja. ich allerdings nicht drauf gekommen, also ich habe Aber es nicht es versucht, gab, nicht drauf das ist gekommen. jetzt kein Spoiler, auch eine Kampfszene oder mehrere in diesem Bereich dann, wo ich halt einfach mir nur dachte, ja geil, Leute, danke, ich sehe nichts. Da fand ich, wie gesagt, den Thronsaalkampf Das im kam übrigens, Achter. da kann ich übrigens sagen, aus Erfahrung, weil ich ihn halt dreimal gesehen habe, Ja. kam auf den Kinosaal und die Leinwand an. Als ich die Premiere gesehen habe, um 10 Uhr morgens, auf 10 Uhr morgens, in einem bestimmten Kinosaal hier in Fürth, dachte ich erst so, okay, muss das so dunkel sein? Du erkennst das nicht, du erkanntest Konntest du das es große. ohne 3D mal anschauen? Nee, leider nicht. Ach, Aber shit. du hast das große Gebäude am Anfang davon nicht erkannt, so richtig. Und ich dachte, muss das so sein? Und dann waren wir halt nochmal im Deluxe. Und da ist die Ausleuchtung deutlich besser und auf einmal hast du alles erkannt. Ich war auch im Okay. Deluxe und hab's da geguckt und fand's da auch zu, Echt? Das heißt, vielleicht war das bei mir der Unterschied, weil ich es vorher so dunkel gesehen habe. Aber Ja, und das. du wusstest, worauf du achten Ja. sollst, weil du es schon mal gesehen Aber da hast. war das. Da habe ich. Oh, ach so, ah, das ist da und das ist da. Alles klar. Ja. Und dann habe ich es nochmal OV gesehen in einem etwas kleineren Saal. Und da war das wieder so wie bei der letzten Vorführung. Also es war halt, es sollte nicht alles so dunkel sein. Ja. Das kommt, ich glaube, schon auf Ja. Kinosaal, Leinwand, Ja. Ausleuchtung, Projektoreinstellung, irgendwas. Wie gesagt, deswegen meine ich aber trotzdem, visuell hat mich der Achter da mehr abgeholt. Wirklich, du kannst, wie gesagt, wir können Mit ganz, den ganz, tollen Pferden. ganzen. Reitviecher auf diesen Drecks-Casino-Planeten, den Tod er brauchte mit der Ja, dafür haben wir Scheiß-Sidequest. jetzt scheiß Reitviecher im Neune auf Einmal einem. kurz, ja. Ja. Nee, also zum Beispiel der Thronsaalkampf, da hast du wirklich alles gesehen. Leider zu gut, weil es gibt ja eine, die Kontinuitätsfehler bei diesem Kampf. Da hat plötzlich ein Kämpfer statt zwei Klingen nur noch eine Klinge, weil Halt man fallen später im lassen. Cut gemerkt hat, warte mal, mit der anderen Klinge könnte er gerade Ray umbringen. Okay, mach mal die weg im nächsten Shot. Das ist halt echt. Aber wie gesagt, da habe ich immer gewusst, was gerade passiert. Fand ich super. Oder auch dieser Lichtgeschwindigkeitsangriff war visuell, ich betone visuell, nicht von Story her oder sonst wie, war der wirklich richtig geil in Szene gesetzt. Dieses, wo kurz der Sound aussetzt und dann einfach diese Flotte halb Ja, zerrissen was wird. einzig cool an dem Film. Ja, wie gesagt, das Visuelle an dem Die haben sich Film. übrigens sogar lustig gemacht in Episode 9 kurzzeitig. Lasst uns doch das Kolto-Manöver machen. Nein, das funktioniert nicht immer. Ja, das war aber auch ein bisschen lame. Das war aber auch so, okay, verdammt, da wurde was etabliert im Film vorher. Nö, geht nicht. Ja, Aber das war das, da, was ich von den Stinkefingern meinte. ey, ganz ehrlich, das ist kein Stinkefinger, sondern das ist einfach nur, Disney hat da völlig Mist gebaut, was einfach angeht. Ihr nehmt euch Star Wars, ihr sagt, ihr macht eine Trilogie und plant die nicht durch. Das war das Dümmste, wirklich, das ist das Schöne bei irgendwie. Oder sie haben zwischendrin Ja. die Pläne ein paar Nein, nein, Mal die haben nicht durch, gewechselt. hat recht. Es Ja, gab die hatten kein gar nichts. zusammenhängendes Die Konzept für hatten die gar drei nichts. Episoden. Wirklich null. Nada, niente. Die Die wollten jedem wussten Regisseur die komplette kreative beim Freiheit Drehen vom ersten der neuen Filme nicht, was im zweiten passiert. Die wussten beim Drehen vom Also so wie zweiten. früher. Das ist so wie Ey, der ganz ehrlich, Lukas Originaltrilogie, kannst du einiges vorwerfen, aber ich glaube, er hatte wesentlich mehr durchgeplant. Vor allem bei den Prequels jetzt. Wie gesagt, du kannst denen vorwerfen, was du willst. Das ist ein ja. Ja, Berg, den denen die beiden vorliegt. Prequels waren die Aber einzigen, die das war durchgeplant. durchgeplant, Aber ja. nur die Aber Prequels. die neuen Die Filme, das ist. bei den ersten hatte Jeder Lukas Film doch ein auch tatsächlich nicht Neustart. so wirklich viel zu sagen, ne? Was? Bei der Originaltrilogie haben sie ihn Doch, doch doch. beim Film 2 und Der war 3. nur bei 2 war so fertig, dass er dann nicht mehr Regie übernehmen wollte, weil er einfach durch war. Und hat das, dadurch ist er auch der beste, also Episode 5 ist der beste der ganzen Ja, Star das ist, Wars-Filme. weil er nicht von ihm gemacht Genau, wird. je weniger Ja. Einfluss er hatte, desto Ja. besser waren die Bei Filme irgendwie, so hatte ich Episode das. 6 hat er wieder Einfluss und hatte auch gerade, ich glaube, was frisch adoptiert, deswegen war das so ein Dreckskinderfilm.
Okay. Mit Evox. Wunderschön auch. Letztens erst rausgefunden, kennt ihr auf YouTube VFX Artist React? Das ist so, sind selber halt so 3D-Künstler und die schauen sich dann halt CGI-Effekte oder Stunt-Effekte auch an in Filmen und geben dazu dann auch coole Infos oder Eindrücke von ihrer Arbeit aus. Und der Kampf in Episode 1 gegen Darth Maul ist zum Beispiel etwas gewesen, was komplett ohne George Lucas entstanden ist, weil der irgendwie nicht da sein konnte. Überraschenderweise ein cool durchchoreografierter Kampf. Also. Und keine Dialoge. Ja. Und so. Ganz wichtig, ganz wichtig. Ja. George niemals Dialoge schreiben lassen. Aber zurück zur Episode 9. Ja, ich glaube, wir sollten in den Spoiler-Teil gehen, weil es wird echt schwierig jetzt weiter. Weil man eben, weil eben vorher so wenig feststeht und halt in den ersten Sekunden mit dem Title-Crawl halt schon. Nein, das, also der Teil, übrigens der Titel, den fand ich scheiße. Also der Inhalt des Title Scrolls war, oh Gott. Ich dachte aber, mir wirklich, das macht ihr gerade abseits. Wirklich, das wurde einfach abseits gemacht. Das zeigt ihr nicht im Film. Also, ja. Aber JJ hatte halt den Zugzwang, den ganzen Dreck, den Johnson verbrochen hatte, irgendwie wieder aufzurollen und zu verbessern und wieder zu retten, den Imperator zurückzubringen in der Form, wäre vielleicht nicht notwendig gewesen, aber man muss dazu sagen, er war in jeder Trilogie der Oberbösewicht. Warum also nicht auch in der letzten? Und es wäre, ich weiß, Expanded Universe, zähl nur die Filme, mir doch egal. Und ich weiß, Expanded Universe existiert in der Form nicht mehr, aber der wurde da ungefähr 500 Millionen Mal geklont. Ja. Also ist auch nichts Neues. Ja, das war. Aber der ist da, ich glaube, sogar nicht mal geklont in Episode 9. Ich glaube, es soll der Imperator sein, nur an Lebenserhaltung. Sind wir jetzt im Spoilerbereich oder nicht? Ja, da hat doch ah, okay. Hast du doch gesagt, wir sind jetzt. Ja, ich habe es noch nicht auf die Seite angekündigt, aber dass der Imperator zurückkehrt, war ja jetzt auch kein Geheimnis. Das war ja in den Trailer. Ja, der war ja im Trailer, hört man ihn lachen. Und das fand ich cool, der Auftakt gleich düster, gleich auf den Imperator zugeht. Also aber dann lass uns jetzt nochmal ganz offiziell, wir spoilern jetzt. Spoiler! Der Imperator ist zurück, das wisst ihr jetzt schon, aber das wisst ihr auch aus den Trailern. Im Filmplakat war er, glaube ich, nicht drauf. Nee. Ne? Also wer im Internet war, wird es wahrscheinlich irgendwie rausgefunden. Ja, und wer einen Trailer geguckt hat, weil man hört ihn ja. Ja. Es sei denn, man hat einen Trailer ohne Ton. Also es ist etabliert, wir sind im Spoilerbereich, wie halt einfach im Title-Core etabliert wurde, Palpatine lebt wieder. Wir haben keine Zeit. Ja, aber ganz ehrlich, willst du das im Film sehen? Willst du sehen, wie seine Handlanger ihn da wieder zusammensetzen? Oder irgendwelche, ich will mehr als ein Title-Core. Ich sag nicht, wie es irgendwelche Gerätschaften anschließen. Philipp, ich sag nicht, wie ich es gesehen haben will, aber ich sage, aber ich will es nicht. Für mich war es nicht notwendig. Nee, es war nicht notwendig. Wäre cool gewesen. Das ist jetzt nicht mein großer Kritikpunkt an dem Film. Man muss übrigens dazu sagen, ich glaube, ich habe es leider, also ich habe es da nicht gelesen, weil ich war von Episode 8 enttäuscht, aber es gibt ja auch tatsächlich Romanmaterial zwischen denen und Comicmaterial zwischen den beiden Episoden. Und ja, vielleicht Snoke gibt es auch irgendwie jetzt Material, wie der Kylo Ren kennenlernt und sowas. Okay. Das fand ich übrigens, muss ich ehrlich sagen, ich fand Snoke eine Scheißfigur und ich fand sie sowieso schon von Anfang an kacke und gerade, dass der einzige CGI-Hauptcharakter ist, das hatte so ein Jar Jar-Feeling in Böse. aber ihn dann auf einmal zu, ja, ich habe den Typen erschaffen und es gibt mehrere von denen, die wir gar nicht aktiviert haben. Reagenzglas. Also das war wirklich. Ja, aber lass uns nochmal kurz einen Schritt zurück. Palpatine ist zurück, wieder der Oberbösewicht. Wie findet ihr das prinzipiell als Star Wars? Wie ich es gerade gesagt habe, es war eigentlich der logische Schritt, weil er in den ersten beiden Trilogien der Oberbösewicht war. Und Snoke war weg. Ja. Und Kylo, das weinerliche Kind. Rian Johnson hätte als Snoke nicht sterben lassen dürfen, weil der wurde im 7er aufgebaut, da war keine Andeutung von dem Imperator, im 8er wurde er getötet, es war immer noch keine Andeutung von dem Imperator. Und jetzt muss das hat aber nichts zu bedeuten, die Sith haben ja, ich meine nur, jetzt muss plötzlich JJ einsteigen und sagen, Palpatine lebt wieder und sonst wie, und nee, also ich fand's irgendwie, vor allem ich verstehe halt auch einfach nicht, es wird. Das ist jetzt natürlich wieder die alte Krux, muss man Dinge erklären oder nicht und die Macht und bläh, aber nein, was ist das jetzt? Ist das ein Klon oder ist das der den Schacht runtergeflogen ist? Weil wenn er den Schacht runtergeflogen ist, wie ist der nicht in seine Atome reduziert worden, sondern hat nur Finger, wo das Fleisch fehlt an den Spitzen? Ja, sagt er nicht, dass seine Leute ihn geholt haben? Ich meine, das ja, also es woher? Wird jetzt nicht besonders. Und es ist jetzt nicht so, dass er nicht diese komische Sache hat, wie die Macht, weißt du? Ja, aber das ist dann halt das Problem, dass ich irgendwie. Die Macht lässt Leute durch den Weltraum schweben. Wo entsteht denn noch Spannung? Ich weiß, es gibt ein Problem in Star Wars, seit es existiert. Mhm. Niemand ist wirklich tot, gefühlt. No one's ever really gone. Ja. Und warum sollte man das Prinzip zerstören beim Imperator?
Ja, aber wie gesagt, ich fand auch schön, dass sie wieder den aus dem Prequest zurückgeholt haben, den Imperator-Darsteller, weil der ist einfach Das super. war ja auch der in Episode 6. Der hat auch den Original-Imperator gespielt. Da war er nur deutlich jünger. Da war der ja noch krass jünger. Ja. Weil deswegen dachte ich jetzt, das kann nur der aus dem Das Prequel Einzige, wo er sein. nicht dabei war, war diese holographische In Version den im allerersten. Original, im Ah, nicht genau. Extended. Wie Aber heißt wahrscheinlich inzwischen ist er da wahrscheinlich auch irgendwie drin, oder? er? Ja, mit der Special Edition haben sie ihn dann ersetzt. Also Ja. einen richtigen, So wie ihn sie auch den Darth eingefangen. Vader-Darsteller plötzlich durch die Hayden Christensen-Variante Oh ersetzt Gott, haben. erinnere mich nicht daran, erinnere mich nicht Ey, daran. nicht mal, dass ich irgendwie was hab gegen Hayden Christensen, aber warum ist er dann plötzlich seine junge Version, während alle anderen ihre alten Versionen sind, als sie gestorben sind als Force Ghost? Also. Nicht drüber nachdenken, das war eh. Prequels existieren Ja. nicht. Ich fand es So. jedenfalls, ich fand's auch schön, dass er wieder zurückkommen will. Wir hatten keinen Bösewicht, wir brauchten einen. Und er ist halt der Bösewicht. Also er und Darth Vader sind die Bösewichte für Star Wars und Darth Vader zurückzubringen, hätte halt so gar keinen Sinn gemacht. Und Ja. hier, das kann man sich gut erklären. Ich als jetzt nicht so in dem Thema. Ich weiß nur noch, dass der Imperator in irgend so einen Abgrund geschmissen wurde. Weiß aber tatsächlich, weil du jetzt sagst, in die Atom-Einzelteile so Es schön. gab da halt Der so einen war im Effekt. Todesstern, der in die Luft geflogen ist. Und der Todesstern, ich meine, man kann jetzt natürlich diskutieren, einfach wie die Effekte damals waren, 1980 irgendwas. 83. Ja, wie du das halt dargestellt hast, aber das war halt schon nicht irgendwie, oh, große Fragmente, die Ja, wegfliegen, aber sondern. wir haben ja in dem Film auch gesehen, dass da noch ganze Bauteile vom Todesstern rumlagen, Ja, es ist natürlich auch wo die man schon drin Sache. überleben hätte können. Ja, das kann dann halt auch. Aber Und das ist wie bei Family Guy, er ist einfach, auf die finde ich. Scheibe vom Falken, vom Millennium Falken geklatscht, als Ja, sie da aber ganz, durchgegangen ganz ehrlich, Mit so einem quietschenden Geräusch rutscht er dran in einem runter. Universum, in dem eine Ja. halbfertige, schlecht ausgebildete Jedi-Ritterin durchs Weltall fliegen kann mit ihrer Macht, kann der beste aller Sith und der Imperator, Eben, er ist ja der kann sich irgendwie. da schon. Und das haben sie übrigens erklärt, dass sie nicht halb ausgebildet und schlecht war in Episode 9. Wahrscheinlich wollte das auch nochmal aufgreifen, weil die sind ja, weißt du es nicht mehr? Was jetzt? Am Abschluss ihrer Ausbildung, Luke und Leia. Ja. Also war sie nicht halb ausgebildet, sie War war sie ganz ausgebildet. ausgebildet? Okay. Ach, du beziehst dich gerade auf Leia, dass Ja. sie da rumgeflogen ist durch Weltall. Diese alberne Ah! Szene, ich weiß, welche alberne Ey, Szene du das habe meinst, ich aber. auch mal geglaubt, dass die nicht Dings, dass sie jetzt nie nicht. Also das. Okay, Das Moment. war halt für mich, auch damals habe ich mich über Die die Szene Szene ist nicht auf. furchtbar, die Szene Nee, ich ist habe mich da nicht definitiv drüber aufgeregt, furchtbar. weil für mich war halt, gut, Ist halt Jungs, Star Wars. Jungs und Mädels, ihr wollt nicht etablieren, was man mit der Macht könnt, dann lebt damit, dass man damit halt auch geile Sachen machen kann, die drüber hinausgehen, ein Glas vom Tisch hochzuheben. Diese Sache mit dem Luke- und Leia-Training, wo sie die in Jung gezeigt haben, haben sie leider verfehlt für mich, weil die hätten älter sein müssen. Weil das war nach Return of the Jedi. Da fehlt zum Du Beispiel auch die meinst, da sah Narbe. eigentlich auch Luke Skywalker schon Ja, genau, älter hätte schon aus. älter sein müssen. Ich fand es aber an Weil das sich ein Training ist gut. davor nicht passiert. Ja, ich fand es aber an sich, jetzt wenn man mal den Kontinuitätsfehler vom Alter her nimmt, fand ich das zum Beispiel sehr gut gemacht. Wir hatten es ganz vorhin mal bezüglich Aging-Effekte und dass du halt Nacht nimmst, Dunkel nimmst und so. Deswegen Das haben hat die da wesentlich Dunkel und besser, Nacht ja, genommen. das Ja. hat wesentlich besser funktioniert als zum Beispiel Leia in Rogue One, wo sie Das halt stimmt. dieser CGI Charakter ist. Das hat da in diesem kurzen Moment für mich ganz gut funktioniert. Ja. Das Einzige, was mit Leia, wenn wir schon davon reden, etwas konstruiert wirkte, war, dass sie viele alte Szenen genommen haben und versucht haben, das Ja, halt in einzubauen. jeder Das hast du Szene mit, gemerkt, ja, in die jeder ganzen Szene mit Dialogen. Leia dachte Genau, ich so, die Dialoge, die waren so inhaltsleer. ja, oh, das war wirklich unangenehm anzuschauen, musste, wirklich, weil du halt denkst, das ist eine Person, die tot ist, ihr kratzt gerade zusammen, was ihr an Szenen mit ihr hattet, dreht irgendwie die Dialoge, dass ihre Antwort drauf passt. Das, ich fand das, Ja, oh, gut, das aber ist ganz irgendwie übel. nicht doof gemacht, muss man dazu sagen, aber es war halt zu viel. Ja, wenn du es halt einfach weißt und sowas, ist es Und schon halt merkwürdig. Es wirkte auch so, weil inhaltslos. es war relativ inhaltslos. Es war immer gefühlt in meiner Erinnerung, du hast es dreimal gesehen, du kannst mir vielleicht widersprechen. Es war immer dieselbe Einstellung, immer mit demselben Hintergrund in etwa. Nee, nicht ganz. Es, Aber sie, sie stand immer es war nicht da. viel, Be also sie Ja, hatte keine ja. Bewegung oder sowas Genau. großartig drin. Stimmt, die stand eigentlich Ja, immer. Es war immer meist. so ein Gut, Stück. aber irgendwie müssen sie es Ja, halt lösen also und das ist ich. einfach wirklich ein Unglück gewesen. Es Gibt ist sau viele tragisch gewesen, dass sie Möglichkeiten. gestorben ist. Da mussten sie halt dann damit arbeiten, nachdem sie halt, wie gesagt, die beiden anderen Charaktere der Haupttrilogie sterben lassen haben und dann die, die eigentlich noch leben soll, Es gibt halt die schlimmere. ausgerechnet, dass deren Schauspielerin stirbt, Gibt das. schlimmere Möglichkeiten, wie sie es hätten Ja, lösen können. ja. Es gibt zum Beispiel, später tritt ja auch noch Han Solo auf.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da eigentlich Leia hätte auf stehen jeden sollen. Fall, auf jeden Fall. Was ich nur komisch finde, ist halt echt, wie Harrison Ford immer so eine ich gebe auf nichts was Attitüde hat, weil halt seine Haare viel, viel länger wie waren. Dem, wie bei dem Interview, wo sie ihn gefragt haben, wer hat eigentlich zuerst geschossen, Han oder Credo? Und er so, I don't care. I don't care. Wirklich, der ist so durch mit Star Wars. Wie viel Geld sie ihm immer geben müssen wahrscheinlich, damit er da noch aufkreuzt. Das heißt wahrscheinlich, ja, das hat er doch gesagt. Ja. Die haben mir genug bezahlt, deswegen war ich da mit. Ja. Ja, auf jeden Fall, der Film fängt jetzt erstmal damit an. Kylo Ren trifft auf Palpatine auf diesen Mega. Erstmal Rey trainiert zum Jedi. Das finde ich cool. Jetzt beginnt mit Kylo Ren. Aber es beginnt mit Kylo, ja. Ja, aber ich möchte jetzt da anfangen, weil das ist. Schön für dich. Wie viel Zeit ist vergangen? Das ist auch so ein Punkt, den ich öfter mal gesehen habe. Wieso ist jetzt Rey auf einmal hier so. Ich glaube, im Title Crawl wird es erklärt. Ich glaube, ein Jahr oder so. Das war halt dieses Deus Ex Remina, sie konnte ja eh schon alles. Steine heben. Dann. Sie musste es nur noch verfeinern, tatsächlich. Was ich nicht gut fand. Okay. Dass sie so viele Sachen konnte schon von Anfang an, ohne eigentlichen Training. Denn ihre Blutlinie ist sehr stark in der Macht. Woher ist es? Ihre Eltern waren niemand. Ja. Aber ihr Opa. Niemand außer die Kinder vom. Also der vom Sohn. Größten von, Imperator aller Zeiten. Ja, wir sind Spoiler-Teil, wir können ja sagen. Ja, wir waren. Ja, Rey ist die Enkeltochter von Imperator. Genau. Was einem spätestens dann klar wurde, als sie die Machtblitze auf dieses Shuttle geschossen hat. Was Star Wars-Fans in dem Moment klar wurde, mir war es nicht so klar. Mir auch, also ganz ehrlich, mir jetzt auch nicht. Ich dachte einfach so. Ich habe den hinten nicht gerafft. Ey, ganz ehrlich, ich bin irgendwie so nach Spielelogik gegangen und dachte mir halt so, ja, mein Charakter in Knights of the Old Republic konnte auch Blitze schleudern. Mein Kalkatan konnte auch Blitze schleudern. Es ist natürlich nicht gebunden an die Palpatine-Blutreihe, dass man diese Blitze schießen kann, aber dadurch, dass die ganze Zeit versucht haben zu etablieren, sie gehört zu irgendjemandem. Ja, in den Filmen war er der Einzige, der jemals Blitze eingesetzt hat. Darauf bin ich aber ehrlich gesagt auch in dem Moment. Doku. Prequels. Also hätte man eigentlich denken müssen, geht zur dunklen Seite der Macht. Ja. Es gab ja sehr, sehr weit, also vor ein paar Jahren schon, so diese Vermutung, dass vielleicht sogar dieser Wechsel stattfinden wird, dass Rey zur dunklen Seite übergeht und Kylo versucht, Kylo sie dann zur guten Seite kommt. Was ich gar nicht so schlecht gefunden hätte, glaube ich. Ey, ganz ehrlich, für mich ist Kylo wirklich der interessanteste Charakter der Trilogie, aber finde ich auch nicht, also wie heißt es im Deutschen, der war nicht mehr, den konntest du nicht mehr erlösen. Der hat so unfassbar viel Leid eingerichtet. Wirklich, der hat seinen eigenen Vater umgebracht, Milliarden Menschen umgebracht. Und Luke Skywalker hat auch 100 Millionen Sturmtruppler. Ach komm, fang mir nicht, komm, du bist nicht die Tanja, wir müssen jetzt nicht auf die Todessterne in die Luft gejagt. Zweimal! Ey, die Todessterne waren nicht so viel, die Todessterne waren nicht so viel, wie die, ich glaube, was waren es, 5 Planeten oder sowas, die sie hochjagen mit der Starkiller Base? Ja. Also, das war grotesk. Das finde ich auch, dass das war zu schlimm gemacht in Episode 7. Und trotzdem hätte man ihm im Star Wars-Universum, weil wir in einem Märchen-Universum sind, vergeben. Wenn Übrigens war das dann nicht Kylo, sondern Hux. Hux hat das Ding abgeschossen. Kylo war noch nicht mal da. Der war gerade unterwegs und hat Rey gejagt. Ja, okay, stimmt. Aber meinst, siehst du? Aber meinst du, er hatte ein Problem damit? Meinst du, er hatte ein Problem damit? Oh, apropos Hux, was war denn das? Das verrät die komplette Erste Ordnung, weil er Kylo nicht mag. Ja, und das ist tatsächlich, kann ich persönlich. Meinst du, weil er eine miese kleine Ratte ist? Ich kann mich damit deutlich besser identifizieren. Ich finde es deutlich realistischer. Redaktionsalltag als wenn, nein, aber was wäre denn die andere Möglichkeit gewesen? Er dient seit 30 Jahren oder wie lange als. Dafür ist er gar nicht alt genug. Er dient sein Leben lang dem Imperium und merkt jetzt, das ist gar nicht so cool, was wir hier machen. Ich verrate die jetzt alle. Nee, das fände ich deutlich unrealistischer, als wenn ich sage, ich bin böse, ich bin ein Arsch. Aber den kann ich nicht leiden. Ich will den verlieren. Und wisst ihr was? Junge, warum muss er der sein, der sie verrät? Das ist eher mein Problem. Das ist mir alles wurscht. Hux war eh eine Scheißfigur. Was ich nicht verstanden habe, warum die nicht von Anfang an den General, der eigentlich Großmufti hätte sein müssen, General Price? Von der Last Order als Anführer von dem Ganzen. Der ist doch viel, der hat ein viel krasseres Profil. Der hat viel mehr Charisma. Dieser alte britische Darsteller voller Boshaftigkeit und so. Und dann nehmen die so einen jungen Typen, wo ich dem nicht mal. Ja, aber ist der Chef? Von der Last Order, ja. Okay. Und das ist ja auch nur einer von den ganzen. Und Hux ist der Anführer der First Order.
unter Kylo, aber trotzdem so. Mhm. Nee, ey, komm, vor dir habe ich doch keinen Respekt. Was willst du von mir? Geh weg. Ja. Und dann wurde einfach unzeremoniell einfach weggeballert. Piu. Von der cooleren Figur. Ich fand die Auflösung auf jeden Fall, dass er der Verräter ist. Ich fand's gut. Und auch den Grund, mich hat's gecatcht. Ich fand's gut. Okay. Weiter. Ist mir egal, was ihr macht, aber ich will den Arsch verlieren sehen. Finde ich gut. Finde ich jedenfalls deutlich realistischer, als zu sagen, oh mein Gott, ich habe jetzt hier 20 Jahre dem Imperium bedient. Ich finde es gar nicht mehr so gut, was wir machen, weil jetzt sind wir viel schlimmer als damals. Jetzt muss ich hier... Achso, du meinst diese Wandlung, ja klar. Ja. So hat er wenigstens noch irgendwo ein Motiv gehabt und ist weiterhin trotzdem böse gewesen, sozusagen. Was, ja, genau. Weil wir gerade bei Last Order waren. Wer hat die bemannt? Woher kamen die Sternenzerstörer? Und warum hatten die alle jeweils die Feuerkraft von einem Todesstern? Das letzte würde ich tatsächlich auch mit anzweifeln. Ja, also aber das war mir irgendwie das zu erste 100% Cloning. Und im ja, das stimmt natürlich. Wir leben in einer Welt, wo es Klone schon mal gab. Ja, wurde nicht auch etabliert in dem Film, dass die... Sie entführen irgendwie genau, dass Kinder. Das macht die First Order. Vielleicht hat es Last Order auch nebenbei gemacht. In der ganzen Galaxis. Sie hatten halt im letzten Film wirklich das Problem, du hättest aus der Story vom letzten Film theoretisch eine Trilogie machen können. Das hätte ja genauso funktioniert. Die coolere. Ja, tatsächlich. Wirklich, lass es sofort die Last Order sein oder sowas mit diesen... Und ich muss gestehen, ich weiß jetzt auch nicht... Star Wars ist so, was Ressourcen angeht, auch wieder so ein Problem. Wie viel brauchst du für so einen... Und wie viele Soldaten brauchst du, um so einen Todesstern... Ich habe leider gerade nicht Wikipedia offen, aber ich glaube, das Handbuch gerade nicht da, aber es gibt tatsächlich eine Zahl. Ich glaube, 50.000 pro Todesstern oder pro Sternzerstörer. Nee, ganz so viele waren es nicht, aber es war eine vierstellige Zahl. Ja, die da drauf arbeiten, aber wie viele brauchst du, um die da rauszufliegen und zu sagen, okay... Skeleton-Crew-mäßig. Draußen steht ja das Imperium parat. Und zu sagen, hier... Bemannt unsere Schiffe, wir haben euch 10.000 Schiffe gebracht. Ja, das ist aber halt auch mein Problem. So, das wurde über diese drei Filme wurden nie genau so Größenordnungen klargestellt. So, die Starkiller Base hat jetzt 4 Planeten zerstört oder sowas. Ist dadurch jetzt die komplette Armee der Republik zerstört? Aha, weil irgendwie wir niemals eine Republikarmee sehen, sondern immer nur Rebellen, die auch von Anfang an Rebellen sind, obwohl sie die etablierte Macht sind. Das ist ja gestrichen. Die ganze Übernahme von Coruscant und eine große neue Republik aufbauen und so wird auch alles gestrichen irgendwann. Gestrichen? Das ist doch alles Expanded Universe, mein Freund. Ja, aber ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass in den 35 Jahren nach den Filmen ja wohl die Republik wieder aufgebaut wurde, weil sie wurde ja etabliert, dass es die Republik gibt. Wie war das Mandalorian spielt zwischen 6 und... Ja, das spielt in den Jahren, in chaotischen Jahren. Da reden die von der Republik, glaube ich schon, aber die Frage ist halt, ob die eine große Flotte in der Zeit aufgebaut haben. Ja. Eigentlich hätten sie es müssen, weil es gab ja noch Reste vom Imperium. Deswegen mag ich Mandalorian, dass es eben so etabliert, so die ehemaligen Imperialen sind jetzt halt so Warlords und sowas, halten immer noch so an ihren Strukturen fest. Ja. Und wann spielt das? Zwischen 6 und 7. Ein paar Jahre nach Episode 6. Ein paar Jahre nach... Zwischen 6 und 7. Vor der Gründung der First Order. Moment, zwischen 6 und 7. Es spielt nach dem Alten mit den Ewoks? Ja, was 3 und ist? Vor... Nein, das ist 6. 6? Prequels, du darfst Prequels nicht. Prequels sind 1, streichst, ist okay. Prequels sind 1, 2, 3. Sagst dann haben wir die alten 4, 5, 6. Zwischen dann ist Mandalorian. Skywalker hat gewonnen und... Genau, zwischen Darth Vader ist tot und Rey taucht auf quasi. Ja. Genau, da spielt Mandalorian. Und deswegen mag ich es eben, weil das halt so schön... eben ein neues Expanded Universe einem bietet und zeigt so, was ist eigentlich aus den ganzen Imperialen geworden. Es gibt sie noch, sie sind immer noch in Regionen, The Pest und sowas, genau. Aber es führt jetzt gerade so weit, sorry. Ja, oh Gott. Wo waren wir denn? Ach ja, Rey trainiert, wird zum Jedi, die restliche Crew fliegt mit dem Schiff durch die Gegend und erledigt kleinere Aufträge. Sehen wir auch ein bisschen Action-Szenen, wie sie da rumfliegen. Und auf der anderen Seite der Galaxis... Da wollte ich noch gerade kurz drauf hinaus. Dieses Lightspeed-Springen, was sie machen. Das war cool. Das fand ich visuell, war wirklich so die eine Sache am Film, wo ich echt sage, wow, das war jetzt irgendwie echt cool. Das einzige Mal, wo du 3D brauchtest. Oder wo 3D halt Sinn macht in dem ganzen Film. Weil alles andere war null. Was ich aber auch schön finde, dass die Filme nicht mehr vollgestopft werden mit Szenen, wo die Regisseure denken, oh geil, wir haben 3D-Filme. Siehst du was? Cooles machen. Hand ins Gesicht. Boah. Aber ich hätte den 3D-Quark überhaupt nicht gebraucht, die ganzen Filme. Ich, freue mich auch, ihn irgendwann mal zu Hause zu schauen, ohne 3D. Ja. Also da will ich nochmal Szenen nachgucken. Okay, also wir waren jetzt wo? Kylo Ren, auf der anderen Seite des Universums trifft Kylo Ren.
Was, Kylo Ren? Den Imperator. Achso, den Imperator, den hat man doch schon. Ja. Will eigentlich hin, um ihn auszuschalten, weil der ist für ihn Konkurrenz laut dem Title Crawl. Ja, stimmt. Der sagt ihm aber, hey, ich habe eine Flotte für dich. Kylo Ren ist okay. Oh, gut, dann. Ja. Also wir kriegen etabliert, da gibt es ein Gebiet, die Exodus, sage ich immer, aber es heißt irgendwie anders, ne? Exo, ich komme gerade auch nicht mehr auf den Namen. Palpatine Base. Ja, die Exo genau, da, was? Die Palpatine Base, ja. Wo er eine unbenannte Zahl an Schiffen gebaut hat. Wird nicht gesagt, ne? Die irgendwie unter der Erde stecken. Man sieht in den Himmel und sieht, keine Ahnung, wie viele. Der Himmel wird verdunkelt durch Sternenzerstörer. Und in der Mitte irgendwo ist eine Pyramide, wo er drin sitzt. Eine fliegende, eine schwebende Pyramide, die so... Eine umgedrehte Pyramide. Drei, vier, nee. Die geht so. Nicht ganz, aber die hat keine Spitze. Ah, was? Ich dachte, die war schon unten breit und ging dann nach oben. Aber die hatte oben keine Spitze. Ja, aber sie war unten breit. Das war ein Sith-Tempel. Ja. Muss ich... Der schwebt auf jeden Fall so 3-4 Meter über dem Boden, dass man bequem drunter durchläuft. Ich habe jedes Mal, wenn einer da durchgelaufen ist, habe ich gedacht, oh, ich fällt's runter. Lass es runterfallen, dann ist es hier erledigt, ist der Film zu Ende. Ja, und der ganze Film dreht sich dann um die Schnitzeljagd, weil unsere Rebellen, unsere Rey, unser Poe und Finn den Weg dahin finden müssen, um den Imperator dort auszuschalten und die Flotte da zu vernichten. Im Laufe der Zeit kriegen wir dann irgendwie auch noch gesagt, so, ha, die Flotte ist da voll kampfunfähig, weil Blitzgewitter, da kann man nicht fliegen, da ist sind irgendwelche... Nicht aufsteigen, die können die Atmosphäre nicht verlassen ohne diese... Navigationsdinge. Genau, wo ich halt einfach nicht verstehe. Da ist der Chekhov'sche Navigationsplot, den müsst ihr kaputt machen. Ja, es ist ein Plot-Device. Ja, das ist pure Plot-Device. Was ich auch noch interessant finde... Dass der Palpatine wieder lebt, das ist ja bekannt in der kompletten Galaxie, weil es eine Nachricht gibt, die irgendwie überall veröffentlicht wird, die wird man aber im Film nicht sehen. Wenn ihr die sehen wollt, müsst ihr leider Fortnite irgendwie ein Video euch raussuchen, weil diese Nachricht nur in Fortnite ausgestrahlt wurde. Das ist die Welt, in der wir leben. Ja, das ist furchtbar. Zielpublikum von Disney. Das sagt einiges aus. Damit hat er nicht mal Unrecht. Das ist das verdammte Zielpublikum von Disney. Natürlich. Aber zum Glück ist der Film düsterer geworden, als ich es befürchtet habe. Ja, also jeder, der jetzt dort voll die tiefgehende Story erwartet, der vergisst einfach, wen es gehört. Das ist Disney. Ja. Und auch der Original-Star Wars hat keine Tiefe. Der Original-Star Wars hat auch im Prinzip dieselbe Geschichte, oder? Das war einfach ein guter Abenteuer. Wir haben einen Todesstern. Oh, wir machen eine Schnitzeljagd, wie wir den Todesstern vernichten können und vernichten ihn. So, jetzt haben wir die Schnitzeljagd. Oh, da ist eine Flotte, wir müssen sie vernichten. Wir haben 3-4 Hinweise, reisen durch die Galaxie auf der Schnitzeljagd hinterher. Das war einfach ein sehr guter, sympathischer Abend. Wir haben den Imperator und der Imperator zeigt jemanden, ey, ich vernichte gerade deine Freunde da draußen. Und so, oh, das kommt mir auch bekannt vor. Ja. Noch nie vorher passiert. Aber ja, trotzdem, ich war unglaublich gut unterhalten und ich fand es einfach so, es war gerade diese, wie ich es schon tausendmal erwähnt habe, der Stinkefinger gegen Johnson war einfach großartig, deswegen liebe ich diesen Film. Lieben? In der Richtung, weißt du. Weil ich will jetzt auch mal sagen, ich habe in diesem Film irgendwann auf die Uhr geschaut, wann er aus ist. Und es war nicht der längste alles. Nee, es geht mir auch nicht um die Länge, sondern wirklich einfach nur so, ich habe so Puh gemacht und dann auf die Uhr geschaut und gesehen, es geht nun. Du solltest nicht vor dem Film was trinken, ganz wichtig. Erst in der letzten halben Stunde. Und habe mir nur gedacht, scheiße, vor dem Start immer es geht noch eine Stunde weiter. Nee, aber ich muss sagen, also ich fand den auch, für mich ist Star Wars ja keine Religion und ich sehe die Filme nicht schwarz-weiß. Nicht mehr. Der war einfach für mich meh. Ich sage nicht, dass der furchtbar war, er war meh. Ich war wirklich immer so, Für mich war er ein schöner Abschluss der Trilogie. Der Film hat mich gut unterhalten. Der Film hat mich nicht zurückgelassen, dass ich mit irgendwie offenen Fragestellungen in meinem Kopf oder Szenen oder Wendungen, wo ich denke, so, aber das macht gar keinen Sinn. Da gab's ja wahrscheinlich auch, weil ich nicht sehr tief in diesem Universum drinstehe. So Sachen wie zum Beispiel die Force, also die Macht, hier das Jedi-Skype zwischen Kylo Force und... Force Link und Force Heal, und das gab es tatsächlich im Expanded Universe schon. Beides. Dass die Sachen hin und her geben. Mein und Problem so mit der Machtheilung halt ist natürlich... Auch. War das nicht die Sache, die Anakin wollte und deswegen... Die Vader sogar gemacht hat in Shadow of the Empire. Wir reden über die Filme. Das ist mir vollkommen wurscht, dass du nur über die Filme redest. Ja, es ist aber halt leider für diese Filme... Nee, es ist nicht leider am Arsch. Ich finde es gut, dass die Sachen zurückbringen, verstehst du? Aus dem die komplette Expanded Story von Vader war, er will die Chance haben, mit der Macht Leben zu geben. Und dann macht es halt Rey einfach.
Kylo macht es sogar dann. Er gibt nicht unbedingt Leben zurück. Sie war tot. Ja, er gibt sein Leben zu ihr. Ja, ja, genau. Aber ich glaube, wenn Anakin das gekonnt hätte, dann hätte er das auch. Das ist aber durch einen Force Link und Padme und er hatten keinen Force Link. Ich finde es halt cool. Ich finde es halt cool, auch wenn du es doof findest, weil du keine Ahnung von Star Wars hast. Ich finde es cool, dass die Expanded Universe Sachen wieder zurückgebracht haben. Ja, aber es ist halt so Cherry Picking. Natürlich, warum denn nicht? Warum denn ja, nicht? Ja, und ich habe keine Ahnung von dem Expanded Universe. Für mich war das halt einfach. So, ist das die Sache, die man hätte zurückbringen sollen? Ist es nicht eine schlechte Sache, zurückzubringen, diesen Aspekt? Weil eine schlechte Sache wäre es nochmal, Jar Jar zurückzubringen. Wen zurückzubringen? Jar Jar Binks. Nein, für mich als nur Filmegucker war das halt was Neues und auch nichts, was ich jetzt irgendwie schlimm fand, weil ich ja schon mehrfach erwähnt, bei dem Dingsbums steht, die Macht ist unerklärlich, keiner definiert sie, also was kann sie, alles und nichts. Der Film hat Macke. Das gebe ich auch zu. Und die größte Macke ist, etwas, was niemals aufgebaut wurde, ganz spontan passiert ist, ein totaler Bullshit war. Der Kuss am Ende. Ja. Oh genau, mein Gott, da wollte ich eigentlich zum Schluss drin kommen. Weil Entschuldigung. Du wolltest chronologisch durchgehen. Nee, ich wollte den absoluten Bullshit. Achso, das stand da sogar hier. Bullshit-Moment. Bullshit-Moment des Films. Die zwei haben eine ganz klare Verbindung seit dem ersten Teil der Trilogie. Das schon. Sind sie irgendwie gelingt. Aber nicht in der Form. Genau. Und dann sitzen die da und dann küssen die sich auf einmal. Da war halt null Knister. Der Mann hat, wie gesagt, dazu beigetragen, dass ihre Freunde getötet werden. Der Mann hat sie selbst gefoltert. Da war Mann. Null Romantik. Ja, das war so ein Disney-Moment. Von mir aus entsteht so ein familiäres. Damit hatte ich überhaupt kein Problem. So. Ja, aber Bruder, dann wirklich ist da ein Kuss. Vor allem nachdem die so blutleer waren, diese Filme. Da war nie irgendwas an Romantik, Leidenschaft oder sonst wie in diesen neuen Filmen. Ja, vor allem nicht zwischen den beiden. Ja. Und nee, da wäre eine Romanze zwischen Rey und Poe wäre realistischer gewesen. Zwischen Poe und Finn wäre glaubhafter gewesen. Zwischen Rey und Finn. Ganz ehrlich, ich hätte von mir aus hätten sie wirklich sagen können, seien wir doch, sie haben ja ihren einen letzten Kuss eingebaut von irgendwelchen zwei Niemand-Charakteren. Nee, war das nicht die eine Generälin? Ah, könnte sein. Teil davor? Ja, was aber die... Ja. Zwei Niemand-Charaktere. Nenn mir ihren Namen, Philipp. Jedenfalls, das wird ja... Ich bin ja bis heute jedes Mal erstaunt, wie Leia heißt Organa mit Namen. Wie gesagt, die Szene wird jetzt ja auch einfach weltweit überall in allen schönen Autokratien und Diktaturen rausgeschnitten. Hm. Ja, ey, wie gesagt, lieber Poe und das als Poe und Finn als Rey und Kylo, ja, weil es ist so... Ich hätte auch Rey und Finn. Warum nicht? Ja, er hätte auf jeden Fall mehr Dynamik gehabt als die beiden. In der Richtung wurde es in 7 auf jeden Fall besser. Aber Finn ist doch mit der Asiatin. Nein, überhaupt nicht. Das fand ich cool. Das war auch ein Fingerzeig gegen JJ. Ich finde das gut. Schulterklopfen und weg. Fingerzeig gegen Johnson meinst du? Ja, genau. Ja. Mittelfingerzeig gegen Johnson. Also die Beziehung macht da auch keinen Sinn. Das fand ich aber auch. Wobei ich das schade fand. Ich finde es furchtbar. Du kannst nicht einfach. Also, das ist halt. So machst du doch keine Trilogie. Kann sich dann dem einen Charakter im zweiten Film die Hälfte der Screentime geben, neben Finn, einem der Hauptcharaktere, und dann im dritten sagen, ja nö, du, ich bleib hier bei der Leia. Das meinte ich mit dem Redcon ausverkauft, den ich vorhin meinte, dass die sich gegenseitig geredconnt haben. Das ist kein Fingerzeig, das ist Verzweiflung gewesen. Wobei ich auch glaube, da hätte das ganz gut passen können, dass sie in der Basis bleibt. Der Plan war ursprünglich mal sie in der Basis mit Leia, die alles organisiert, was halt durch den Tod von Carrie Fisher obsolet geworden ist. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es ein Fingerzeig war, sondern halt Verzweiflung, was machen sie jetzt mit dem Charakter und konnten halt nichts mehr machen, ne? Denke ich auch. Ich muss auch gestehen, ich weiß nicht, wann Carrie Fisher gestorben ist, ob da schon was gedreht worden ist, wie viel da gedreht worden ist, noch gar nichts, oder wie viel geplant war. Ich glaube, die war bei der Premiere von, also als Episode 8 ins Kino gekommen ist, war sie schon tot. Okay. Da hatte ich mich nämlich schon gefragt, am Ende steht vor Carrie, glaube ich, irgendwo in Genau. Gut, das muss ja nichts heißen, ich weiß ja nicht, wann die anfangen zu drehen mit dem nächsten, bevor der erste, bla. Das war so. Herr der Ringe war abgedreht. Da der Regisseur noch nicht feststand für den dritten Teil. Das läuft halt tatsächlich kurzfristiger als früher. Mhm. Ja, halt vor allem bei denen. Back to the Kiss, er war fürchterlich und ich habe gedacht, okay, jetzt versteht auch der Letzte, dass es ein Disney-Film ist. Ey, ich saß einfach nur da. Ich war wirklich ein bisschen überwältigt von dem Moment in der Sache, in dem Sinne, dass ich so dachte, was soll ich jetzt fühlen? Bin ich wütend? Bin ich
Egal. Es gibt Leute sogar, die das gut fanden. Ich verstehe es nicht, warum. Aber ich habe ja gesagt, ich habe ihn dreimal gesehen. Und in allen drei Vorführungen, immer bei dieser Szene, auf einmal überall getuschelt und so. Was? Was? Gott, was soll das denn jetzt? Macht, aus allen Richtungen. Macht wenig bis keinen Sinn. Das war auch das, was ich an Rogue One, habe ich das ja so gefeiert, weil die saßen ja zum Schluss an den Rand und haben diesen kitschigen Kuss, der in 9 von 10 Filmen an dieser Stelle kommt, einfach weggelassen. Mein Problem mit Rogue One ist wirklich der erste und der zweite Akt. Den Film kannst du vorspulen bis zum dritten Akt und dann hast du den besten Fanfilm zu Star Wars. Rogue One ist von Anfang bis Ende der beste Film in der Star Wars Kino-Historie. Diskussion verschieben wir auf einen anderen Tag, weil der den Anfang und Mittelteil von Rogue One brauche ich nicht nochmal gucken. Empire Strikes Back. Okay. Empire ist immer noch der beste Star Wars Film aller Zeiten. Problem mit Rogue One ist halt, es hat keinen einzigen Charakter, der sympathisch ist oder den, für den, dessen Schicksal du dich interessierst. Nee, weil du weißt das alles schon. Ja, eben. Deswegen brauche ich einfach nur den dritten Akt oder nenn mir mal die tollen Sachen, die in Akt 1 und 2 passieren. Einfach nur ein schöner, unterhaltsamer Film. Okay, schön. Und zwar Step by Step. Also ohne Längen. Keine echten Längen. Gehen wir wieder zurück zu Episode 9. Ach ja. Was haben wir denn? Wir waren gerade beim Kuss, weil wir vorgegriffen haben. Da können wir den jetzt weglassen. Diese Schnitzeljagd hat mich ehrlich gesagt wahnsinnig gemacht im Neuner. Wir müssen den Typ finden, der das Ding hat, mit dem wir das Ding finden, mit dem wir den Ort finden, mit dem wir dann zum Imperator kommen können. Ja, das ist für mich die Essenz von Star Wars Filmen. Na, nennen wir so eine Schnitzeljagd. Das ist die Essenz von einem Action-Adventure Film. Ja. Was war denn? Na, du kannst jetzt nicht einfach Filme aufzählen. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, nennen wir so eine verschwurbelte Schnitzeljagd im einen der anderen Filme. Im Vorgängerfilm. Nee, da gab es keine Schnitzeljagd. Außer diese Suche, die Sidequest, die furchtbar war. Oh, ich sag Casino. Der Casino-Planet. Also der gehört wirklich verbrannt. Mich hat das überhaupt nicht gestört. Ich fand's super. Was mich ein bisschen gestört hat, was ich vorhin schon meinte, mit niemand ist wirklich tot, mit Chewie killen, auch doch wieder da. Die Fake-Outs, die haben mich aufgeregt. Oh nein, Chewie ist tot. Nein, Chewie ist nicht tot. Oh nein, C-3PO ist im Grunde tot. Okay, bei Chewie, 2 Szenen später. Ja. Dass er wieder da ist. Und bei 3PO war es ja bei irgendwie. C-3PO 3 Minuten später. Bei 3PO haben sie ja vorher schon so angedeutet, der hat doch dein Zeug gespeichert, oder? Das ist so das Data-Prinzip. Ja, aber sie haben es extra so etabliert. Hast du dein Zeug nicht gespeichert? Nee, ja schon, aber das funktioniert nicht. Datenbanken sind doch unsicher. Ja, genau. Ich vertraue seinem Speicher nicht, ja. Genau. Okay, ja, dann soll ich diese Szene also so nehmen, dass er wirklich... Aber ich fand es cool, dass das ein Safe-Game war. von so einer älteren Stelle. Ja, aber nee, also... Ihr watscht es gerade weg, aber ich fand es halt wirklich toll. Von wann war das Safe Game? Wahrscheinlich von vor den Johnson-Filmen, oder? Theoretisch, um nochmal einen Mittelfinger zu lassen. Ja, oder am Ende kriegt er irgendwie den Speicherpunkt, den sie hatten, noch in den Prequels und plötzlich weiß er, mein Meister war Darth Vader. Das wäre gewesen. Oh Gott, nein. Aber das das fand ich furchtbar, weil sie ja wirklich... Die machen ja wirklich einen emotionalen Moment draus. So, letztes Mal schaue ich meine Freunde an. Leute, die ihn alle nicht leiden können, die nicht etabliert wurden, dass sie irgendeine Connection zu ihm haben. Und dann später wird es halt, es wird dann auch so als lustig dargestellt. Hey, das ist Babak, oder wie er heißt, dieser kleine Goblin, der an ihm schaut hat. Super Charakter. Der war süß. Ja, das ist mein ältester Freund. Das war witzig, aber ich denke mir, das ist gerade eine komplett neue Person. Die andere Person ist gerade quasi gestorben, damit wir hier weiterfinden können. Ja, bei Druiden sehe ich das deutlich gelassener. Ja, da humanisiere ich die dann vielleicht. Was mich an der Szene tatsächlich am meisten, also nicht geärgert hat, das ist das falsche Wort, aber was meinen Kopf am meisten beschäftigt ist, C-3PO ist ziemlich alt. Mhm. Irgendwer hat ihn irgendwann mal gebaut. Darth Vader. Warum zur Hölle hat er dem rote LEDs in die Augen eingesetzt, die nie benutzt werden? Außer jetzt. Das ist halt wirklich, es ist kein Sci-Fi. Es ist Space Fantasy. Ja, ich weiß, aber das hat... Weil er Sith-Sprache liest, wird er jetzt plötzlich rotäugig. Das hat tatsächlich mein Kopf am meisten... Das könnte zwischendurch aber auch geändert... Fieser, es gibt Romane zwischendurch. Wer weiß, ob es dazwischen Erklärungen gibt. Wie die Sache... Ja, aber es gab auch eine Erklärung für den roten Arm. Zum Beispiel. Das ist auch so... Hello, Mu. I now have a red arm. Das würde ich auch gar nicht so ausschließen. War aber ganz nett, Aber wie man sich Sprache erklärt. Warte mal, was gab es noch für Fake-Out? Ach ja, du dachtest, erst Kylo stirbt, weil Dings ihm das Schwert durchrammt. Dann wurde er in den Abgrund geschossen, genau wie Palpatine damals.
Genau. Ah, oder das sagt Palpatine ja sogar. So, und ja, dann natürlich das am Ende mit, oh nein, Rey ist tot, nein, sie ist doch nicht tot. Also es war der Film der Fake-Outs, wirklich. Ja, so wie Finn vorher schon mal gestorben ist und doch wieder. Ja, aber es war tatsächlich, bis auf den vom Chewie war keiner, der mir negativ aufgefallen wäre. Weil Chewie auch zu schnell wieder da war. Ja, bei Chewie dachte ich halt auch wirklich so, wirklich einen der absoluten Hauptcharaktere reinmacht, der einfach so abseits. Und dann wurde einfach gesagt, nee, es war ein anderes Raumschiff, wo ist es? Hä? Da standen zwei. Du hast nur einmal gesehen, ah, okay. Genau, das war dann auch nachher, als er dann wieder da war, habe ich mir gedacht, so scheiße, spul nochmal zurück, ich will wissen, ob da zwei standen. Das habe ich nämlich beim ersten Mal auch nicht gesehen. Und beim zweiten Mal, guck mal, hast du genau drauf geachtet. So, oh ja, stimmt, da stehen zwei Shuttle, ja, okay, alles klar. Okay. Ja, aber Chewie ist im Expanded Universe auch gestorben. Der wurde von einem Planeten zermalmt, oder? Mond oder Planet? Planetenkiller. Und das aber war die Zeit um den echten Ben Skywalker, der eigentlich der Sohn von Luke ist. Aber ja, andere aber Geschichte gibt es ja nicht mehr. Chewie hat für mich das Schönste, oder eine der schönsten Sachen an dem Film. Oh Gott, Chewie hat die Medaille. Seine Medaille gegeben. Oh. Ein 40 Jahre lang existierender fucking Filmfehler sozusagen. Warum bekommt denn Chewbacca als einziger keinen, weil er die Rassisten, die Rebellen sind verdammt. Ja, aber ich habe irgendwo mal eine Erklärung gelesen, dass es Dass es abgelehnt hat, weil er. Nee, dass die Rasse der Wookies, ja, dass sie keinen Körperschmuck oder dass man denen ihre Körper nicht mit irgendwas. Sie haben doch ihr Banden. Ja, aber das hat nur er wohl, oder? Nee. Irgendwas in der Richtung, dass man denen nichts anlegt oder sie ihr Fell nicht bedecken oder sowas. Es wäre ja selbst egal, wenn es nur er wäre, weil dann würde er ja der eine Charakter sein, der eine Medaille tragen kann. Mal abgesehen davon, war das der erste Film damals und da gab es diese ganze Fiction noch gar nicht. Von daher, oh nein. Ja, vielleicht war das auch irgendwas, was Lukas sich irgendwann mal 30 Jahre später... Vielleicht gab es kein Budget mehr für eine andere Medaille. Aber ich fand es war ein schöner kleiner Fanservice, dass er die Medaille einfach hat. Ich fand's gut. Warum haben eigentlich nur die damals eine Medaille bekommen? Da haben noch mehr Leute. Was waren mit Wedge und so? Also die waren doch... Wedge war übrigens dabei, Wedge Antilles, ne? Hast du ihn erkannt? Nee. Das war der grauhaarige Typ an der Kanone vom Falken, ganz kurz zu sehen. Oh, wow. Leider das ist etwas, wirklich leider blink, etwas blink kurz, and you miss it. Blink and you miss it. Ja. Ach ja. Die Mann. Endschlacht. Oder gehen wir zur Endschlacht? Eins würde ich gerne noch, zwischendrin sind sie ja auf dem Planeten, wo wir ein bisschen mehr über Poe erfahren, den alten Gewürzschmuggler. Stimmt, da ist noch ein Fake-Out, dass diese mit dem Deathpunk-Helmet, dass die ja, dabei drauf geht. Den Charakter zum Beispiel, den das ja, war der, für mich ein Fake-Out. Die hat man zuletzt dort gesehen, Luft, sie hat ihr Ding weggegeben, womit man durch die Blockade kommt. Ja, aber die sah nicht so aus, als hätte sie keine Möglichkeiten, da trotzdem noch irgendwie wegzukommen. Also es klang auch nicht so. Ja. Aber diesen Charakter verstehe ich nicht. Warum das man da nochmal so einen zusätzlichen ich Charakter... Ich glaube, da hat JJ einfach irgendeinem Schauspielerfreund von sich eine Rolle gegeben. Das war Carrie, oh Gott, wie hieß Carrie die? Russell. Ja, genau. Spielt in The Americans mit. Genau, auch eine relativ bekannte Schauspielerin, deren Gesicht man halt nicht nur sieht. Einmal kurz die obere Hälfte. So wie Phasma oder sowas. War in der deutschen Fassung übrigens synchronisiert von Lara Loft. Ja. Habe ich aber auch erst gehört. Also, Moment, die Stimme, die kennst du irgendwoher. Ja. Okay, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ja, ich habe auch nicht auf Deutsch geschaut, deswegen. Ich weiß jetzt auch nur. Aber das, keine Ahnung, das war halt auch so. Das so war ein auch. Charakter. Ja, das war auch voll. Ihr müsst immer dran denken: Disney Merchandising. Die Figur neue von der, Figuren. Ja, du brauchst den Charakter nur ein paar Sekunden reinbauen, schon hast du eine neue deshalb Figur. Deshalb haben wir ja auch einen neuen Druiden, den ich auch wieder, wie immer, halt süß finde. Hat er nicht Finn alles verraten über Rey? War das nicht so? Weil das war ja der Druide von dem einen Jedi-Jäger, den sie da gesucht hatten, ja, ursprünglich. Da wusste er alles, ich glaube, darüber. Naja, er hat ihm vor allem erstmal erzählt, wie sie da das neue Gadget kommen und bla und hin und her. Ich weiß nicht, ob Finn dann gefragt hat, ach so, und... wer war denn das Kind von den Leuten, die du hier hast? Nein, das nicht, aber er wird wohl erzählt haben, mit warum, was seine ursprüngliche Aufgabe war von seinem Meister und so. Bla, das Kind von Suchen. Ja, aber wenn der sagt, das Kind von Palpatine, ich weiß nicht, ob Palpatine. Finn dann... Rey, ah, ja, alles klar. Übrigens, apropos Finn und diese anderen ehemaligen Stormtrooper, ich glaube, es ist richtig erkannt zu haben, dass die alle durch die Macht... wie heißt das, wenn man... Desertiert, ist das so? Ja. Genau. Sind. Durch die Macht. Weil die Macht sie halt da rausgeholt hat. Weil das waren ja alles entführte Kinder, die zu Fürsten. Ja, ja. Ich muss nur ich sagen, hätte die nicht gebraucht, muss ich sagen, die komplette Gruppe. Nee, das war so ein Spielzeug. Merchandising. Check-off'sche Gruppe. Ja. Wie, Moment, dann kennst du aber Star Wars Merchandising schlecht.
Selbst wenn da irgendwo ein Stein gestanden hätte. Es gibt ja auch jetzt die Sith Troopers. Oh, ich fand auch das schön, letztens noch ein Gespräch gesehen dazu, zu dem Film, wo dann auch so gefragt wird, okay, das ist jetzt die Last Order, die orientiert sich an dem alten Imperium. Okay, die Sternzerstörer sehen aus wie früher. Ja, macht Sinn. Dann müssen also auch die Truppen aussehen wie früher. Nee, die haben das Design der neuen First Order. Warte, was? Und neue. Wegen Spielzeug. Die sind rot. Es ist die neue Malibu Space Daisy mit dem... Man an jeder Rüstung sofort erkennt, wo er hingehört. Ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich reden wollte. Ach ja, die Gruppe. Ja. Mit den Flüchtlingen. Riecht es für dich nicht auch nach einer neuen Disney Plus Serie? Mm. So, ich weiß nicht, wo ich herkomme. Lass uns das rausfinden. Ich finde es ganz witzig, Finn hat jetzt wirklich in den drei Filmen drei Love Interests gehabt, weil sie ihm einfach nicht Poe geben wollen. Das heißt, er ist der Kirk des Star Wars Universums. Ja, vor allem die Rose hat er einfach gefriendzoned. Ich stehe jetzt nicht auf Männer, aber so ein Schnuckerkerl, oder? Ja. Der ist jetzt nicht hässlich. Der hat die einfach mal gefriendzoned. Einer der wenigen Sturmtruppler, der noch lebt. Genau, nicht so viele von sich behaupten. Was wurde eigentlich aus Phasma? Phasma wurde besiegt von Finn im 7. Ja, ach, die sollte wirklich tot sein. No one's ever really gone. Eben. Ja, nee, ich glaube, die soll wirklich tot sein. Das war eine total überflüssige Figur. Wer hatte die, ja, wie so viele, wer hatte die eigentlich eingeführt? Hatte die JJ eingeführt? Ja, die JJ schon eingeführt, ja. Und die lief die ganze Zeit, egal was, war immer mit ihrer verdammten Waffe in der Hand rum. Warum? Das ist doch unpraktisch, wenn man aufs Klo muss, oder? Ja, vor allem ist die nicht so ein Anführer. Und ja, warum läuft die ganze Zeit mit der Waffe rum? Oh ja. Nee, der das frage ich mich sowieso bis heute noch, warum jeder Sturmtruppler auf so einem Schiff bewaffnet ist. Stimmt eigentlich. Warum die ja ständig patrouillieren? Als ob auf dem Flugzeugträger der US Army alle bewaffnet rumlaufen würden, weil jederzeit irgendwie ein russischer Spion auftauchen könnte oder so. Und ständig am Patrouillieren, überall, jeder Gang. Weil der Ursprung dessen... Und immer in voller Rüstung. Weil der Ursprung ein trashiger Sci-Fi-Film aus 1974 ist. Was, Flash Gordon? Ja, man... Fear of the Universe. Man darf da halt nicht so genau hingucken. Aber das ist halt Sci-Fi-Fantasy. Man darf da eigentlich nicht nach Sinn suchen. Das ist ja dasselbe wie in The Witcher oder sowas. Das ist Fantasy... Die Schlachten in The Witcher machen alle keinen Sinn. Wenn meine Stadt belagert wird, laufe ich nicht mit dem Militär raus und kämpfe auf einem Hügel, sondern ich ziehe mich hinter die Mauer zurück. Dieses ganze Militärzeug ist immer Murks zu diskutieren. Und deshalb ist auch in Game of Thrones machen die Schlachten auch keinen Sinn, obwohl da halt viele Zuschauer der Meinung waren, sie müssten unbedingt Sinn machen. Ich finde halt immer, du kannst so viel kritisieren. Ja. Die Sache muss es jetzt. Das Ding ist, wenn Filme realistisch wären, ob Schießereien, ob Schwertkämpfe, ob Schießereien hatte ich, ob Faustkämpfe, das sähe in realistisch alles kacke aus. Ja, ja vor allem Star Wars hat sich ja von Anfang an so... Hast du dir mal einen Original-Schwertkampf angesehen? Den will keiner im Kino sehen. Mhm. Die sehen nicht gut aus. Das ich meine, sagen wir es so, es gibt, ich finde, das muss ich den neuen Filmen wirklich gutheißen. Ich finde ihr ganzer Umgang mit Lichtschwertkämpfen besser als mit Prequels. Ja. Prequels war ja nur noch Akrobatik und Rumflippen und es schaut unrealistisch aus. Aber der cool Kampf aus. Im Wald im 7er, ja. Der Kampf im Wald im 7er, den fand ich super. Wirklich dieses, du hast immer das Gefühl, wow, so ein Lichtschwert ist eine wirklich, wirklich gefährliche, zerstörerische Waffe. Da wird dann plötzlich mal nebenbei ein Baum umgefällt und sie haben sie ja, ich glaube, sie haben mit Metallstangen die Szenen gedreht, während in Prequels und sowas haben sie halt so irgendwelche, was weiß ich, Plastik-Gummidinger benutzt. Deswegen wirken sie schwerer in den neuen Filmen, was natürlich auch wieder keinen Sinn macht, weil es ja eigentlich nur ein Laser, aber das ist halt, wie gesagt, es ist nicht Sci-Fi, Hard Sci-Fi, das alles seine Basis in Wissenschaft hat, sondern das ist Space Fantasy. Und deswegen finde ich auch die Lichtschwertkämpfe so cool in den neuen Filmen, vor allem halt den im Wald oder auch den im Thronsaal. Genau. Ich habe mir nur jedes Mal gedacht, wenn Kylo Ren auch in den Vorgängerfilmen mit seinem komischen dreisäbligen Schwert, der das so rumwirbelt, denke ich mir so, sorry, dein Handgelenk wäre jetzt ab. Naja, das wenn ist etabliert, wenn du das Schwert so rumwirbelst, wäre dein Handgelenk ab. Das ist aber etabliert, dass Jedi halt die sind, die ganz gut mit dem Lichtschwert umgehen können. Deswegen siehst du kaum jemand anderen, der sie benutzt, weil die halt so gefährlich sind. Eine Sache habe ich vermisst in Episode 9. Die Erklärung, warum Rey alles konnte, auch machtunabhängig wie Fliegen. Wie der krasseste Pilot aller Zeiten, besser als Poe. Der ach, du meinst, weil sie ja eigentlich immer nur auf diesem Wüstenplanet war, noch nie geflogen ist. Pff, stimmt eigentlich, bei ihr sind und alles so, reparieren. Ja.
So. Ja gut, sie war Schrottsammlerin, ihr Leben lang. Also das, ja eben. Das ist so ihr Leben lang Schrottsammlerin, deswegen weißt du, wie die komplette Technik im Millennium Falcon funktioniert. Ja, so ein bisschen Fanboy-mäßig, ja. So alles drüber schon mal gelesen. Und jetzt muss ich mal wieder euren Scheiß euch zurückwerfen. Die Macht wird sie schon irgendwie geleitet haben. Genau. Ja, meine, die Macht sofort. Die Macht bringt sie von dem Punkt A zu Punkt B, wo sie mal. Wurde das nicht auch irgendwann mal in der ersten Trilogie irgendwie gesagt, dass die Jedi auch so gut fliegen konnte oder Luke so gut fliegen konnte, weil er halt mit der Macht. Ja, Reflexe ja, schon. Das heißt aber nicht, dass du die Technik automatisch kannst, ja. Weil bei Anakin war es so, der hat ja Podracing schon gemacht. Ja. Das heißt, und Luke ist auch schon recht viel rumgeflogen, auch auf seinem. In seinem T16 Skyhopper. Womb-Rats oder sowas abgeschossen. Womb-Ratten abzuschießen, ja. Was, genau. Zu schießen auf kleine unschuldige Lebewesen? Das könnte man heute nicht mehr so machen. Ja, gut, das war jetzt tatsächlich nichts, was mir negativ aufgefallen ist. Also ich kann auch nicht die Leute leiden, die sagen irgendwie, Rey ist jetzt eine Mary Sue, Rey ist eine Mary Sue, weil, sorry, Star Wars ist voller Mary Sues. Also, was ist eine Mary Sue? Mary Sue ist ein Charakter, der heißt so wegen einer legendären Star Trek Fanfiction, wo sich ein Mädchen reingeschrieben hat in die Story, die dann halt, in die verliebt sich Kirk, in die verliebt sich Spock oder sonst was und die sind allem super gut und so. Und Mary Sue ist ein Charakter, der ohne guten Grund alles kann. Ach, Wesley Crusher. Genau, ist eine männliche Mary Sue. Ist eine männliche Mary Sue. Aber wie gesagt, ich finde, das ist bei Rey jetzt auch nicht so relevant, weil, sorry, dann darfst du auch den Rest des Star Wars Cast kritisieren, weil die sind alle Mary Sues. Können alle alles irgendwie. Ja. Oder viele können. Poe kritisiere ich immer noch für seinen Single-Angriff auf den Zerstörer, weil der hat wahrscheinlich nie vorher X-Wing gespielt. Der weiß gar nicht, wie schwer das ist. Vor allen Dingen alleine. So, ja. Was? Ja, aber das fand ich auch, die Endschlacht fand ich auch relativ schön anzusehen. Auch wenn es natürlich hier mit den Chekhovschen Plot-Devices und, oh, sie schalten es ab, sie haben da oben noch eins, oh, wir müssen es vernichten und nein, wir können nicht mit den ganzen Schiffen da drauf schießen. Wir müssen eine Bombe in einen Schacht werfen, der dann durch das Schiff explodiert. Und ich fand es dann halt einfach zu kitschig mit den. Sie reiten dort mit ihren Pfeil und Bogen. Das fand ich großartig. Oh nee. Schaltet ihre Speeder ab. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie du das geil finden kannst, aber andere Sachen dann wieder in anderen Serien so. Oh nee. Ja, wenn es cringy genug ist, kann ich es mal wissen. Und es ist nicht dämlich cringy wie in Jar Jar Binks. Ja. Ja, stimmt, das wird jetzt in Jar Jar Binks. Das ist wahr. Uns hat einem, oder zumindest mir... Und die waren ja Sturmtruppler vorher und sowas. Zumindest mir hat es mal so ein bisschen nochmal die Dimension von dem Schiff näher gebracht. Weil du siehst es ja immer nur so weit weg. So ein Sternzerstörer. Für mich war es immer sehr schwer einzuschätzen, wie groß ist eigentlich ein Sternzerstörer. Ich kann auch bis jetzt nicht sagen, wenn du mir sagst, sag mal, wie viel Meter, Kilometer so ein Ding groß ist. 1,125 Kilometer. Das kann ich aber bei nichts. Ich kann dir auch nicht sagen, wie viel Meter der Millennium Falcon breit ist. Nee, ja, doch, die Handbücher habe ich zu Hause, aber ich dadurch, wusste es auch nicht dadurch, mehr. Früher wusste ich so einen Scheiß. Da geht es, dadurch, dass die Figuren da drunter rumlaufen. Du meinst, da kannst du so eine sagen, Ahnung haben. Ich, ja, ob es jetzt 20 oder 30 oder 40 Meter sind. Du weißt, dass es jetzt nicht 100 Meter sind. Dieser Sternzerstörer, der könnte 400 Meter lang sein, der könnte 7 Kilometer lang sein. Ist das denn der lange Kilometer oder so? Der Supersternzerstörer von wie heißt der Intrepid von Vader damals, waren 14 Kilometer, glaube ich. Ach, der war der ein Kilometer. Der Supersternzerstörer. Und die kleinsten 1,1 irgendwas. Und irgendwie so in dem Dreh. Jetzt hat mir das halt nochmal so ein schönes Bild gegeben. Und dann. Ja, aber nee, ich fand das irgendwie zu chaotisch. Also, das klingt natürlich komisch bei Star Wars. Aber da hat mir dann wirklich so der Bezug zu allem gefehlt. Und dann mittendrin ist Lando Calrissian. Es geht gerade ums Schicksal der Galaxis und der fliegt nur rum. Dieser nette alte Mann, der da fliegt. Oh, ihr jungen Leute. Danke, dass ich mit darf. Ja. Aber das fand ich den ganzen Film, schön. Der den ganzen Film keinen Schritt gelaufen ist. Ne? Ja, ja, der ich glaube, das ist schwierig. Der unter der Maske war er wahrscheinlich auch nicht, als der Charakter sich bewegt. Der hat immer einen Stock dabei, gab es gesehen. Das war er schon. Weil er läuft ja oft, der hat irgendwie, ich glaube, Hüftprobleme oder ja, so. Ja, der ist ja auch 300 Jahre alt. Wenn 300 Jahre so aussehen, wirst du nicht gut. Also, das waren 900 Jahre. Ich war nicht gerade, war der nicht mehr richtig. Der war ja auch in irgendeiner Staffel Modern Family, war er auch dabei. Echt? Ich überlege gerade, ob er da gelaufen ist. Er saß am Pokertisch, er saß im Auto. Das ist wie Christopher Lee die letzten Jahre. Die haben ja auch nur noch irgendwo hingesetzt, weil er einfach nicht mehr rumlaufen konnte. Ja. Wie im Hobbit-Film. Oh. Das ist ein ganz anderes. Lass den Film. Ja. Das ist die Prequel-Trilogie für Herr der Ringe-Fans. Ja, ziemlich guter Vergleich. Nicht nur für die. Ah, der Film hätte so. Wo kann mir jetzt nochmal jemand. Uncanny Valley CGI werden. Kann mir jetzt nochmal jemand erklären, wieso
Palpatine nicht einfach aufgehört hat, den Blitz zu machen, als jemand den Blitz zu ihm zurückwirft. Vor allem, nachdem das schon mal die Sache war in dem Prequel, genau die Sache, die ihm das Gesicht zerschmolzen hat. Das weiß ich nicht. Das fand ich halt auch so. Oh, mit einem Lichtschwert kann ich ihn abwehren. Mit zwei kann ich ihn umbringen, indem ich es zurückspiegel. Ach, das war nicht mal, ich glaube, der Sinn dahinter. Aber vielleicht das war halt aus seinem Punkt, Zorn heraus, dass er aus seinem Zorn heraus einfach nicht mehr aufhören konnte oder wollte. Weil der Film zu Ende war. Er musste sterben. Ja. Das ist aber mein Problem. Wenn einfach irgendwann die einfachste Entscheidung einfach so wird, ja, weil der Film halt vorbei ist. Der Film muss enden, der muss jetzt irgendwie sterben. Was ich schön fand, war tatsächlich, dass die diese Stimmen alle zurückgeholt haben. Bei den Ghost Forces, die man dann nicht gesehen hat, aber gehört also, hat. Also, das ist ganz krass, wenn man sich mal wirklich den Cast anschaut. Da sind wirklich aus allen Ecken und Enden, ich glaube sogar aus so Ahsoka, aus Clone Wars oder so, wurde auch reingepackt, weil die halt relevant war dafür. Was ich halt echt schade fand, war, dass man niemals einen Force Ghost von Vader gesehen hat. Zu dem Zeitpunkt, ja. Ja, weil das würde eigentlich voll Sinn machen. Da ist dein Enkel. Aber gehört hast du ihn. Ja, aber da ist halt sein Enkel, der halt die ganze Zeit irgendwie ihn gechannelt hat in Episode 7 und so. Warum ist er da nicht einmal hergekommen? Entschuldigung. Das ist nicht die Botschaft, die ich zurücklassen möchte, nur so ganz kurz. Ich überlege gerade, wie Palpatine und Vader als Force Ghost Opas im Schaukelstuhl sitzen und sich angucken, wie ihre Enkelkinder spielen. Palpatine wird kein Force Ghost. Force Ghost ist nur helle Seite. Ja, und abgesehen davon ist Vader Force Ghost? Das ist weil er am Ende helle Seite wieder war. Das ist übrigens das Problem, warum Kylo ihn nicht sieht. Oder ach, nur weil er selber bei der dunklen Seite hängt. Das stimmt natürlich. Das ist sogar ein guter Grund. Du bist doch hier der Experte. Die ganzen Jungs und Mädels, die da bei Palpatine auf der Tribüne saßen. Wer war das? Das habe ich auch noch nicht herausgefunden, tatsächlich. Also ich habe mich mal schlau gemacht im Internet und es waren wohl einfach so die Geister aller Sith. So. Also die Sith. So Palpatine ist so ein Kollektiv, quasi. Der was das hieß, da saßen Exarkun und Konsorten? Ja, im Grunde sollen das Exarkun, oh Maga Ragnos. Ja, also, genau. Ja, sehe ich das richtig, dass es dann wohl die Sith Force Ghost die oder Sith das von Äquivalent dazu. Ja, ja, aber die können glaube ich nicht so wie Force Ghost, können ja überall auftauchen und Sith können eigentlich nur in einem an einem Ohren und die spuken dann so rum. Warum die dann alle dort sein können, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es Sith Ghost nicht, dass sich JJ dann so sehr damit auseinandergesetzt hat. Ich glaube auch nicht, dass es Sith Ghosts waren. Das waren vielleicht diese komische Anhängerschaft, die er sich eh schon mal um sich herum geschart hatte. Ja. Also echte Menschen. Ich möchte noch, dass wir eine Sache besprechen. Was für ein Schwachsinn waren eigentlich die Knights of Ren? Diese Anhänger von Kylo. Ja, da habe ich auch die ganze Zeit so gedacht, aufgebaut. Sollen das irgendwie Elitekämpfer sein? Sollen das Leute sein? Also, ich dachte, das auch irgendwie mit der Macht arbeiten. Ja, Typen, können. Die er aus der Akademie mitgenommen hat, zum Beispiel. Ja, was sind das? Gescheiterte Jedi-Anwärter oder sowas? Weil sie haben ja alle keine Lichtschwerter. Möchte ich jetzt einfach mal so etablieren. Sie benutzen keine Macht, keine Lichtschwerter. Haben alle nur irgendwelche Anime-Waffen. Riesige Schwerter oder Hämmer. Schauen eigentlich ganz cool aus. Und dann, wie gesagt, den ganzen Film über siehst du sie nur dastehen. Bedrohlich. Und das war's dann. Und dann am Ende werden sie halt ausgeschaltet und du hast nie was über sie groß erfahren. Ja, es war auch ein schlechter Zug von Disney. Wenn ich da was zu sagen hätte, wären die nämlich, hätten die nicht gekämpft, sondern wären einfach gegangen und hätten auch noch eine coole Serie. Wenn die danach hier so ihre kleine Söldnertruppe. Ich fürchte, die sind untergegangen, weil JJ die Episode 8 nicht gemacht hat. Ich glaube es eben auch, ich wüsste gerne, was eine durchgezogene JJ-Trilogie gewesen wäre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schlechter gewesen wäre. Jetzt nicht einmal, weil ich Rian Johnson irgendwie kacke fand oder so, sondern einfach, weil ich dann eine kontinuierliche, von einer Person durchgezogene Vision gehabt hätte. Weil ich verstehe es, wie gesagt, nach wie vor nicht, wie man so einen... wirklich, das sind ja Filme, die 1 Milliarde einspielen. Warum man... Also ich meine, okay, vielleicht ist es auch egal. Pro Film. Ja, ja, pro Film. Warum man da nicht sagt, ja, nee, wir brauchen da schon einen Plan. Ist vielleicht doch ganz ein bisschen Geld auf der Kippe. Oh Gott, dieser Depp bekommt immer noch eine Trilogie. Das ist echt eklig. Ja, Johnson, das ist noch nicht vom Tisch, dass der noch eine Trilogie machen darf. Aber die Game of Thrones-Macher bekommen keine. Das ist natürlich schön zu. Ich weiß jetzt nicht, was schlimmer wäre. Ich glaube, ich würde mir eher von Johnson die anschauen, als die von den Game of Thrones-Machern. Was wollte ich gerade noch sagen? Ah genau, was mir auch wirklich gefällt, ist diese Connection, die sie von Kylo und Rey auch wieder betont haben. Dieses, wie Orte ineinander fließen. Das ist vor allem optisch extrem geil. Ja, das ist wirklich hammergeil. Wie sie diesen Kampf gemacht haben,
aber sie sind beide an unterschiedlichen Orten und dann trifft er halt irgendwie einen Korb neben sich und dann wird der halt dorthin verschüttet, wo er gerade ist und dann wird die Vader-Büste zerstört und dadurch weiß er dann, wo sie ist. Das ist ein schönes Element gewesen. Das wurde auch gut, das ist so ein Element, das durchzieht alle drei Filme, das wurde gut aufgebaut. Als sie ihm dann auch das Lichtschwert gibt für den Kampf. Das war wirklich einer meiner Highlights des Films, so von, wow, das ist eine Sache, die sehr gut aufgebaut wurde. Sie macht absolut Sinn, dass es geht. Was ich mich aber da, wenn wir das mal schon in einem krassen Detail, was den Force Link angeht, wer hat denn den etabliert zwischen den beiden? Weil es wurde mal irgendwie nebenbei erwähnt, dass Snoke die Connection hergestellt hätte und der Imperator weiß nichts davon. Ist er nicht einfach entstanden bei der Folter, als sie erst in ihren Verstand eingedrungen ist und dann hat sie kopiert, was er gemacht hat, weil so einfach Learning by Doing. Ab dem Zeitpunkt? Würde ich jetzt als Theorie sagen, ich sage jetzt nicht, dass ich einen Beleg habe. Ich würde das gleich auch sagen. Weil Snoke hat ja in Episode 8 für sich in Anspruch genommen, dass der die Verbindung zwischen denen hergestellt hätte. Und wenn er das hat, warum wusste der Imperator nichts davon? Weil Kylo meinte in Episode 9, na, der Imperator weiß von einer Sache nichts. Zusammen, weil diese Filme nicht kontinuierlich entwickelt wurden. Ja gut, aber wenn Kylo das sagt, der weiß davon nichts, heißt das ja nicht. Dass er nichts davon weiß. Nicht, dass er nichts davon weiß. Ja, das stimmt, der Imperator weiß eh alles. Hast recht. Nur weil Kylo das behauptet. Ja. Eins würde ich gerne noch ansprechen, ganz zum Schluss. Reist Rey zu Lukes Heimatplanet Tatooine. Da, wo er nicht geboren ist, aber aufgewachsen ist bei seinen Zieheltern, keine Ahnung was. Ja. Und übernimmt jetzt offensichtlich die Farm oder wie auch immer, zieht sich ein bisschen zurück. Vergräbt dort auf jeden Fall die Lichtschwerter. Ja, faule Socke, vergräbt es auch noch mit der Macht, ne? Nicht mit einer Schaufel, wie es das gehört. Was nicht tief genug wäre. Und dann erscheinen die Force Ghosts von Luke und Leia. Kurzzeitig, ja. Ja, so als... Habe ich irgendwie geblinzelt und es verpasst? Das war nicht lange zu sehen, aber es war zu sehen. Ja, die stehen da und winken ihr jetzt nicht zu. Aber... Da. What's your name? Ray. Star Wars. Genau. Starkiller. Starkiller. Nee, aber da die. Ray Abrams. Sie sagt dann Ray Skywalker. Mhm. Den ganzen Film, die ganze Trilogie oder die ganze Geschichte von ihr geht aber darum, sie ist niemand, sie muss rausfinden, wer sie ist, bla, hin und her. Man lernt dann, dass ihre Eltern ihr Leben dafür geopfert haben, sie zu beschützen. Ja. Und in dem Moment, wo sie Skywalker sagt, habe ich im Kinosaal gesessen und habe gedacht, okay, und jetzt pissst du auf deine Eltern quasi. Nee. Deine Eltern haben dir Leben dafür gegeben, dich zu beschützen. Ich glaube, ihre Eltern einfach, haben... Screw that family, nee, I'm Skywalker. Sie will das Andenken der Skywalker weiterführen. Ja, aber ich... Sie will A, das Andenken der Skywalker weiterführen, B, haben ihre Eltern, glaube ich, auch nichts auf den Palpatine-Namen gegeben. Weiß ich nicht, aber irgendeinen Namen hatten sie ja. Also sie hat... Ja, soll sie jetzt sagen, mein Name ist Rey... Kavonski, ja, und dann wird plötzlich nebenbei Moment, erklärt. In dem Fall hätte man in dem Film irgendwann diesen Namen halt mal etabliert. So, aber ihre Eltern sind unter diesem Namen unterwegs. Ich fand es nicht gut, dass sie den Namen Skywalker angenommen hat. Sie hat mit den Skywalker nichts zu tun. Also sie ist keine Skywalker. Sie hat ihre eigene Familie, die ihre eigenen Eltern, die sich für sie geopfert haben, die sich für sie haben töten lassen. Aber und vielleicht kommst du mit dem Namen Palpatine nicht so gut an. In ja, dem natürlich. Philipp meint ja, die sind wahrscheinlich unter einem anderen Namen unterwegs gewesen. Natürlich, realistisch gesehen, aber was ist schon realistisch? Realistisch gesehen kommst du mit dem Namen Palpatine wahrscheinlich in die ein oder andere Schwulität. Das mag schon sein. Ja, aber das sehe ich jetzt. Also realistisch gesehen wird aber wahrscheinlich auch nach dem Krieg jeder wissen, wer du bist. Und jeder wissen, dass du die Enkeltochter vom Imperator bist. Aber ich denke, es ging tatsächlich um dieses Andenken. Und fertig. Ja, nur das. Die Intention sehe ich. Ich weiß jetzt nicht einmal, ob jeder danach weiß, wer, also wie viele Leute haben es dann im Film erfahren, dass sie die Tochter von Palpatine ist. Niemand. Eben. Also. Bis auf den kleinen Kreis an Freunden, tatsächlich. Ja, und die werden jetzt auch nicht plaudern. Weil alle anderen Informationen sind mit den Sith, mit den Imperiums-Archiven ja verschwunden. Ja. Aber mein Problem ist halt jetzt auch, wir sind jetzt am Ende dieser drei Filme und ich weiß einfach nicht, was sie jetzt wirklich beigetragen haben zum Star Wars-Universum. Geld für Disney. Ja, und das ist halt alles. Diese schöne Filme Geschichte, wurden einfach so gemacht, die haben keine besondere Geschichte. Also es sind Filme. Ich will zum Beispiel den Neuner, das finde ich ganz interessant zu sagen, weil Sam da ist. Den Neuner zum Beispiel würde ich mir nie wieder geben. Da gucke ich mir vielleicht mal eine Szene nochmal an, um zu sehen, ob es in 2D ich die Kampfszene zwischen Kylo und Dings mehr verstehe. Aber der hat jetzt nichts, was mich nochmal reizen würde. Aber Episode 8 würdest du einen Loop-Binge machen über eine ganze Woche, oder? Natürlich, einfach im Loop laufen lassen. Nee, Episode 8, wie gesagt, auch jetzt nicht so geil drauf. Vor allem den Casino-Planet würde ich skippen. Es gibt nur eine Trilogie, die ich immer wieder schaue. Herr der Ringe?
Das ist die Original Star Wars Trilogie. Ah, okay. Die Prequels würde ich heute mit der Kneifzange nicht mehr anfangen. Oh Gott, nee. Die sind auch so furchtbar gealtert. Matze guckt aber auch immer die Wookiee-Weihnachten. Das ist Christmas. Star Wars Special. Christmas, natürlich, lief im Loop. Parallel zu The Witcher habe ich Star Wars Christmas natürlich nicht ausgemacht. Auf dem zweiten Screen. Gott. Wenn wir schon bei schlechten Star Wars Sachen sind. Ich finde, die verdienen auch eine Fortsetzung. Die sind so gut, dass selbst Lukas die abgeschoben hat. So. Ja. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich finde es jedenfalls schade, dass Rey in der letzten Szene ihre Eltern quasi verleugnet ist. Hätte man besser lösen sie können. Sie hat halt jetzt nichts wirklich aktiv von ihren Eltern gehabt, während die Skywalkers halt für sie schon wesentlich mehr bedeutet haben. Ich meine, klar, die Tatsache, dass sie für sie gestorben sind, okay, aber hat sie halt nichts davon mitbekommen und ja, ich finde es auch bescheuert, dass sie Skywalker sagt, muss ich sagen. Diese ganze Szene finde ich blöd mit dem, what's your name? Oh, all by yourself? Rey Solo. Rey Solo, ja. Das ist ja die Erklärung von Han Solos ja, Namen. Ich weiß, hast du Solo gesehen? Nee. Das ist wirklich so. Ja, dann geht er dann zum Imperialen hin, my name is Han. Han. And that's everything? Hm. All by yourself. Familie, genau. Let's call you Han Solo. Der hat von dem imperialen Offizier seinen Nachnamen. Ja. Das ist so eine Frage, die hat niemand gestellt. Ja, aber konntest du den Film, wenn wir jetzt gerade da sind, irgendwie ernst nehmen, nachdem die den imperialen Song in dem Trailer vom Imperium gespielt haben, in Solo? Ist dir das nicht aufgefallen? Die haben das imperiale Theme als Dingel gespielt. Stimmt, ganz kurz mal. Da lief so ja, so ein Propaganda. Join the Forces Video. Ja, so ein Propagandaspot oder so lief da. Und dazu lief der imperiale Marsch. Also Solo ist sowieso. Also. Ich fand den Film lustig. Er war unnötig, aber er war unterhaltsam. Ich komm immer wieder in blutige Prügeleien mit Freunden von mir, wenn die Diskussion aufkommt, was besser ist, Rogue One oder Solo. Ja, da eindeutig Rogue One. Da muss ich halt auch sagen, ey, ich schau Rogue One wesentlich gerne nochmal lieber als Solo. Das Ding ist halt, Solo ist halt Harrison Ford, Punkt. Ja. So, fertig. No more discussion needed. Es ist ein überflüssiger Film, aber er ist unterhaltsam. Und was ja der Hauptzweck eines Films ist, weil du auch eben gesagt hast, was trägt der Film zu der... Ja, ich meine einfach, wir sind am selben Punkt wie vorher. Wie auch immer. Ja, aber muss ein Film denn den Anspruch haben, irgendein Universum zu vergrößern, zu verbessern? Nein, ein Film muss unterhalten, im Optimalfall muss er gut unterhalten. Im Optimalfall sorgt er dafür, dass man nachher noch drüber reden kann und sich noch mal ein bisschen weiter erfreuen kann, so wie wir jetzt zum Beispiel uns drüber austauschen und noch ein bisschen mehr Spaß dadurch in unserem Leben haben vielleicht. Aber viel mehr muss ein Film noch nicht machen. Ein Film muss kein... Ich will jetzt auch nicht die neuen Filme komplett niedermachen. Wie gesagt, ich fand sie sehr hübsch teilweise. Ich fand auch einige coole Szenen dabei. Einfach so auch Aspekte, die sie angesprochen haben. Zum Beispiel auch im Achter. und allem voran muss ich sagen, die besten schauspielerischen Leistungen, finde ich, hast du in den neuen Star Wars Filmen gefunden. Wenn du das mal mit den Prequels vergleichst. Oh mein Gott. Bei den neuen, das ist wirklich... Ich liebe dich. Ich sehe nur so gut aus, weil ich dich so sehr liebe. Ach, fick dich doch echt. Oh ja, stimmt, ja, diese die Szene. Dialoge. Zwischen Anakin und Padme. Junge Schauspieler ist halt immer... Ja, vor allem junge Schauspieler, die ihr Skript von George Lucas bekommen. Die haben keine Chance. Das ist halt wirklich so. Also ich find die neue... Du musst überlegen, das war Natalie Portman. Das ist jetzt nicht irgendwer heutzutage. Die neue Trilogie ist ganz nett, wenn die Episode 8 nochmal neu drehen wird mit einer anderen Story. Ja, dann würde ja Episode 9 auch nicht mehr funktionieren. Ja, stimmt. Hallo? Doch, doch. Du packst halt die kleinen Elemente, die er noch erwähnt hat, damit rein. Und das war's. Aber ja, wie gesagt, also die Schauspieler fand ich Episode 8 wird neu gedreht. Ist jetzt nur noch eine halbe Stunde. Wie gesagt, die Charaktere waren einfach sympathisch. Die habe ich mir gerne angeschaut. Ob es jetzt Finn ist, ob es jetzt Poe ist, ob es jetzt Rey ist, ob es jetzt vor allem Kylo Ren ist. Weil Adam Driver ist mega. Der Schauspieler wirklich ist für mich so ein Filmverkäufer geworden. Wenn ich sehe, Adam Driver spielt einen Film mit, dann ist so, wow. Okay, cool, gebe ich mir. Nee, also... Hey, der war für einen Golden Globe nominiert für irgendwas. Das mag sein. Ich kenne von Adam Driver tatsächlich nur Star Wars. Das finde ich interessant. Da lebst du in so einer ganz anderen Bubble, in meiner Bubble. Ich fand seinen Humor echt gut bei Saturday Night Live mit dem Gag als Undercover-Boss. Ja, Kylo Ren. Ich habe mir letztens nochmal angeschaut. Nee, ihr müsst euch den mal wirklich geben außerhalb. Ihr könnt zum Beispiel auf Netflix A Marriage Story anschauen. Dafür hat er seine Genau, dafür wurde er nominiert und das finde ich auch zu Recht, weil das ist Hammer. Da spielt er... ist das mit den Kriegslügen? Nee, das ist der Report, da soll er auch hammermäßig sein. Marriage Story, da spielt er neben Scarlett Johansson ein Paar, die sich trennen.
die auch einen Sohn haben und sowas. Und es ist halt eine sehr realistische, sehr authentische Geschichte. Ja, also wirklich, kann ich sehr empfehlen. Aber das ich weiß nicht, ob mir das zu viel Drama. Genug Realität. Ihr wollt eure Raumschiffe. Schnarch. Ja, Mensch. In Star Wars hat er mir halt, er hat eine sehr eigene Optik. Das lässt sich sagen. Er hat ein sehr unverwechselbares Gesicht, was einem gefallen kann oder nicht gefallen kann. Mega Stimme. Ich sage nur, das erste Mal Helm abnehmen im Kinosaal, die komplette Reihe Mädels. Oh nein, ey. Naja, nach objektiv oder nach gängigen Standards ist er jetzt nicht unbedingt hübsch. Das er bekommt sehr Vorteile durch seine Stimme, vor allem im Original, weil er hat ja so eine richtig schöne, tiefe Bassstimme. Die habt ihr schon gedatet? Habt ihr schon gedatet? Oh, leider nicht. Ja, nee, also wie gesagt, ich finde es jetzt auch gar nicht albern, da jetzt drüber zu reden, dass der einfach, der war für mich schon so ein, auch wenn er der Böse war, schon ein Teil vom Herzblut, weil der hat halt echt richtig Leidenschaft in die Rolle reingepackt. Das der hatte noch nicht so viel zu tun, fand ich. Er war für mich war er immer ein bisschen zu weinerlich. Ja. Es war nicht so schlimm wie Hux. Hux war immer so. Ja, aber Hux sollte auch nicht der übertriebene Sith-Bösewicht sein, aber sondern Kylo Ren sollte die aber halt auch so Kindergarten, aber richtig. Kylo Ren sollte halt so ein Vader-Fanboy sein. Das haben sie ja gut hinbekommen in 7. Die Szene, wo er einfach ausrastet und mit einem Lichtschwert auf die Konsolen einhaut zum Beispiel. Und dann kommen die Stormtroopers um die Ecke, sehen, dass er da ist und laufen wieder rückwärts weg. Was viel realistischer war als in irgendeinem anderen Star Wars Film. Ja. Oder wie er jetzt im 9er einfach bei einem Meeting, weil ihn einer aufgeregt hat, und gegen die Decke geklatscht hat. Das ist halt super. Hat mir sehr gefallen. Ja, für mich passt es dann halt nur nicht zu dem Weinerlichen, was er dann ist und seine Beziehung zu Rey, wo er dann ja weich wird und man immer das Gefühl hat, eigentlich will er gar nicht böse sein und dann ist er dann doch wieder so übertrieben zornig böse, wie auch immer. Ich sag jetzt nicht, dass es komplett vom Writing her rund ist, aber ich finde seine schauspielerische Leistung mit dem, was er bekommen hatte, da hat er mir immer gefallen. Also da ist er für mich wie Geralt gewesen in The Witcher, war eher für mich so das Herzstück vom Schauspielerischen in den neuen Star Wars Filmen. Ja, ich hätte mir ein etwas fieseres Gesicht gewünscht. Es gibt bei Kylo einen Punkt, leider in dem schlechten Episode 8, wo klar wird, dass die helle Seite nicht ganz bei ihm verloren ist, weil er seine Mutter nicht hochjagt. Ja, stimmt. Das macht ja dann jemand anders. Der ist ja in so einem Geschwader und jemand anders feuert ab. Und er lässt, was schon ein feiner Unterschied ist, auch wenn es auf der Wien ausläuft. Ein Vater konnte man killen, ist okay, aber die Mama, nee. Was? Da merkt man, Mutterkind. Ach, der arme Han Solo gestorben. Ja. Also ich finde es schade, dass das eventuell, weil sie haben alle ihre Verträge ja nicht verlängert und wirken alle schon ziemlich, als ob sie überhaupt keinen Bock mehr haben. Mal schauen, ob sie dann doch nicht irgendwann mit genug Geld, das ihnen ins Gesicht gewedelt wird, zurückkommen. Ich brauche auch von keinem da, ehrlich gesagt, noch einen Film. Nee. Ja, ich finde es halt einfach schade, dass das mit Kylo zum Beispiel vorbei ist, weil, wie gesagt, den Charakter fand ich interessant, Rey fand ich auch super. Allgemein, diese Kylo und Rey-Szenen, bis auf den Kuss, fand ich immer sehr interessant. Auch so im Achter, dieses... Du meinst, so, vor allem zieht dir was an? Die Verbindung aufhören. Die waren tatsächlich die Szenen, die mich am wenigsten irgendwie interessieren. Die fand ich auch uninteressant, tatsächlich. In ihr seid solche Preuß. Geschmilze. Ihr seid solche Preuß. Ihr schaut bestimmt keine Dramen freiwillig zu Hause. Natürlich niemals. Oh Gott. Das, die Kategorie hätte ich das vor diesem Podcast gewusst. Wärst du gar nicht mit reingekommen. Ja, mit wem ich hier sitze. Mensch, ey. Kann gerne mal nachschauen. Ich habe bestimmt 50 Dramen letztes Jahr geschaut. Weil das Drama ja schon... Gibt bei Netflix auch so ein Rewind? Wie lange sind wir jetzt schon in einem Podcast? Ach, noch nicht so lange. Ja, genau. Ich habe seit langer Zeit nicht mehr auf die Uhr geschaut. Ich sehe die Uhr. Fast oh je, Mini! Fast 3 Stunden. Ich habe die Uhr hier direkt vor mir. 2 Stunden, 43 Minuten. Man kann mit gutem Gewissen so viel labern. Ja. Wir müssen ja auch gestehen, also ich hatte bis heute Urlaub, bis gestern, für mich der erste Arbeitstag jetzt. Ich hatte letzte Woche schon 2. Da will man ja nicht so viel arbeiten. Das sitzt mal ein bisschen länger hin. Das geht mir übrigens. Zam kriegt, wenn er gleich hochgeht, den Verbot, jemals wieder im Podcast zu sein. Ich fürchte, ja. Nee, mein Chef ist ja gar nicht da heute. Nee, war aber eine sehr gemütliche Runde. Können wir wieder mal. Ja. Dann auch jetzt nochmal vielleicht nach dem Dingsbums-Teil. Nach dem Spoiler-Teil. Okay, keine Spoiler mehr jetzt mehr? Doch. Was? Wie zufrieden, wie geil fanden wir jetzt den Film, wenn wir über alles nochmal philosophiert haben? Nicht zufrieden. Also es hat jetzt, das Gespräch nicht hat nichts geändert dran. Der hat für mich zu viele Macken erzählerisch und so, wo mich dann einfach nicht genug abgeholt hat.
wo mich einfach nicht gut genug unterhalten gefühlt habe. Ja. Also für mich geht er voll okay. Ich bin zufrieden, vor allen Dingen nach dieser furchtbaren Katastrophe, die davor lief und eigentlich fast alles kaputt gemacht hätte. Ich bin zufrieden, tatsächlich rausgegangen. Hat für mich auch Marken, wie schon erwähnt, aber es Marken, hätte schlimmer sein können. die du bei einem Star Wars-Film verschmerzen kannst. Ja. Ja. Ich schließe mich da Zams Meinung an und gehe tatsächlich noch ein bisschen höher. Für mich war es ein sehr guter Film, auch für Star Wars ein sehr guter Film. Ja. Wie kommt der eigentlich im Schnitt an? Das kann ich dir jetzt nicht Im sagen. Vergleich Also zu. die Milliarde haben sie gerade ein Problem zu erreichen, tatsächlich. Wahrscheinlich ist der Vorgänger Freud. Ich kann dir sagen, wie die Witcher-Serie ankommt. Bei den Kritikern fällt die überall durch Ja, und bei den da User-Score war geht die aber auch durch die eine Decke. furchtbare Kritik von einem, habt ihr das gesehen, von einem einen Typen, der hat eine Folge geschaut oder zwei, fand es doof, ist dann zur fünften Folge geskippt, hat dann in seinem Review kritisiert, dass er nicht versteht, worum es jetzt geht. Ja, das habe ich auch gesehen. Was? Ja, Wirklich? woraufhin die Showrunnerin ja dann irgendwie einen Tweet Ja, rausgelassen sie hat hat. gemeint, ihr ist die egal von die Meinung von Ja, solchen Kritikern egal, egal solange wie. Fans es mögen. Ja, Was ich aber eben. auch ein bisschen finde den Satz, weil du sollst schon auch Kritiker Ja, berücksichtigen. du sollst es zumindest ernst nehmen, wobei man natürlich Aber jemanden, ja, so der eine nicht Kritik alle muss ich Folgen natürlich guckt, nicht kann man ernst nicht nehmen, ernst ja. nehmen. Ja. Also hat sie Richtig. recht. Also hat sie recht. Ja, mit Ja, wenn dem sie Ursprung wirklich ihrer Kritik, spezifisch, ja, mit wenn der sie solche Aussage. Kritiken meint, ja. 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 Die Aussage von ihrem Tweet war ja dann, ich gebe nichts auf Kritiker. Das ist ein bisschen schwierig, weil Ja. die ja dann doch eher objektiv bewerten als irgendwelche Ich werde nach User-Meta-Critic-Scores dem oder Podcast sowas. auf jeden Fall mal schauen, wie der so bei Kritikern abschneidet, jetzt der letzte Star Wars im Vergleich zum achten. Ja, ich fand ihn gut. Ich fand ihn tatsächlich einer der stärkeren Filme der neuen. Ja, aber die neue Reihe an sich muss ich halt sagen, uff. Weiß nicht, die hat mir nicht Ich fand's so so. gut. Ich fand, die drei Ja. Filme geben eine schöne runde Trilogie ab, die Ich mochte die ich mir jetzt, Charaktere, wie die aber meisten Filme, nicht nicht die nochmal Geschichte, angucken die sie werde. bekommen Aber haben. ich muss sagen, sie waren, schlagen halt die Prequels um Längen. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich überhaupt nicht leiden, wenn Leute jetzt so sagen, tja, jetzt sehen die Prequels plötzlich doch nicht mehr so Nein, schlecht aus. Und ich nein, denke mir, nein, nein, nein. du kannst auch mit gutem Recht sagen, dass du beide Sachen blöd findest, dass du den Sechser blöd findest und nur gerne Star Wars Episode 4 und 5 schaust, weil du den Rest Schrott findest. Für mich Das ist war, auch legitim. selbst wenn die da irgendwie Gold drüber spielen würden, wären die Prequels nicht wertvoller und besser. Also bitte. Die jüngste Trilogie jetzt ist für mich der Originaltrilogie vom Geschichtlichen, vom Aufbau, von der Story, die erzählt wird, von den Charakteren sehr ähnlich, nur halt ins Moderne transferiert. Ja, Und ja. deshalb finde ich die auch ähnlich gut wie die Ja. Originaltrilogie. Ich finde bis heute, die Originaltrilogie wird zu gut gemacht, weil sie auch sehr deutliche Schwächen hat, über die dann aber Star Wars Hardcore-Fans einfach. Das ist egal, das ist egal, das ist egal, das ist egal, das ist egal. Und immer nur die guten Sachen sehen, während sie bei heutigen Produkten entweder viel negativer sehen oder die Sache objektiver betrachten, wird wie bei so vielem, was früher war, ob es die Originaltrilogie war, ob es WoW Classic ist oder keine Ahnung was, wird Ja. recht verklärt drauf geguckt, weil man damals jünger war, als man die geguckt hat, noch mit anderen Augen sowas geguckt hat. Ja. Und deshalb bin ich sehr zufrieden und. Okay, wir haben Guter zufrieden, Film, schaut ihn euch zufrieden an. und meh. Ja, in dem Sinne beenden wir dann jetzt mal so langsam, aber sicher unseren BAFTcast 532. Der nächste kommt in 2 Wochen. Da geht es dann weniger um Filme, um Serien. Da geht es dann um Patch 8.3, der Da bin ja ich raus. am 15. Januar auf die Live-Server kommt. Das heißt, wir haben ihn dann erst dann schon eine Woche auf den Live-Servern, wenn Wir wir aufnehmen. holen Sam dann aus Kryptonit, wenn keine Und Ahnung. dann können wir uns. Disney Plus in Deutschland ist und Mandalorian besprochen wird oder so. Und dann können wir uns hier zusammensetzen und können mal schauen, wie Wer 8.3 wärst du da ankommt. dabei? Bei Mandalorian und bei Picard. Okay. Können wir uns ja mal vormerken. Ansonsten, wenn ihr da draußen Themen habt, die wir besprechen sollten oder die ihr gerne von uns hören würdet oder einfach nur Fragen, Anregungen oder sonst was habt, schreibt uns redaktion@buff.de oder als Kommentar unter den Artikel oder als Kommentar unter iTunes oder wo auch immer ihr das hört. Wir versuchen alles zu lesen. Wird ein bisschen schwierig bei den 1 Milliarde Podcatchern, die es gibt. Da beziehen wir uns dann eher so auf die größeren und nicht auf jeden kleinen. Ansonsten vielleicht noch der ein oder andere Hinweis, wenn ihr nicht nur mit Online-Rollenspielen oder mit uns Vorlieb nehmen wollt. Wir haben ja noch ein paar mehr Podcasts im Haus.
die sich vor allem um Singleplayer-Spiele kümmern. Im Games Aktuell Podcast zum Beispiel, da geht es in der aktuellen Folge um das kommende Spielejahr und was mit Xbox Scarlett und der PlayStation 5 da so auf uns zukommt. Das wird nochmal einmal. Xbox Scarlett, das Ding heißt doch mittlerweile Xbox Series X. Ich glaube, da hast du noch eine alte, ich noch einen alten Namen stehen. Genannt. Ich, für mich heißt das gar nicht. Nee, sie heißt nur Xbox. Das war doch ich der Witz. Möchte nicht, dass What? Sie. Ja, ich benutze weiterhin den Namen Scarlett, damit ich sie unterscheiden kann. Ja, einfacher als nur Xbox. Das ist ja, ja. geil. Ja. Das ist fürchterlich. Das ist wie Rambo und ja. Oh Gott, nein. Das ist so furchtbar. Ja. Dann haben wir noch den Play 4 Podcast. Die hängen uns ein bisschen in, die hängen ein bisschen hinterher. Die haben in der aktuellen Folge noch das letzte Jahr Revue passieren lassen, was da so passiert ist. Und im Nintendo-Podcast wird's Retro, da diskutiert Johannes und Katha über die erste Generation Pokémon, die damals für den alten Gameboy erschien. Das ist kenn ich noch. Das ist, hallo? Hast du mal auf deinen Pass geguckt, wann du geboren bist? Wir wollen jetzt mal nicht sagen, wie viele Jahre das her ist. Ja, ja, stimmt, Gameboy, aber das... Da war ich in der Grundschule. War das nicht Mitte der 90er oder sowas? Nee. Wann sind diese Pokémon-Spiele? Das weiß ich nicht. Aber Mitte so der 90er ist 25 Jahre her, Kollege. Ach du Scheiße, Mann. Ein Auto von Mitte der 90er läuft als Oldtimer. Oh, boah. Oh, jetzt hat man einen ganz traurigen Gesicht. Ich glaube, Sam muss jetzt nach Hause und mit seinem N64 spielen. Das ist gar nicht mal so weit hergeholt. Ich mache momentan Retro-Streams mit Ocarina of Time und Wind Waker. Ach, und die darfst du als Retro bezeichnen? Ja, das ist Retro. Wo machst du die? Vielleicht will der eine oder andere mal schauen, was du da machst. Auf twitch.tv/Zamperator. Zamperator. So wie wir ihn kennen. Also schaut mal vorbei. Wann? Einfach nach Lust und Laune, oder? Nach Lust und Laune. Einfach abonnieren den Channel, dann weiß man das. Ja. Hervorragend. Ich habe sogar gehört, ich hätte irgendwo noch einen Borderlands 3 Key zu verlosen, aber da brauche ich mehr Zuschauer. Vorher mache ich das nicht. Nein, Borderlands 3 interessiert mich nicht. Bei 5 bis 10 Leuten. Hast du auch ein Disney Plus Abo zu verlosen? Hm. Ab März. Nein. Dann würde ich auch mal wieder zugucken. Kommt der 1. März, oder? Ja, ja, März kommt wahrscheinlich erst in Deutschland. Hier wird dann keiner mehr deswegen gucken. Also deswegen. Sie haben von Game of Thrones Sie brauchen dann neues Zeug. Disney dann hat von Game of Thrones nicht gelernt. Hm, mit der Ausstrahlung von Game of Thrones hier versus in USA. Waren zwar immer noch hohe Raubkopiezahlen am Ende, aber es ist zurückgegangen. Ja, aber die waren ja, weil sich die meisten kein Sky leisten wollten. Ja, ich glaube, das war es eher. Deswegen hattest du ja... Aber jetzt hier, wenn jetzt ich ja hier überhaupt HBO. Keine Möglichkeit habe, es zu gucken, kann ich halt... Eine Staffel hattest du ja sogar von Game of Thrones über Sci-Fi, also wenn du das normale PTV hattest, sehen können einen Tag später. War das Sci-Fi? Ich glaube Sci-Fi. Weiß ich gar nicht. Einer von diesen PTV-Kanälen, TNT, oder irgendwas. Und ansonsten, ab irgendeiner Staffel konntest du ja auch einen Tag später, zumindest einen Tag später, bei Amazon die Folgen kaufen und leihen. Leihen? Weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung, war nicht im Prime. Also es gab Möglichkeiten, nee, im Prime selber war es nicht. Aber es gab Möglichkeiten. Im Gegensatz zum Start, wo du halt wirklich warten musstest, bis das Zeug hier ist. Das wird jetzt echt schon viel, ne? So Sky, Netflix, Amazon, The Zone. Deswegen habe ich diese App hier. Doch bestimmt alles absetzen. Deswegen habe ich diese App hier die drauf, Arbeit. Die heißt Just Watch. Oh, die ist super. Die gibt es auch als App. Gibt es als App, ja. Ja, da kannst du auch, oder, sorry. Und, die listet dir halt für die Streaming-Channels, die du haben, also Streaming-Dienste, die du haben willst, auf, was ist neu erschienen. Passt aber nicht immer, ne? Muss man dazu sagen. Und was ist auch zum Beispiel gerade im Angebot, wenn dieses Streaming-Dienst auch was zum Kaufen hat? Oder du kannst andersrum rangehen und einfach sagen, ich habe Amazon Prime, ich habe Netflix, was kann ich für Filme gucken? Zum Beispiel, und da kannst du richtig gut filtern, da kannst du sagen, ich will Sachen gucken, die sollen eine IMDb-Wertung von so und so schon mindestens haben, soll eine Comedy sein. Und dann kannst du sogar noch sagen, jetzt nichts, was älter ist als, keine Ahnung, 90er oder sowas. Und das Schlimme ist, dann siehst du mal, wie klein das Angebot eigentlich ist bei Sachen wie Netflix. Die schaffen es immer so gut zu verschwurbeln. Meine Landingpage bei Netflix ist so voll. Bei Netflix verschwinden die Sachen ja auch relativ zügig. Also, aber das Coole ist, bei Netflix mittlerweile hast du auch Kategorien, wo du siehst, was demnächst kommt. Ne? Das ist ja auch noch nicht so lange drin. Mhm. Das fand ich sehr interessant. Mhm. Ansonsten benutze ich tatsächlich immer die Seite, wer streamt was. Das ist Just Watch ist kürzer. Das, ja. Muss ich weniger Tasten eingeben und dann auf Enter drücken. Ja, aber das ist ganz oft, wenn ich so mir überlege, so, ah, oh, geil, hier diese alte Serie oder den alten Film, hätte es mal wieder Bock. Gibt es den eigentlich bei uns irgendwo, ja. Gehe ich einfach auf Google, tippe den Film ein, wer streamt und dann kommt automatisch immer als erstes diese Seite, weil die halt so heißt.
Ja. Und dann, nee, dann hast du auch schön aufgelistet alle Streaming-Anbieter, die es so gibt. Auch die sehr, sehr kleinen. Sehr obskuren, wo man wirklich so denkt. Ja. ARD-Mediathek und alles Juice ist da drin. Und dann steht so, ja, nein, ja. Zu kaufen für 2,99 €. Ja, genau, das finde ich eben gut. Manchmal steht da, es ist zum Stream da, manchmal steht da, es ist zum Laien da. Ja, aber das Schlimme ist einfach, dass du siehst, wie viele Dinge es da draußen gibt und ich will eigentlich meine Sachen gar nicht überall verteilt haben, wenn ich zum Beispiel kaufe. Ja, also Disney Plus zum Beispiel kaufen. Werde ich mir auch nicht holen. Disney Plus, ich muss echt mal schauen. Also wie gesagt, ich glaube, wenn dann diese Marvel-Serien kommen, so zu WandaVision, Falcon and Winter Soldier, Loki. Wird Disney Plus, wird ja auch so wie Netflix funktionieren, ne? Vielleicht holt sich ja irgendeiner von den Schnorrern auf unserem. Da habe ich aber mal eine News drüber geschrieben. Also da wollen sie von Anfang an versuchen, Account-Sharing zu unterbinden. Viel Ganz Spaß ehrlich, dabei. Dann können sie den Dienst direkt einstellen. Weil abgesehen davon, viel Spaß du, dabei. Du vergisst, wer es ist. In es dem ist Moment, Disney. In das dem sind Moment, alle Disney-Filme. Du musst überlegen, nein, wie viele Eltern... Das stimmt nicht. Sind nicht alle. Das stimmt nicht. Welche fehlen denn? Die bringen nicht das komplette Programm. Ach so, ja, aber mehr als irgendwer anders. Die haben, es gibt nicht so, dass es Disney-Filme gibt, die du anderswo kriegst. Ja, nee, das nicht, aber die bringen nicht alles. Du hast nicht den kompletten Zugriff auf deren Bibliothek. Die bringen das auch staffelweise. Ich will darauf hinaus, das ist der größtmögliche Disney-Katalog, den du kriegen kannst. Und also jetzt stell dir mal vor, wechseln dann auch so Filme Eltern mit Alien kleinen Kindern oder sowas dahin. Ja, ja, natürlich. Weil Alien gehört ja auch zu Disney. Fox. Das komplette Fox-Report. Nee, kommt nicht dorthin, weil sie meinen. Ach, Disney, PG-13. Nur PG-13. Disney, eben, Disney ist das Familienfreunde, Disney Plus. Was übrigens bei Mandalorian bei einigen Szenen sehr, sehr fragwürdig ist. Das ist schon sehr gestreckt, gell? Dass PG-13 bekommen konnte. Ja, aber dann ist halt gegen Aliens Roboter ja, oder ja, nicht gezeigt. Ist ja auch vollkommen egal, dieses Account-Sharing. Wenn ich das erste Mal Probleme kriegen würde, weil ich hier auf der ist Arbeit oder mit dem Handy einlogge, während meine Frau zu Hause guckt, dann ist dieser Dienst gestorben. Ja, und ich frag's mich halt auch, wie wollen sie das machen? Na, gar nicht. Nee, ja. Das kannst du technisch einfach nicht lösen. Gerade nicht entweder bei uns den ganzen dynamischen IP-Adressen. Ja. Ja, wahrscheinlich kannst, war das eh nur eine Angst machen. Du kannst halt maximal sagen, okay, du kannst nur auf einem Gerät gleichzeitig streamen, so zu Hause, fertig. Oder Gerätebindung generell, dass du die fest registrieren musst. Ja. Mhm. Und all das ist für den Arsch. Übrigens nochmal wegen PG-13, die ganzen anderen Sachen, die lagern sie dann zumindest in den USA auf Hulu aus. Also insofern haben sie dann quasi zwei Streaming-Dienste. Das ist alles schon so, es ist wie bei Game-Launchern, überall irgendwas. Überfrachtung, bis das System kollabiert und zusammenbricht. 35% des Box-Office übrigens letztes Jahr, also so was eingenommen wurde an den Kinokassen, ging an Disney. Weil sie halt auch irgendwie 12 Milliarden insgesamt eingenommen haben mit Filmen. Also quasi der eine hat 1 Milliarde eingenommen, der andere 1,32. Star Wars aber und Marvel. Der da 3 Milliarden, ja eben, Endgame allein 3 Milliarden. Kartellämtern oder was? Die haben trotzdem Fox bekommen. Ja eben, das wurde ja extra erst geklärt und dann wurde eben wahrscheinlich von Disney gut genuges Kaching-Argument gegeben, warum das Disney noch, okay. Kann man nicht entkommen, das ist wie Nestle. Selbst wenn du es wolltest, könntest du nicht. Oh ja, guter Vergleich, ja. Das ist das Nestle der Unterhaltungsindustrie. Ja. Aber solange sie ordentliche Sachen machen, ist mir das auch vollkommen egal. Und nicht nur, weil es Disney gehört, ist es Disney. Die Firmen arbeiten ja nicht. Da sitzt ja nicht ein Disney-Chef und sagt, ihr macht jetzt alle das so, wie ich es haben will. Ein Miramax-Chef macht trotzdem die Filme, die er machen will. Ihr müsst überlegen, unter Miramax ist Tarantino früher gelaufen. Also. Ja, dann verabschieden wir uns. So langsam wird es Zeit für Feierabend. Ne? Lass er wieder rausgehen. Wir hören uns in 2 Wochen und in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Patch 8.3, einen schönen Start ins neue Jahr und lasst es krachen. Haut rein. Tschö. Tschüss.